So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und wir spielen Age of Innovation, ein Terra Mystica-Spiel, der Nachfolger von Terra Mystica. Ein Vorabexemplar, das wir schon vorher bekommen haben, das wir auf der BerlinCon wieder abgeben werden. Dann könnt ihr das da aufspielen, wenn ihr zu BerlinCon kommt. Und ihr könnt hier schon mal zugucken, wie wir das spielen. Wir haben gerade schon mal den Spielaufbau gemacht. Normalerweise ist ja eine der neuen Sachen bei dieser Version von Terra Mystica, dass man jetzt die Fraktionen mit den Boards quasi kombiniert. Das heißt, ne, die Eigenschaften und die Sondereigenschaften durch die Boards, da werden vorhin so Karten ausgelegt, 7 Stück. Dann sucht sich jeder in Spielerreihenfolge aus. Da kommen auch gleich dann diese runden Vorteilsplättchen ins Spiel. Das heißt, die Fraktionskombinationen, die dann nicht genommen werden, da sind auch diese Vorteilsplättchen dann nicht im Spiel. Und was eben auch noch neu ist, dass wir jetzt hier so eine Festung haben, die keine Eigenschaft hat. Wer zuerst seine Festung baut, der darf sich eines von diesen Plättchen hier aussuchen und bekommt dafür dann eben diesen Vorteil dauerhaft. Das heißt, wenn ich halt irgendwie... Dieser Boden. Karl macht schon wie den Influencer. Wenn ich mir das Ding hier zum Beispiel frühzeitig nehme, wenn ich den ersten schon gleich mal in Festung baue, kriege ich danach für die Werkstatt, die ich in dem Fall baue. Also hier ist normale Haus 2 Punkte. Wenn ich aber irgendwie der Letzte bin, kann ich einfach am Ende sagen, okay, ich nehme einfach nur die 10 Punkte. Das schadet auch nicht. Ansonsten haben wir doch neutrale Gebäude. Die kann man nicht immer bauen. Da kommt das hier auf diese Technologien an. Wir haben jetzt zufällig relativ viele ausgelegt, wo man die bauen kann. Das heißt, dadurch können die ins Spiel kommen. Die zählen für die eigene Stadt, geben auch einen Machtwert, können vielleicht Einkommen bringen. Das ist immer von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich. Das hier sind diese ovalen Plättchen, die es früher gab, wenn man die Tempel gebaut hat. Tempel sind die Schulen, da kann man sich jetzt auch wieder einfach eins davon aussuchen. Diese Leisten hier gibt es auch noch, nur dass jetzt der Schlüssel schon bei 8 ist. Ne? Die Kultrecks sind jetzt irgendwelche Gilden. Das heißt, man muss schon frühzeitig einen Schlüssel haben, bekommt ab hier dann aber auch schon Einkommen. Ganz oben kann wie immer nur einer sein. Das mit der Schlusswertung ist auch noch genauso. Bei den runden Zielen ist es ein bisschen verbessert worden, dass bestimmte Ziele nicht auf bestimmten Positionen liegen dürfen. Hier der Spaten darf zum Beispiel nicht ganz oben liegen, sondern muss eher weiter unten liegen. Und jetzt in der letzten Runde, ne, wird einfach das Teil hier abgedeckt. Da gibt es halt jetzt für 2 verschiedene Geschichten Punkte. Und das war es, glaube ich, schon so im Wesentlichen. Es gibt eben noch Bücher als Ressource. Bücher kann man immer hier ausgeben, um sich diese Technologien zu holen. Es gibt hier noch zusätzlich zu den bekannten Machtaktionen, die sind genauso, wie sie früher waren, halt diese beiden 3 Buchaktionen, die auch in jeder Partie mal zufällig dahingelegt werden. Da gibt es, glaube ich, 6 Stück insgesamt zur Auswahl. Und da kann man eben, wenn man die Bücher nicht hierfür ausgeben möchte, kann man die Bücher hierfür ausgeben, um für alle seine Gilden 2 Punkte zu bekommen, um 3 Spaten zu bekommen oder um 5 Macht zu generieren. Und das war's. Bücher sind hart. Ich habe schon gleich mal 3 Punkte. Was? Mein Ausgleich für 2 bis 4 Spieler, weil ich so eine schlechte Fähigkeit habe. Und dann geht's, glaube ich, los, dass Karl sein erstes Gebäude aufstellen darf. Karl spielt die Ackergoblins. Die Ackergoblins, was spielt gegen ihr? Gegen die Bergillusionisten und die Ödnisphilosophen. Okay, da kommen wir mal klangvolle Namen raus. Ja, ich bin, hab halt so Eremiten. Ackergoblins, Ackerphilosophen wäre auch gut. Das sind dann die Kommunisten wahrscheinlich. So, also 2 Häuser setzen wir insgesamt ein, ja? Das wäre echt lustig, wenn es wie bei 3000 Talunken so ein Sleeve gäbe und dann würde man die so drüber schieben und dann hätte man auch passendes Artwork für die Ödnisphilosophen zum Beispiel. Man sieht leider nicht alles, das liegt einfach daran, dass mein Tisch so klein ist. Macht uns echt mit diesen Goblins platt. Mhm, die sind schon ganz schön... Die beiden haben das Spiel schon gespielt. Ich nicht, aber ich bin offensichtlich der Favorit. Ich habe übrigens noch nie bei Terra Mystica in irgendeiner Form um Siege mitgespielt. Terra Nova habe ich schon mal gewonnen. Das ist mein IQ-Level. Ja, das ist ein epischer Battle zwischen dem Terra Nova-Champion, dem amtierenden, und dem... Bist du das nicht? Age of Innovation. Viel spielen an, wir haben gegen dich verloren. Ach, bei Terra Nova meinst du? Ja. Ja, aber du hast Age of Innovation gewonnen. Ja. Gestern, glaube ich, oder vorgestern. Ja, deswegen ist meine Motivation zu gewinnen jetzt geringer. Das ist gut. Ich gehe da, dann darfst du 2 aufstellen. War jetzt ein Humble Brag. Das heißt, ich könnte mir da gleich Nachbarschaft zu dir sichern. Jetzt sehe ich das Feld, wo ich hätte hingehen müssen. Ich hätte nicht direkt setzen sollen. Das war unclever. Ich habe ja nicht so. Es gibt ein ganz hervorragendes Feld für mich, wo ich hätte hingehen müssen. Oh, ich wollte auch noch ganz was anderem gucken. Aber da habe ich dann wenig Platz. Gibt es das auch einmal für jede Form von Feld? Du bist aber auch nicht so der fleißige Bauer, oder? Was bin ich? Mal gucken. Spannend. Doch, da ist das für diese Orte. Und darüber. Ein bisschen Nachbarschaft möchte ich schon haben. Nein, doch nicht auf das Feld. Und dann möchte ich noch. Ja, das ist. Dahin. Okay, Ben, du? Dahin. Also, ich freue mich ja auch noch über Besuch. Ja, da oben ist Kacke, da stand ich schon mal, da wird mein Herz zugebaut. Aber du kannst hier ja. Ja, vor allen Dingen, wenn hier schon einer steht jetzt. Genau.
Und du kannst dich auch zu einem dazustellen. Ich weiß schon, wo ich hin will. Oh, ich hätte mir auch mal überlegen sollen, was ich für ein Ding brauche. Darf ich nochmal schnell umstellen? Mhm. Warum denn dahin? Er hat gesehen, wo deine Handbewegung hingeht. Ja, ich sehe ja schon. Jetzt kannst du doch hier hingehen. Obwohl, oder? Ah. Ja, gut, das hätte ich auch drauf kommen können. Das war doof. Also, du kannst noch. Ständig, noch ist ja nichts passiert. Ja, aber jetzt. Jetzt spielt. Dreimal darfst du noch. Aber dann reden wir nochmal drüber, ob du eventuell nochmal darfst. Ich gehe da. Da, okay. Dann gehe ich da hin. Was? Da wird es ja kuschelig. Na, guck mal, das habe ich ja hier nicht gesehen, aber ich kann ja eine Brücke kostenlos bauen und das ist wieder exakt mein Feld. Also billiger wird es nicht. Das stimmt. Und baust halt uns die ganzen Optionen zu. Wieso? Nee. Wenn ich jetzt in der ersten Runde sage, ich mache das, dann habt ihr beiden ja hierfür jeweils jede Menge Zeit. Für Ben ist das hier das nächste interessante Feld. Für dich ist das das nächste interessante Feld. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas mache. Aber die Fraktion ist schon hart bevorteilt. Wobei ich auch in Wüste erstmal bauen kann. Ich kann ja erst in die Wüste bauen. Ja, das können wir jetzt testen, ob unsere initiale Einschätzung ja, der also Glückwunsch, jetzt ist, das schließe ich jetzt schon durch. Aber das ist ja, von meiner Spezialeigenschaft habe ich ja gar nichts, weil ich habe ja die Dinger hier gar nicht, ne? Wann kriege ich die? Noch nicht. Wenn ich das hier gebaut habe. Kriegst du sie als Einkommen, du kannst sie aber auch hier einholen mit 3 Macht. Also, umgraben kostet, gibt mir 2 Geld, kostet 3 Arbeiter. So, ne? 3 Werkzeuge. 3 Werkzeuge, Entschuldigung. Arbeiter was mit der Mystiker, richtig? Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht das machen, dass ich das hier hinstelle. Das geht einfach nicht, weil ich dafür nicht genug Arbeiter habe. Doch, du hast genug Werkzeuge. Das da hinstellen, meine ich. Also ich denke ja schon, ich denke ja schon groß. Das und dann so. Ach ja, stimmt, da ist ja ein Pfeil hier. Ja, das ist immer erst ein Werk. Bei Braun ist das irgendwie das ist nicht sehr, sehr zu sehen. Ich würde das nicht tun. Wenn ich ein Haus baue, kostet das 1 und die 3 Arbeiter dafür. Und ich kriege aber dafür 2 Geld. Das heißt, ich kriege das Haus quasi für lau. Ach, wie doof. Das finde ich ja... Das ist gar nicht so uninteressant. Was gibt es in der ersten Runde? Fürs Hausbauen gibt es 2 Punkte. Dann wollen wir das ja häufig machen, ne? Mhm. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Komm. Ich behalte mal. Warte, wir kriegen das Einkommen ja auch erst, nachdem wir die gesetzt haben, ne? Das heißt, wir haben... Ah... Ja. Es fühlte sich gerade schon nach sehr wenig Trinken ja. an. Okay. Achso, ich kriege nicht 15 Geld. Wo ist das Geld da hinten? Nee, die hast du schon ausgegeben. Ja. Jetzt ist es zu spät. Du kannst nicht einfach noch was ändern, nachdem die Leute schon was gemacht haben. 2 Geld da. Hätte Cole gesagt. Fiese Mann. Grüße Klo. Ah, du fürs Erste. Grüße Klo. Chloe. Ich wollte nicht Klo sagen. PG Klo. Übrigens, in der Runde kein überraschendes Fazit. Ich sage dir, du wirst Attack on Titan. Wer hat denn beim ersten Spiel gewonnen? Auch nicht mögen. Bei Attack on Titan. Da haben wir alle verloren. Heldenhafte Menschheit. Da haben wir alle verloren. Einen Führersieg errungen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt die 4 ausgegeben, um das... Wo sind hier die Scheibchen? Ich brauche das da. Oder machen wir mal hier gleich. Ernsthaft? Du weißt mir das jetzt schon zu? Wenn, dann jetzt. Also, aber guck mal, kriegst du direkt 1 Macht? Mhm. Was denn? Du hast 1 Macht mehr. Und 2 Punkte kriegst du. Ich krieg 2 Punkte. Ja, weil Hausbauen, Runde 1 gibt 2 Punkte. Du hast gesagt, du baust dahin. Mach ich auch noch. Und du hast geterraformt, da kriegst du 2 Geld. Hoffentlich. Ich habe einfach kein Geld ausgegeben fürs Bauen. Schicksal an dir. Okay, aber ich koste 2, krieg 2. Und da habe ich das ausgegeben. Ich habe 3, ich habe 4 Arbeiter dafür ausgegeben. Das ist ja schon nicht schlecht. Ja, und ich krieg 2 Bücher, wenn ich hier hingehe, ne? Mhm. Ich brauche eigentlich das hier dringend, aber wann, da ist das Spiel vorbei, ich das erste davon habe. Wahnsinn. Ich mache mal den Standard-Move. Ich verbrenne mal 2 Macht. Und schiebe hier 2 rüber. Und dann benutze ich das Ding hier und hole mir einen Priester. Das braucht 3 Macht. Bei mir nicht. Sag mal, wenn man das macht, kann man auch gleich mit bauen, ne? Ja. Das heißt, ich hätte ja gar nicht die Arbeiter ausgeben müssen. Ich hätte nur 1 Arbeiter ausgeben müssen. Wenn du deine Macht verbrannt hättest, ja. Wieso verbrannt? Du hast ich habe doch hier 5 Macht. Schade, 3 hast du 0 Macht. Ach, aus 3 gibt man sie aus. Genau. Okay, dann habe ich also doch nicht gleich einen stumpfen Fehler gemacht, weil ich das Spiel nicht kenne. Wie kriege ich die nochmal bewegt? Wenn jemand neben dir baut. Das, was du gerade bei mir gemacht hast. Oder du hast dieses Einkommen, zum Beispiel. Also das ist hier drunter, nehme ich mal an. Zum Beispiel, wenn du eine Festung baust, kriegst du hier einfach 6 Bewegungen pro Einkommen. Hm. Hier sogar 8 Bewegungen. Das ist, das lockt.
Das lockt so eine Festung. Das ist, glaube ich, nicht mein Ziel in dem Spiel. Das lockt schon sehr. Jetzt habe ich Angst vor dir, weil du so schnell baust mit deinem jetzt schon fast ein Goblins, das heißt, ich muss irgendwas bauen. Na, aber es wäre wahrscheinlich nicht unsinnvoll gewesen, die vier Macht jetzt einmal zu verbrennen, in der ersten Runde gerade, wenn Häuser viel bringen. Ein Werkzeug, das Lyzeum in der ersten Runde. Also, wenn man dann, je früher man verbrennt, desto mehr Effekt hat man davon. Oh Gott, ich muss auch noch drei Cubes abgeben. Das kommt aber an. Also, zumindest in den letzten beiden Spielen immer hart gekostet, Macht zu verbrennen. Du hast das jetzt gemacht? Nein. Also, du hast nicht verbrannt? Doch. Und du hast das da gemacht? Ja. Nämlich. Einen Gelehrten nehmen. Ach, ja. Das gibt's auch. Ich habe mir noch drei Cubes ab. Fürs Terraform. Damit ich hier bitte. Warum denn da? Was brauchst du? Rot. Weil sonst er das in der nächsten Runde macht und dann wird total eingebaut. Wie oder du hast doch deinen freien Brückenbau. Oh, stimmt. Ich hätte sogar rüberbauen können. Das stimmt. Wenn ich Flo gewesen wäre, wäre das mein Plan gewesen. Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht überrissen. Ich hab auf dieses Feld geschielt die ganze Zeit tatsächlich. Ja, aber du hast ja jetzt da schon. Nee, ich hätte es aus einem. Deswegen habe ich dir nicht mehr getraut. Selbst wenn ich das gesehen hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, weil das dein Spiel tatsächlich relativ kacke gestaltet hätte. Vor allen Dingen, das Feld hätte ich ja auch nochmal wieder kostenlos bauen können. Also, es wäre natürlich das wäre ein mega Move gewesen, wahrscheinlich. Jetzt, wo du sagst, das wäre bestimmt schön gewesen. Aber gleichzeitig hättest du schon wieder keinen Spaß mehr gehabt, glaube ich. Dann hätte ich irgendwas anders machen müssen. Ja, das wären dann deine beiden Baufelder gewesen. Ja, wir wollen doch die tiefsten dieses Spiels. Kann ja die Schiffer dann auch. Das gilt jetzt leider nicht als angrenzend, ne? Hast du dir eigentlich die Macht geschoben? Ja, hast du. Ja. Habt ihr euch immer die Punkte genommen fürs Bauen? Ich habe es einmal gebaut, das war meine erste Runde. Und dann aber klar, hat sich bewegt. Schwein, du hast ich habe mich auch bewegt. Achso, ja. Alles gut. Da bin ich schon wieder dran. Ja, es geht schnell. Boah, ich will auch einen Gelehrten. Hol dir einen. Wie denn? Wir brennen 5 Magie. Das ist doch weg schon. Ben hat das ganz schon gemacht. Ganz klar, übrigens hier relevant. Wir sind auch so umtauschbar. Ach, da. Kannst du auch für 5. Aber das ist ja nicht verbrennen, das ist. Doch, das ist hier. Du müsstest verbrennen. Jetzt, weil du noch keine hast. Das ist halt 2 mehr, als er verbrannt hat, ne? Mhm. Wenn ich jetzt 5 verbrenne, habe ich nur noch 7 insgesamt. Mhm. Das klingt nicht gut. Aber 5 verbrennen bringt ja nichts. Warum ist das eigentlich hier ein Pfeil nach unten? Weil du die auch mal umwandeln kannst. Oh nein, haben wir diesmal hier. Gibt es da jetzt diesmal andere Teile? Ja. Oh nein. Deine ganzen alten Pläne schon durcheinander. Nee, ich habe mir das noch nicht so ganz angeschaut. Das ist doch so. Und es bewegt sich ja machttechnisch. Das ist, was ich dachte. Oh nein. Es bewegt sich machttechnisch einfach nichts erstmal, ne? Außer ich habe diese Dinger hier gebaut. Wenn du deinen Nachbarn zubaust, dann bewegt sich bei dir machttechnisch wenig. Das ist richtig. Ich habe irgendwann zugebaut. Das ist jetzt schon kacke, jetzt kann ich den Zug gar nicht machen. Und es ist gut, dass du es wenigstens schon weißt. Bei mir kann ja nichts passieren, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber hier gibt es 5 Macht. Ich will einen Gelehrten haben. Da brauchst du 5 Macht für. Das bringt mir wenig. Nee, ich könnte ja auch upgraden. Aber ich habe ja nichts davon, wenn ihr beide was kriegt. Ich kann auch das hier machen. Und dann kriegst du keinen Gelehrten. Nee, aber dann fehlt nicht mehr so viel bis zum Gelehrten. Dann kriegst du nächste Runde. Ja, aber wie soll ich denn diese Runde, ist es nur über das Verbrennen von 5 Macht möglich? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich nicht überblicke? Nein. Oder du bringst halt Macht und gibst es einfach raus. Ja, sehe ich noch nicht passieren wahrscheinlich. Weißt du was, ich baue einfach erstmal die Brücke. Mhm, das kriegst du nur, wenn du gepasst hast, so lange legst du so einen Marker auf. Ich habe die Entscheidung vertagt. Mhm. Ich habe hier schon am Anfang direkt ganz schön Mist gemacht. Ich gehe hier mal hoch. Wieso sagt das eigentlich jeder hier? Gib den Priester aus. 5 Geld. Er hat Mist gemacht. Du hast einen Priester dir geholt. Das ist kein Priester, das ist ein Gelehrter. Und du spielst nicht Terra Mystica. Arbeiter. Das ist richtig. Das ist ein Video, das soll ja später für Leute, die es später gucken, vor allen Dingen auch, ne? Das soll ja lehrreich sein. So, 2 Bücher gibt's. Ich gerne mal ein gelbes und ein blaues. Keine gelben Bücher. Nee. Ja, du bist in die Flohschule gegangen. Der verdirbt die Mitspieler. Das war's. Du bist. Was sind das? Da gehe ich 2 Bücher aus dem Score einmalig. 2 Punkte, für die ich gebaut habe. Ja. Ach, ist das schlecht. Und wenn du alle 4 hast, hier so 8 Punkte schon nett. Warte. Jetzt ist richtig. Nee, warte. Ich kriege Geld fürs Umgraben. Wenn ich das Haus baue, gebe ich nur Geld aus. Dieses Haus war neutral. Genau. Verwirrend, weil ich hatte das. Nicht das hat sich gegenseitig finanziert, sondern das Hausbauen hat sich durch das Terraform. Das ist auch seltsam. Wenn ich ein Haus baue, ohne dass ich umgraben muss,
gebe ich mehr Geld aus, als wenn ich umgraben muss. Lustig. Wie gehe ich nochmal einen Schritt auf den Leisten vor? Indem du zum Beispiel Gelehrte, die du noch nicht hast, hier einsetzt. Die dann für immer oder wechseln. Du kaufst dir hier was. Ich brauche dringend Gelehrte. Ja. Aber in der ersten Runde wollen wir doch eigentlich Häuser so viel wie möglich bauen, oder? Oh, offensichtlich. Gibt ja Punkte. Aber wie, ich brauche einen Schritt auf der gelben Leiste. Ich bin bei zwei. Ich bin bei eins. Ich brauche zwei Schritte. Das ist unrealistisch. Vier Macht umschieben wäre cool gewesen. Wie kriege ich denn da Schritte auf den Leisten hin? Nee, nee. Da gibt es noch vier Arbeiter. Ich will euch ja eigentlich keine Macht geben. Da gibt es nicht kalte Ziele. Aber... Was habe ich denn gemacht? Für zwei Werkzeuge und drei Geld. Du kannst ja eins von deinen Häusern da umbauen. Ist nicht irgendwas billig? Ach ja, genau, da ist das Umbauen billiger. Das war der Kniff. Für die, was sind das jetzt nochmal? Gildenhäuser. Gilden. Brauche ich hier eine Gilde. Oh, dann dürfen wir beide eine Macht bewegen, ja? Du darfst sogar zwei bewegen, es kostet dich aber einen Siegpunkt. Wieso darf ich zwei bewegen? Weil du zwei benachbart hast. Es kostet mich einen Siegpunkt? Das Problem ist, wir haben ja was hier bei dem Einser liegen. Das heißt, wir müssen erst die nach oben bewegen. Genau. Das ist ja toll. Wie großartig. Ich will was hier hinkriegen. Ach Gott, dafür musst du erstmal so hochschieben. Oh, ich vermisse Terranova. Du musst doch mal ganz hin, du kannst nicht irgendwie sagen, ich will nur einen. Terranova ist das für. Was kann ich? Ich kann nur entweder alles nehmen oder gar nichts. Ja. Ich sag ja, ich beende das Spiel mit Siegpunkten, als da steht. Weiß ich noch nicht, kann ich noch kurz einen Moment drüber nachdenken? Dass ich keinen Gelehrten habe, das trifft mich eigentlich schon hart. Scheiß drauf. Und da ist er hinten. Und da bleibt er auch. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, einfach nur einen Tempelschritt zu gehen? Nee, oder? Einen Tempelschritt? Hier. Also, ich zeige das gerade nicht so, aber ich ärgere mich natürlich auch sehr, dass ich da unten die Dinger mir nicht angeguckt habe, dass ich komplett vergessen hatte, dass es das hier gibt. Das sind wir die gleichen. Weil ich den Gelehrten wahrscheinlich auch genommen hätte, wenn ich dran gedacht hätte. Ja, der ist schon sehr dran. Das ist ja auf dem Niveau, wo wir das spielen, das ist ja ein Fehlervermeidungsspiel. Ja, auf dem Niveau, auf dem wir das spielen, ist es ein mach nur Fehlerspiel oder so ähnlich. Ich hab seit heute Morgen 10 gearbeitet. Bin ich dran? Nee. Hat der nicht gerade geupgradet? Hast du? Ja. Dann bist du dran. Bin ich dran. Ich könnte ja jede Menge Macht verbrennen, ne? Geil wär's. Drei Arbeiter hat er. Da kann er auch nochmal mit umgraben, aber dann macht er sonst nichts. Er könnte was upgraden und euch damit anbieten, Macht zu bekommen, wobei ihr euch ja freut. Ist ja gerade perfekt. Ihr müsst ja gar nicht nachdenken. Ihr kriegt halt eins, da kostet keinen Siegpunkt. Auch, also ab 5 Punkten, denke ich mal, nach davor nehme ich immer die Macht. Ist das so? Bei dir zirkuliert sie auch schon schneller. Ich war da kurz vor da und ich habe ihn verpasst. Ja, aber nur kurz. So shit, ey. Also was mache ich denn noch mit diesen beiden? Man nimmt ja auch in den nächsten Runden mit, nehme ich mal an, aber ist trotzdem doof, wenn die übrig bleiben. Ich will nicht einfach nur noch ein Haus bauen. Wie langweilig ist das denn? Aber du kriegst Punkte dafür diese Runde. Ja, mit nächster Runde mehr Arbeiter. Also du vielleicht nicht, aber doch. Das ist das Leere. Hm. Wäre cool, wenn das noch drunter wäre. Oh, das hätten sie machen können, indem die Hand drunter ist und der Stein drinne. Dann hättest du gesehen, wo die Hand nicht ist. Mhm. Ich will das ja sowieso noch machen. Ich gebe das mal aus. Ich habe bei der ersten Runde im letzten Spiel auch nichts anderes gemacht, als diese Häuser gebaut in der ersten Runde. Das hat auch gereicht. Ja. Aber du hast wahrscheinlich 4 gebaut. 4? 3 meine ich. Das insgesamt 5 auf dem Plan hat. Ich glaube, ja. Siehst du? Also ich baue das hier, gemacht? Das kostet mich 2 und 1, leider. Und 2 Geld. Und dann baue ich hier ein Haus. Und dann kriege ich dafür Punkte für 1, 2, 3, 4. Wieso kriegst du dafür 4 Punkte? Weil es am Fluss ist. Boah. Zieh dir davon. Ich weiß jetzt... Die Macht hast du genommen, ne? Ja, habe ich schon. Ja. Ah, doch, ich muss noch was machen, sonst lasse ich die verfallen. Ich nehme ein Buch. Ein Buch? Ach, die Aktion, ja. Sowas habe ich leider nicht. Ich habe nur umgraben und umgraben kostet einfach so schweineviel Arbeiter. Also ist es klar, ne? Mit der Fraktion, also hier mit der Eigenschaft, mit dem Acker, ist wahrscheinlich das Ziel, dass du einfach eine erste Runde musst und Gelehrten nehmen, weil du das Buch, halt bitte. Super leicht dann upgraden kannst. Was ist so? Ein blaues Buch, bitte. Das habe ich verkackt. Ah, aber ich weiß, ich kann doch noch was mit den zwei Arbeitern machen. Ich kann ja upgraden. Und da ich relativ viel Geld spare,
gebe ich einfach mal mehr Geld aus. Ich gebe 2 und 6 Geld aus. Und upgrade das hier. Ist das clever? Alles danach kostet ja eh normal, ne? Mhm. Okay, dann kommt das hier wieder drauf. Das ist natürlich immer ärgerlich. Corinna hätte mich jetzt wahrscheinlich wieder getreten. Ich weiß auch noch nicht. So viel weniger Geld brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Ja, schwankt ja immer über die Runden. Irgendwas fehlt immer. Ich kriege ja vor allen Dingen dadurch 2 Geld. Außer gelehrt, die fehlen auch immer. Deswegen habe ich das gebaut. Ich will halt hoffentlich nächste Runde das hier bauen. Ich gebe mal ein Buch aus, um die Aktion hier zu machen. Nächste Runde bauen. Habe ich schon die Hälfte des Spiels fast nichts davon. 5. Oh, das kann man in Büchern machen. Mhm. Er spielt das ganze Spiel. Ich bin noch hier beschäftigt. Ich habe nur gleich wieder keine Macht, das soll ich eigentlich verhindern, aber irgendwie bietet es sich an. Nee, kein Terra Mystica, Age of Innovation. Da du vorher so viel machst, du kannst jetzt ja noch die ganzen anderen Aktionen auch noch machen. Du hast das Geld, die Arbeiter, kannst noch jede Menge bauen. Sieht schon ganz gut aus. Terra Mystica 2 hat er geschrieben. Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ich habe nur das Geld, ich habe keine Arbeiter mehr. Ich muss passen. Wo kommt das Geld? Achso, ich drehe das ja nur um erstmal, ne? Und jetzt nehme ich eins von den dreien da. 6 Geld, 2 Arbeiter und ein beliebiger Schritt auf einer der Leisten. Mhm. Einmal umgraben plus Haus bauen. Wobei ich dafür ja 2 Geld kriege, weil es ja trotzdem eine Schaufel ist, ne? Ich kriege hier auch 4 Geld, nehme ich mal an. Mhm. Das musst du schon. Und man kann dann immer noch Zusatzschritte extra normal ausgeben. Wenn die 2 nehmen, 3er Feld umgraben, das ist alles kombinierbar, okay. Auch spannend. Und es gibt ein Buch, ein weiteres Buch. Auch nicht schlecht. Oder 6 Geld. Wie viel Geld habe ich denn gerade? Ich habe gerade noch 7 Geld. Das ist nicht viel. Ich bekomme 2. Das war gar nicht so clever. Ich hätte nächste Runde 3 Siegpunkte für das Upgraden bekommen. Naja, mal gucken. Das war wahrscheinlich wirklich doof. Aber es macht ja keinen Unterschied mehr, ne? Also ein bisschen bei dem Einkommen, aber da habe ich die Sachen übernommen. Naja, egal. 2 Arbeiter mehr. Ist ja auch schon reizvoll. Was ist das da? Ich kriege ein Macht bewegt sich, wenn ich einen gelben Schritt zum Beispiel tun würde, ne? Einen gelben Schritt. Nee, ich bin bei Gelb 1 hinter dir. Nur bei dir würde sich das bewegen, weil du schon 2 Schritte in Gelb hast. Ja. Okay. Keine Ahnung. Das spart unter anderem Geld. Das ist schon gut. Wie viele Arbeiter kriege ich? 1, 2, 3, 4. 4 nur. Schmerzig. Geld bekomme ich 2. Hallo Dennis. Das ist schon so ein Mangelspiel, ne? Ja. Es wird ja besser mit den Runden. Aber die zweite Runde ist oft tough. Ich hatte jetzt mal in der 4. Runde immer noch nur 1 Arbeiter einkommen. Aber hier mit Speicher stand jetzt 3 Arbeiter. Ja. Und kriegt 2 Geld. Ein gutes eine Schaufel. Eine Schaufel? Aber ja, sind 3. Sind 3 Arbeiter. Oder also 4 macht. Dann legst du dein Plättchen zurück. Ich verbrenne dann mal 4 Macht. Das ist sicher total schlau. Ich wollte das nicht machen dieses Mal. Nee, ich verbrenne nur 3 Macht. Ich habe noch nie. Wenn ich mich zurückerinnere, tust du das immer, wenn du diese Form von Spiel spielst. Ja, es ist ja eminent, denkt man ja als Hero Gamer, 8 Zeug, dass man am Anfang schon stark investiert, zahlt sich ja das ganze Spiel aus. Mhm. Ich glaube auch, dass du. Also, wenn er nicht zu viel verbrennt, es zirkuliert halt auch noch schneller durch, ist also auch regulär häufiger benutzbar. Habe ich mir die beiden Arbeiter? Ne? Also. Ich glaube, ich habe schon sehr wenig für die erste Runde gemacht. Nö, ja, aber mehr als ich. Aber auch nur, weil es gepasst hat bei mir. Ne? Also durch diese kostenlose Brücke war es halt leichter, das zu machen. Und dann möchte ich gerne für 2 und 1 und 2 bauen. Und zwar dahin und mir nochmal 4 Punkte. 4. Ja, 2 und 2. Okay. Ach, das ist ja noch sehr gut. Da zieht er davon. Und die eine. Oh, ne, jetzt. Ja. Auch die Start 3 Punkte hat er ja auch bekommen. Hast du daran gedacht, dass man das mit wieder macht? Ja. Aber du möchtest auch ein Gebirge draus machen. Und dann gebe ich noch. Genau.
Ist das weniger Macht auch beim Verbrennen? Bei allem, was Macht bewegt, ja? Ja. Und dann gebe ich noch 2 und 1 aus. Mit meiner virtuellen Schiffer, die ich habe. Und baue noch da. Kriegst du nochmal 4 Siegpunkte. Das ist richtig. Womit hat er das jetzt noch gemacht? Mit allem, was es heute hat. Ich hatte ja 4 Arbeiter gerade im Geld. Du hattest noch 4 Arbeiter. Ich hatte 2 Arbeiter, das war einer zu wenig, deswegen habe ich mir hier noch 2 Arbeiter geholt und das hat mich 3 Arbeiter, das hat mich 3 Arbeiter gekostet und das noch den einen Arbeiter. Die und die hattest du in der 3 durch irgendwas. Ja, stimmt, du hast ja Macht irgendwie nach vorne geschoben. Ich habe sie wieder verbrannt. Und da ich ja die spiele, wo ich weniger verbrennen muss, um mehr machen zu können, ist das bestimmt gar nicht so schlecht. Dann passe ich auch. Nicht schlecht. Sieht okay. Schon alles gut aus. Einkommen oder was ist als erstes? Ich muss erst noch einen Teil aussuchen. Noch 2 Arbeiter. Ist ja egal, man hat immer zu wenig von dem, was man gerade braucht. Ich hole mal dieses Geld, lege das zurück. Kommt jetzt auf irgendwas Münze drauf? Ja, auf alle, die da liegen. Auf alle. Okay. Dann, dann gibt es erstmal hier die Geschichte. Da kriegt keiner was, ne? Nee. Ne, fehlt dir leider einer. Dann werden die Sachen toll hier freigemacht und dann geht auch schon die nächste Runde. Ich bin schon beim Einkommen nehmen. 2 Geld. Jawohl, ja. 1 Macht. Ich kann immer noch keine Macht in den Dreierbereich schieben. Du kannst verbrennen. Ich kann jede Menge verbrennen, das ist richtig. Nur 3 Cubes, das ist zu wenig. Aber war das so? War nicht, wenn man irgendwie ein Verbrennen dafür einen rüberschieben? Ein Verbrennen, einen rüberschieben. Und ja. Dann die, die man darüber geschoben hat, verwenden. Genau. Ah ja. Habe ich ja gerade 2 Mal gemacht. Deswegen hast du was in die Dreierschale geschoben. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Man verbrennt die nicht direkt. Okay. Startspieler geht einfach reihum, ne? Nee, passt rein. So wie hier gepasst wurde. Ach, da ist die. Das ist ja auch typisch wie Terra Mystica, dass man das immer vertut. Ja, stimmt. Jetzt sind wir nicht mehr im Uhrzeigersinn. Und jetzt gibt's doch, für... sind immer noch. Glück gehabt. Ja, jetzt gibt's für Gilden, die man baut, 3 Punkte. Das ja, habe ich nicht so clever eingeleitet, tatsächlich. Ab wann kann man eine Stadt bauen? 7 oder 8? 7. 3, 4 Gebäude in der Fläche. Hier halt cooles Zeug. 1, 2, und 7 macht wert. 3, 4. Außer mit der Universität, da brauchst du nur 3 Gebäude. Hm. Die gibt auch einen Gelehrten, ne? Ja. Mhm. Wie schön. Kostet auch ein Schweinegeld. Das Problem, wenn man das ausbaut. Das ist krass, und die Stadt wird dadurch auch nicht. Ich bin echt gespannt, wie sehr sich die 3 Punkte am Ende auswirken werden. Also, bis jetzt hast du sie nicht gebraucht. Ja, das ist ja. Ich verbrenne 3. Also. Die Punkte machen hinten. Die Punkte machen wir hier drüber. Das ist ja das, was wichtig ist. Ist das so? Ja, das sind nicht so. Du hast ja auch davon mehr gemacht in der ersten Runde, passt schon. Gut, nice. Mhm. Du hast mehr gemacht als wir. Oh, das wird zu schlecht. Ich verbrenne 3. Hm. Habe ich eigentlich irgendein Einkommen vergessen? Ich habe das Bucheinkommen vergessen. Ich möchte den Gelehrten haben. Nein! Ja, das hätte ich sonst gemacht, glaube ich. Das lohnt sich für mich verbrennen doch schon wieder nicht, oder? Vor allem ist jetzt auch irgendwie, wenn man so früh verbrennt, hätte in der ersten Runde verbrennen, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Du hast eine Runde mehr was davon. Das ist richtig. Oh, dann hat man so wenig Arbeiter. Das ist auch blöd. Wenn ich jetzt für nächste Runde mir den Gelehrten besorgen will, muss ich jetzt schon 3 von den 4 Arbeitern ausgeben. Mhm. Wie schön. Dann mache ich das, dann baue ich noch ein Haus und dann war es das schon wieder. Die zweiten Runden bei Terra Mystica sind oft die kürzesten. Haben die auch gerne die eine Aktion-Runde. Wobei ich dann auch immer noch nicht viele Aktionen habe. Hat es mit Paper Tales gemeinsam, auch wenn sie sonst fast nichts gemeinsam haben. Watchet ist heute nicht so aktiv. Nö, die genießen die Neuheit. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Wer möchte es sich denn gerne besorgen? Oder ist jemand schon ganz heiß draußen auf dem Chat? Ist ja jetzt schon länger angekündigt gewesen. Mhm. Ich glaube, seit letztem Jahr GenCon hat man so einen ersten Prototypen gesehen. Ja, Schlingerabend hat ja auch schon was noch mit dem Prototypen gemacht. Das ist jetzt natürlich hoffentlich ein bisschen hübscher. Ja, weil das ist so... Oh, praktisch. Die brauchen wir auch gar nicht, ne? Nö. Noch... Ja. Doch, wenn du sie hier nimmst. Ah, stimmt, das war nicht die Rüssel. Also quasi für Lau. Das kostet 5. Jetzt, ne, Ben? Hier. Türmchen bauen. Genau, das mache ich auch gerade. Das ist echt übel. Da mache ich 2 Sachen und dann war es das. Das ist doch kacke. Ich mache auch 2 Sachen, dann war es das. Das Geld. Und mein Problem sind vor allen Dingen Arbeiter. Ja. Ein generelles Gesprächsproblem.
will ich eigentlich auch auf jeden Fall nochmal machen. Du hast auf jeden Fall mehr als eine Sache als zuvor. Fürs Lyzeum gibt es diese Runde leider nichts, ne? Jetzt habe ich mir das wirklich eingewöhnt. So. Pass auf jeden Fall zum Spiel. Okay. Du lässt sie in den Schlaf besäuseln, Thorsten. Zwei, vier, sechs. Spannend. Also, wenn ich was mit Verbrennen machen will, dann ja jetzt. Auch spannend, aber dass ich ein Buch verbrenne, das ist ja, das finde ich nicht schön. Das Spiel hat komische Aussagen, zu denen es eins fehlt. Hier verbrennt man ja die Bücher. Und du gibst sie aus. Das Lustige ist ja, wenn man sich das anschaut, ist ja Age of Innovation, was sie halt gemacht haben, auch von den Mechanismen in Lizenz, sie haben schon die Religion gelöscht aus dem Spiel. Mhm. Das heißt, die Priester sind jetzt Gelehrte, Tempel sind jetzt Institute im Endeffekt. Die säkulare Gesellschaft hat Einzug gehalten. Man sieht den Progress. Das nächste ist dann so eine Populismus-Erweiterung. Oder Idiocracy, das wäre auch eine lustige Erweiterung. Oh, das ist ja clever gemacht. Auch dafür würde ich sie feiern. Mal gucken. Das ist dann auch so der Unterschied zwischen Unfair und Funfair. Mhm. Kann ich eigentlich relativ leicht groß bauen, da brauche ich das gar nicht. Die Frage ist halt immer noch, verbrenne ich, mach's oder nicht, und das ist einfach so eine unfassbar unangenehme Entscheidung. Die habe ich schon krass mitgespielt. Das fand ich so gut bei Terranova, dass es gefehlt hat. Das erste Zug nach meinem ersten Zug. Ja. Gerade. Okay. Weil ich müsste jetzt Macht verbrennen, um was extra zu machen. Mache ich es später, ist es weniger wert. Aber ich müsste jetzt die vier hier rausnehmen. Und join the club. Und hätte ich dann, wie viel hätte ich dann noch? Ja, acht. Acht, ja. Aber die Frage ist, was bringt es mir? Zwei Arbeiter. Das doch noch. Haben oder nicht haben? Ich habe doch kein Geld. Vielleicht sollte ich lieber die sieben Geld nehmen. Ja, man kann halt schon in seiner Engine bauen damit. Nicht in dem Maße, wie man es verbrennt, gefühlt. Ach komm, was soll das jetzt? Dafür rutschen hier vier rüber. Aber wenn ich sie jetzt direkt ausgebe, dauert es natürlich länger, bis alles wieder hinkommt. Ne? Jetzt gerade werden die nächsten Bewegungen das alles rüberspielen. Ich kann das auch verbrennen und jetzt da liegen lassen. Das ist auch eine blöde Idee. Kannst du machen. Oh, ich habe diesen Mechanismus, der wird nie in meinen Kopf passen. Den raff ich einfach nicht, wie der effizient gemacht wird. Weil so dauert es wieder länger. Wenn ich nichts verbrenne, würden die nächsten Bewegungen sehr schnell deregulär rüberschwappen. Kommt ja immer ein bisschen auf die Spieldynamik an, das kann man jetzt, glaube ich, schwer abschätzen. Ausreden, Aussagen. Wenn du darüber Angst hast, dann bau weiter in die Richtung, nicht an uns benachbart, dann bist du safe. Ja, kostet bloß auch noch mehr Geld, ne? Ja, nehme ich jetzt mehr Geld oder nehme ich. Ein Tuch machst du einen Stern. Was brauche ich denn gerade? Was ist das? Ach komm, ich nehme die Arbeiter. Die Werkzeuge, was auch immer. Und das ist ja eine extra Aktion, ich kann immer noch was machen jetzt. Nee, halt. Das ist eine Aktion. Das ist eine Aktion, Gott sei Dank. Ja, dann mache ich ein Upgrade, da kriegst du Macht. Wo upgradest du den? Da. Und krieg zwei Macht. Mhm. Für einen Siegpunkt. Das ich nehme auch drei Punkte. Kriegst du dafür zwei Macht? Weil das ein Zweiergebäude ist. Ach, die Größe des Gebäudes, das ist nicht nur die Anzahl der Benachbarten, die Größe ist auch dafür ausschlaggebend. Die Wertigkeit, die du benachbart hast. Du hast ja hier Wertigkeit 2 und das ist auch Wertigkeit 2. Also wäre das Ausbauen gar nicht so. Also, das war also dann noch der Nachteil, wenn ich das da einbaue. Gut, wusste ich nicht. Ich kriege einen Macht. Ich bin dran. Mhm. Ich möchte. Hast du überhaupt so viel verbrennen können? Abgeben, ich könnte gar nicht so viel verbrennen, wenn ich wollte. Ein Werkzeug abgeben und 5 Geld abgeben. Stimmt. Und hier einen Schritt hochgehen für 2 Bücher. Hm. Da hätte ich gern ein helles Buch und ein gelbes Buch. Okay. Ich gebe 3 Geld und 2 Arbeiter aus und baue
hier eine Schule. Eins und, nee, zwei und drei. Das ist eine Gilde. Drei Macht, nämlich eins, zwei, drei. Das ist echt kacke. Dafür kriege ich drei Siegpunkte. Oh no. Und guck dir mal zusammen. Ich kann nur eins davon bauen, ich kann keine zwei bauen. Das ist halt echt mies. Du hast ja schon zwei vorbereitet. Das war so dämlich, dass ich erst noch zu bauen, ich hätte irgendwas anderes machen sollen oder früher passen. Hätte ich drei so Punkte mehr machen können. Mist. Wie ihr seht, Brettspiele sind unterhaltend und launig. Leute sitzen dabei und denken so, oh scheiße, ich hätte das machen sollen. So ein Mist. Oh, meine Situation ist so scheiße. Nee, ich hätte nicht das und das machen sollen, aber das, was ich machen wollte, geht nicht. Das ist auch gar nicht, niemand darf uns das vorwerfen. Andere Leute gehen in SM-Clubs und wir spielen halt Brettspiele. Das ist fast das Gleiche. Ja. Vom seelischen Leiden her vielleicht ähnlich. Okay. Stimmt, das eine ist eher körperliches Leiden, das andere seelische. Ach, was weiß ich. Ich möchte so ein Ding hier bauen für drei Arbeiter und fünf. Brauche ich so eine Schule. Wo? Vermutlich hier hin. Jetzt kriege ich zwei Macht für einen Siegpunkt. Mhm. Obwohl, warte. Ich komme einfach nicht von dem Starter. Und jetzt mache ich doch nicht. Das mache ich nächste Runde. Ah, jetzt habe ich schon. Aber ich nehme die Bewegung jetzt nicht zurück. Ich baue den hier, dann baue ich den hier hin. Kannst du immer noch zweimal freien Siegpunkt. Yay! Dann kriege ich zwei Geld und. Wobei ich sage, ich habe Ben hören, das ist ein Spiel, der hat gar nicht gewonnen, ne? Das stimmt. Wenn der immer sagt, der gibt eher immer Siegpunkte aus und denkt erst ab 5 Stunden darüber nach, das nicht zu tun. Und dann hat er verloren. Vielleicht soll ich nicht auf ihn hören. Nein. Also. Und dafür, dass ich bei der ersten Partie dachte, ich mache mir so eine Geld-Engine mit wenig Macht, war ich ganz schon gut dicht dran am Flo. Das richtige Spiel hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Also, gerade haben wir auch. Zufall leidet man ja. Also gerade ist es so, dass wir schon noch sehr viel aufholen müssen. Eins, zwei, drei. Bis wir da auch nur eine Chance haben, ranzukommen. Ach, das geht schon. Mal gucken. Das ist schon ein krasser Abstand. Ihr bereitet ja vor. Hä? Nein. Das wollen wir ja vorbereiten. Klingt so jemand, der was vorbereitet. Oder er ist guter Schauspieler. Ist ja, jedes Spiel ist ja auch Poker. Irgendwie funktionieren. Stimmt. Ich mache mir eine Aktion hier. Das sind immer die Sätze, die Leute sagen, bevor sie so richtig davon ziehen. Und möchte gerne ein blaues Buch haben. Das funktioniert bestimmt schon irgendwie so. Huch, die Sache, die ich mir genau überlegt habe, hat genauso funktioniert. Mhm. Da kenne ich Leute. Wofür hast du das Buch bekommen? Für deine freie Aktion. Das ist schon sehr nice. Ich benutze mal das hier. Dafür kriege ich zwei Geld. Und dann gebe ich diese zwei Geld aus und gebe einen Arbeiter aus, um ein Haus zu bauen. Auf Ackergrund. Dafür kriege ich keinen Boden. Und zwar, na, ist ja egal. Was ist denn für dich, Nelly? Das ist alles nicht so interessant, ne, eigentlich. Also, ich vermute mal, auf diesen Feldern passiert sowieso nichts mehr, aber ist egal. Ich gehe mal hin. Mhm. Ist das für das gleiche so? Stadt? Hä? Ich bin doch so weit von der Stadt. Ja, ein Machtpunkt, das ist richtig weit. Also nee, das reicht doch nicht. Selbst wenn ich jetzt eins von den Schulen upgrade, das ist ja immer noch nur zwei. Ja, zwei, aber vier, auf der Hinbau, hast du es ja. Womit denn? Nächste Runde? Ja, nächste Runde ist das Spiel ja zur Hälfte vorbei. Hast du das auch genug Kram? Das ist jetzt so, das ist ja, brauche ich ja für die Schule. Die baut sich nicht von kriegst alleine. Du jetzt Geld? Ich weiß, dass du es gewohnt bist, so viele Ressourcen zu haben. Wofür kriege ich denn da Geld? Das Terraform? Ja, aber das ist das, was das Haus wieder kostet. Das ist plus minus null. Ich habe bloß nichts ausgegeben. Aber es sieht da irgendwie nicht so hübsch aus, oder? Hier ist einfach hübscher. Vielleicht baue ich mir später noch eine Brücke, dann ist es richtig schick aus. Ich mache was total Sinnvolles und gebe dieses Buch aus, um mir hier nochmal 5 Macht zu holen. 1, 2, 3, 4, 5. Er will die Dinger da drüben, ich merke schon. Ja, ja. Ich hätte das eigentlich auch gemacht. Jetzt baust du noch das Gebäude mit dem hier 4 Machtzirkulationen und dann hast du einfach gemacht. Jetzt habe ich ja keine Bücher mehr. Ich habe viel zu wenig Arbeit. Wenn man einen neutralen Palast baut, das bringt einem ja überhaupt nichts, oder? Ja, doch, du gründest eine Stadt mit nur 3 Gebäuden, kriegst 2 Punkte Einkommen jede Runde. Man kann das nicht überspringen, ne? Du musst das machen und dann das jeweils als Aktion. Du kannst nicht alles auf einmal so ausgeben.
Oh, diese 5 Macht. Dann kann man natürlich alles machen. Habe ich das jetzt beide mal? Hast du jetzt gerade, nach meinem letzten Zug hast du das als nächstes dann gemacht, ja? Weil dafür habe ich noch keine 2 Macht genommen, kann das sein? Ich habe jetzt zweimal hintereinander 2 Macht bekommen, oder? Ja. Und ich habe das einmal erst bewegt. Achso? Ja. Okay. Ich gebe diese 5 Bücher aus, glaube ich. Wobei, der Chat kann mich ja korrigieren, ne? Also wenn jetzt gleich 3 Leute schreiben, bei 2 nicht, bei 3 ja, dann mache ich es wieder rückgängig. Ich kann gucken, und zahle 5 Münzen extra. Was haust du denn jetzt alles raus? Du hast schon 5 Bücher? Ich möchte mir das hier nehmen. Beste ist am Jammern und in Wirklichkeit. Dann darf ich jetzt eine neutrale Universität platzieren. Ich muss sie aber terraformen. Für 2. Das wirst du wohl vorbereitet haben. Unter Kopfschmerzen kriege ich ein Gebirge. Wo? Rot, die roten Platinen. Achso. Du hast davon 4 Macht unten liegen, bevor ich das Haus gebaut habe. Du müssen jetzt noch 2 Macht liegen. Da lagen 4 Macht, bevor du das. Ja, aber auch bevor du das andere. Weil das war das erste Upgrade. Und danach. Welches habe ich denn zuerst upgraded? Weiß ich nicht. Hier ist. Du hast beide. Aber hattest du das da schon upgraded? Da stand noch ein normales Haus. Das hast du ja eben erst upgraded. Das hast du, glaube ich, gemacht. Was auch immer. Was hätte ich denn davon, eine Stadt zu bauen? Nicht wirklich viel, oder? Einen Gelehrten platzieren ist ja auch eine Aktion, oder? Ja. Weiter. Ich habe meine Aktion gemacht. Ah, da wäre das gut. Also ich kriege diese Runde keine Stadt hin. Gibt ja für deine Mystiker auch sozusagen, ne? So baut man die Festung in der ersten Runde. Das machst du ja einfach. Völkern. So, die baust du. Das geht. Das geht einfach. Das mit den Ressourcen, die du hast, baust du fest in der ersten Runde. Mit den meisten Boards wahrscheinlich. Außer es liegt ganz komisch. 2, 4... Das braucht doch schon 6. Ja, wenn du da unten 6. die Machtaktion benutzen kannst, um extra Arbeiter zu kriegen. Du kriegst ja 3, du hast auf jeden Fall etwas alles, was du brauchst, um die Fest in der ersten Runde zu bauen. Wie viel Macht brauchen wir für eine Stadt? Für eine Stadt braucht man Macht? 7. Du meinst, achso, ja. Ja, sind die lila Punkte. Sein. Sind Machtpunkte. Ja, 7. Und das Ding ist ja 3 wert, das du gerade gebaut hast, oder? Ja, ist ja eine Uni. Ist eine Uni, genau. Das heißt 3, 4, da bist du schon bei 5. Ja. Wenn du beide noch upgraden ist, die Sohn wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich habe kein Werkzeug mehr, ein Werkzeug. Gott sei Dank. Ich gebe hier 5 Geld aus und 3 Arbeiter, dann sind die alle weg, und bauen eine Schule. Sehr. Dann könnte 4 Macht für 3 Siegpunkte nehmen, richtig? Und du 2 für 1 Siegpunkt, wenn ich das ausbaue. Aber habe ich... Dann ist das immer noch ein Zweiergebäude, ändert also nichts. Aber wenn ich später nochmal upgraden würde, würde ich, wenn ihr daneben Sachen upgradet, und du darfst sie jetzt 3 bewegen können. Ach komm, ich will einfach. Da muss ich nicht so drüber nachdenken. Und darfst du hier einen Teil aussuchen? Echt? Wieso? Weil das hier schaffiert ein Bonus ist, den du kriegst. Ah, damit aber auch. Kommt man an diese. Aber ich. Ach so, ich dachte, das wäre so eine Art Pfeil, der sagt, einmal nach oben zum Ausbauen. Weil das ja auch 1 ist. Ja, einmal 1 darfst du dir nehmen. Ah ja, wie spannend. Irgendeins? Ja. Mhm. Ach du Scheiße. Kriegst du halt immer Schritt in der Farbe oder das, Bücher? Das kannst du ja später rausschneiden. Ne? Ich brauche mal das... Das ist der richtige Zeitpunkt, ne? Mhm. Ihr sucht ja aus. Hallo. Ich bin gleich wieder da.
auf diese drei Formen von... Auf ein äußeres Feld, Randfeld. Okay, das ist gut. Das hier ist was? Du kriegst immer beim Passen deinen niedrigsten Machtbonus. Das hätte mich letzte Runde, das hätte mir letzte Runde Sieg gebracht. Ja, dazu muss man das Spiel spielen können. Das ist jede Runde die einfach ein Einkommen von drei Siegpunkten, zwei Geld. Immer beim Passen für die Gründe. Ich darf sofort so ein Ding setzen. Irgendwo hin? Ja, benachbart, muss terraformen. Muss terraformen? Ja. Das heißt, ich könnte es gerade. Wenn ich das jetzt nehme, habe ich ein Problem, weil ich habe... Dann war es also blöd, das Haus erst zu bauen. Ich hätte es upgraden sollen, das Plättchen nehmen. Dann hätte ich das bauen können, ja, ohne dieses Haus zu setzen. Und hätte dadurch sogar sofort eine Stadt gegründet. Großartig. Ist die Kennenlernpartie. Als ob mir das in der zweiten nicht auch passiert. Als ob ich da den Überblick drüber behalte. Das ist viel zu viel. Jede Runde eine Aktion, vier Macht schieben. Das ist schon sehr nett. Einmal für ein Arbeiter, fünf Siegpunkte und zwei Geld. Einmal. Und zwei Bücher. Und zwei gelbe Bücher. Ist das eigentlich zugeordnet oder ist das zufällig? Zufällig. Die können noch irgendwo anders. Und nächste Runde gibt es ja, wenn du hier was kaufst, fünf Punkte. Oh, das will ich diese Runde also nicht machen. Oh, wodurch? Könnte man auch mal schauen. Wodurch, was war nochmal die Aktion, um das da zu nehmen mit fünf Büchern? Das macht man einfach. Wenn du die Festung nicht gebaut hast, musst du auch fünf Geld bezahlen. Das, was ich gerade gemacht habe. Total überteuert. Echt jetzt? Du hast noch fünf Geld dafür bezahlt? Crazy. Du hast noch fünf Geld dafür extra bezahlt? Ja. Das wäre so ein geiles Teil. Da hätte ich die Stadt noch mit drin können. Das hätte so viele. Und ich hätte nur das Haus nicht bauen müssen. Ja, ich habe da echt. Wie gut, dass ich jetzt gucke. Das wäre eigentlich gut gewesen. Andererseits hätte ich vorher geguckt, wäre es auch nervig gewesen. Jedes Mal, wenn man eine Stadt gründet, zwei Siegpunkte. Richtig. Immer ein Buch und ein Macht als Einkommen. Warum gibt es denn da kein Gelehrten? Ich würde jetzt auch noch einen Gelehrten, wobei er würde mir diese Runde auch nichts bringen. Jede Runde ein Schritt auf der Leiste und ein Arbeiter. Vier Machtbewegungen ist auf Dauer wahrscheinlich mehr. Oh. So ein plattes Einkommen ist ja eigentlich auch nicht unnett. Wofür gibt man die Bücher noch so aus? Für diese Sachen hier, ne? Ja, für die Macht, die Bände benutzt. Die anderen sind oder auch für ein Geld. Naja, gut. Vielleicht nicht die beste Option. Was macht das hier? Fünf Macht rumschieben. Also wäre das da besser als das. Wenn du die Buchheizung brauchst. Naja, wenn ich das nehme, hätte ich ja das Buch nicht. Aber ja gut, wenn jemand anderes das Buch vorher benutzt, dann nicht. Okay, ist nicht absolut deckungsgleich. Jedes Mal, wenn man sich vorbewegt und dadurch einen Gelehrten setzt, kriegt man zwei Siegpunkte extra. Genau. Einmalig zwei Sparten. Mhm. Und das könnte ich kombinieren. Wenn ich mir zwei nehmen könnte, könnte ich dann auch den Turm bauen. Ich hätte gerne... Was ist denn nächste Runde? Steht an. Drei Blau, ne? Da liegt aber ein Scheißplättchen. Wobei ich nur zwei Schritte bräuchte. Ich bin auf null bei Blau, ne? Ja. Nach Blau kommen zwei Schritte in Blau, gibt drei Machtbewegen, dann kommt Braun. Das ist leider ein bisschen spät, ne? Mit den Gelehrten und so weiter. Gelehrte kann man immer brauchen. Da Punkte früher. Braun. Die laufen nicht weg. Ich hätte lieber ein paar Bücher, muss ich sagen. Gelehrte sind schon immer. Was ist das hier? Ich würde mitnehmen. Einmal? Da kriegst du einmalig zwei solider Teile. Was machen die? Und als Aktion kannst du den an ein Gebäude anbauen. Das ist quasi ein Anbau. Und der gibt dir einen Machtpunkt mehr, um zum Beispiel eine Stadt zu gründen. Also aber nur eins, an Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wenn du das Plättchen jetzt nimmst und in einer Aktion das irgendwo an ein Gebäude hinsetzt, hättest du eine Stadt. Ich darf einmal zwei davon du hast setzen. Dann quasi zwei und als Aktion kannst du das dann nutzen. Die irgendwo hinsetzen, die beiden. Halt irgendwann im Spiel. Das ist ja auch nicht uninteressant. Die interessiert sind, die Änderungen zu Terra Mystica sind immer hier mit solchen Balken angegeben. Ich nehme das einfach mal. Das heißt, es gibt das klingt spannend. Relativ viel. Das habe ich letzte Runde auch genommen. Aber es gibt auch viel, was einfach genauso ist wie sonst auch immer. Und dann kriege ich zwei blaue Bücher. Und so. Zwei blaue Bücher und einen blauen Schritt. Ein Schritt auf Blau. Gibt der das? Irgendwas? Nö. Nee. Du bist braun. Ich bin braun. Okay, da hat er vier Bücher. Okay, dann war das ja die Aktion, dann bin ich fertig, dann ist Ben dran. Oh, Elkor, da sind aber die Flo-Spiele, die er sonst im Markt mit ihrem Beige, ist das ja schon deutlich fast knallig. Und kommt gerade am Telefon Tipps, ja. Trocken wie ein Furz, das hier? Das ist doch voll bunt. Das ist richtig bunt, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Das will ja seinen Euro-Charme behalten. Kann man bitte jemand Carnegie holen? ich bin dran. Dann... Trocken wie ein Furz. Du weißt, dass das mehr über dich verrät als über uns. Ja, und was ist dein. Sag mal, was sonst so deine Lieblingsspiele sind. Ich hätte gerne nochmal die Schifffahrt.
Aber ich möchte auch das Spiel jetzt nicht so. Also, wir haben jetzt auch ein bisschen ungeschickt gemacht. Wir spielen jetzt Grau und Braun als Spielerfarben. Das trägt vielleicht auch dazu bei. Ich mache das Feld tatsächlich braun und Ben macht es grau. Also, du musst hier mehr machen. Du musst es hochhalten. Aber es ist auch nicht so gut, weil ich halt die roten Häuschen auf dem roten Grund habe. Ich bin die Römer, ne? Ich verwandle alles in Ackerland und holz alles weg. Ja. Freut sich ja die ganze Mittelmeerregion heute noch drüber. Ich krieg nächste Runde einen Arbeiter, also einen Gelehrten. Ja. Weißt du, was dieses Spiel als Erweiterung braucht? Ja. Präludium. Dass man schnell an Gang kommt. Nee. Das ist nicht Hans aus der Tonika. Hat das eine Präludiumserweiterung? Nein, aber es kommt nicht in Gang. Und zwar eine Stunde lang. Ja, ich weiß, dass man das so sagt. Entscheidungen spannend. Was bedeutet eigentlich ein... Achso, nee, warte. Ich kann mir das selbst beantworten. Mir ist jetzt wieder eingefallen, was ein feuchter Furz ist. Dann verstehe ich auch wieder, was ein trockener Furz ist. Ich weiß nicht, ob ich passen soll oder mir sie ein Geld holen soll. Wer glaubt, dass das Gespräch ein bisschen vom Niveau her niedrig ist, schaut nicht, dass... Top 100 Video, was war's? Ich weiß auch schon wieder nicht, wie das passiert ist. Ich sitze aber nebenbei und frage mich hinterher, warum sind die Sachen so. Aber du hast sehr viel gelacht. Ja. Du findest es am Anfang, du findest es beim Schneiden nicht mehr so lustig, wie wenn du da sitzt. Vielleicht ist es das. Ich bin ein sozialverträglicher Lacher. Ich kriege gleich 5. Wir müssen ja verschiedene Zielgruppen abdecken. Manchmal habe ich Sorge, dass Flo vor Kopfschütteln der Kopf abfallen könnte, weil er sich losschraubt. Ich bräuchte mehr als einen Arbeiter, das wäre ganz geil. Ein Telefonjoker? Ich hätte jemanden als Telefonjoker. Kann ich Corinna dazu schalten? Geht das noch nicht gespielt, die wird dir nicht so viel helfen können. Ich glaube doch. Dann bist du ja, genau, das habe ich gedacht. Ich filme das dann so, ich sage, hier, das ist der Zustand. Ich möchte meinen, ich glaube, es rächt sich in der nächsten Runde bitterlich. Ich hoffe. Einsetzen. Was? Ich kriege 2 Punkte. Ich sollte die hier rüber tun, ne, damit ich auch weiß, welche. Und gehe 3 Schritte. Kriege eine Macht. Das ist aber ausgebufft. So, wenn ich das setze, kriegt ihr dann auch Macht? Nö. Ja, was ist das? Das hängt nur von unseren Gebäuden ab, die drumherum stehen. Also das gilt auch als Upgrade? Was ist das denn? Das hast du ja genommen. Nein, da ich ihn keine Macht für. Du möchtest jetzt eine Stadt machen. Ah, du machst eine Stadt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Gebäude ausbaue, das ich später aufbaue, dann bleibt das halt dran. Das wächst dann mit. Ne? Ja. Neutrale Gebäude kann man übrigens nicht upgraden. Aber es ist trotzdem Wumpe, wo ich es ranstelle, nehme ich mal an. Das macht ja wirklich keinen Unterschied. Oder? Das hat ja auch nichts Auswirkungen weiter, außer dass das Feld als +1 zählt. Ja. Ja, und du brauchst ein Gebäude weniger, um eine Stadt zu gründen. Das willst du also nicht in eine 4er-Stadt bauen. Also du machst doch halt direkt eine Stadt draus. Das spielt ja nicht so viele Runden. Ist ja immer eine Verschwendung, aber kann man machen. Ja, ja, man kann sich aber auch tot optimieren, das Spiel ist vorbei. Richtig. Ja. Also nee, wenn man sich tot optimiert, dauert es halt lange. Wo sieht es denn am besten aus? Das sieht komisch bei aus. Bei Braun sieht es nirgendwo gut aus. Das ist echt, kann ich, ist das okay, wenn ich die Spielerfarbe kurz wechsle? Also das sieht ja gar nicht aus. Das geht einfach gar nicht. Ich würde es auch aufstellen. Ich glaube, an der Gilde funktioniert es am besten. Sieht besser aus? Es ist einfach ein Stückchen zu hoch. Ich glaube, eine Gilde, nicht Kirche, macht es am meisten her. Also ein Seitenflügel. Ja, genau. Das okay. Wie das so bei Gildenhäusern üblich ist, die aussehen wie Kirchen. Ja, wenn sie dann renovieren. Also warte, wie hast du das, als Aktion hast du das gerade gemacht. Das ist meine Aktion. Jetzt hat das ja 7. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann darfst du ja ein Stadtplättchen nehmen. Hast du dir gerade das Teil genommen? Nee, in der Runde davor. Okay. Danach wart ihr beide einmal dran. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, ehrlicherweise. Ich habe mehr Geld. Also. Geld ist eine Idee. Könnte ich jetzt auch machen, ne? Nee, hier, 6 Geld. Ich krieg ja wieder nur 2 Geld. Ich auch. Ne, ich krieg 5. If you say so. Das ist ja hart. Ich will eigentlich das möglichst schnell da haben. Okay, wenn ich das nehme. Nee, das will ich nicht. Wenn ich das nehme, kriege ich 3 Arbeiter. Ich kriege 2 Geld, wenn ich umgrabe. Ein Haus bauen tut man danach. Ja. Das heißt, wenn ich mir 3 Arbeiter hole, könnte ich noch ein normales Haus bauen. Auf welchen Gedanken will ich gerade hinaus? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich will eigentlich hier drauf kommen. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die sich lohnt zu nehmen.
Ich nehme das hier. Packt man das dann irgendwo drunter, nehme ich mal an. Und da irgendein Gebäude. Dann bekomme ich dafür 5. Das ist eines der niedrigsten. Dafür kriege ich 2 Bücher. Ach schon, da sind ja auch Siegpunkte drauf. Okay. Mit euren Büchern. Ich passe. Ich habe jetzt irgendwelche Bücher genommen. Ich weiß gar nicht, was da noch so. Ein Gebäude ist ja schon. Wer hat denn da mit Büchern schon was geholt? Ja. Ah ja. Ich glaube, ich warte auf nächste Runde. Da gibt es Punkte dafür. Ja, hätte ich das gesehen, hätte ich vielleicht auch gewartet. Ich habe den gleichen aber Fehler ja hier mit dem Upgrade gemacht. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es gar nicht so schlecht ist. Ich könnte in Bens Nacken sitzen, wenn man mit Fernrohr arbeitet. Ich glaube, ich kann noch einen coolen Zug machen. Dafür kann ich nächste Runde quasi nichts machen. Also ich passe jetzt, glaube ich, oder? Ich habe ja nichts mehr. Du machst einen coolen Zug jetzt und kannst nächste Runde nichts machen. Ja, was ist denn der coole Zug? Du willst auch eine Stadt gründen jetzt. Mhm. Indem du 3, 4, 5... Ich bin dran, oder? Nee, ich muss... Also musst, hast also gepasst. Ich überlege, was sinnvoll ist zu nehmen. Aber du müsstest nicht noch 2... Was übersehe ich? Du müsstest noch 2 Aktionen machen, um... Du kannst es anschließen. Sehr gut. Wir müssen stolz, dass ich das noch gefunden habe. Will ich ein Buch oder 2 Arbeiter? Was mache ich denn mit den Arbeitern? Ich brauche viele Arbeiter und viel Geld. Oh, ich habe echt viel Geld. Was? Du hast viel mehr Geld. Also ich habe 1 Geld. Ich kriege 2 Geld. Ich glaube, ich habe nächste Runde ein Problem. Ich habe auch ein Problem. Ich habe viel zu nah gebaut mit den ganzen Sachen. Ich habe. Auch hier werde ich viel Auswahl haben. Ich hole mir mal die Geschichte. Ich muss das mal kurz zur Seite stellen. Das ist dein Glas? Nein. Das ist mein Glas. Das ist mein Glas. Warum das ist mein Glas. Du hast dir noch eins, ich hatte dir eins hingestellt und du hast dir noch ein eigenes Glas. Ich habe ein Wasserglas gestellt, ne? Dann habe ich natürlich ein Wasser und ein Speziglas. Oh. Hervorragend. Ja, für den Gast alles. Warum? Für dich ist besser als Gaia. Na, ich bin ja nicht so der große Gaia-Fan, deswegen darfst du mich da nicht fragen. Ich glaube, Gaia-Fans finden immer noch geiler, dass du über die Leiste hier viel mehr machen kannst, ne? Die ganzen Fähigkeiten freischalten und so. Das machst du hier nicht. Es hat eine 1-3 Spielerseite und eine 4-5 Spielerseite. Es hat gleich einen Automa-Modus drin. Ich mag Terra Mystica lieber als Gaia-Projekt und ich mag das lieber als Gaia-Projekt. Jetzt hast du gepasst. Jetzt habe ich gepasst. Wir beide kommen um die Frage herum. Ich verbrenne 3 Macht. Hallo Martin. Ihr und euer Macht verbrennen, aber ich habe von dem mehr Macht, die ich habe, auch nichts. Das bewegt sich ja null. Ich 3 und gebe 3 aus. Ich möchte eine Brücke bauen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Gaia-Project-Fans... Jetzt, aber jetzt die Stadt. Ist nicht geil. Ich möchte die Stadt mit den 4 Siegpunkten und den 3 Werkzeugen haben. Mhm. Dann gehst du 4 Siegpunkte vor. 26. Oh. Und 3 Werkzeuge. Und hier. Toter Winkel. Okay, und dann hast du noch mehr Geld, das heißt, du kannst ja noch mehr machen. Ich werde jetzt wohl passen, weil es irgendwie mir nicht sinnvoll erscheint, das jetzt als letzte Aktion zu machen, wenn es nächste Runde 5 Siegpunkte gibt. Das ist richtig. Leider bin ich nicht hier bei Blau auf 3. Du bist bei 3, ne? Du kriegst ein Buch extra gleich. CC. Ich kann davon nichts mehr extra bauen, das würde auch nichts auslösen. Hiermit dürfte ich sofort eine neutrale Kirche. Die würde natürlich gerade 3 Siegpunkte bringen, ne? Neutrale Gilde, ja. Die neutrale Gilde würde direkt 3 Siegpunkte bringen. Kostet aber 5 Geld. Wieso kostet das? Weil du noch keine Festung gebaut hast. Kostet extra. Meine Bücher sind alle nichts wert. Ich wusste, ich habe irgendwas übersehen. Ich hasse solche Spiele. Ich übersehe da immer irgendwas Wichtiges. Na, dann werde ich wohl noch eine Weile nichts mit. Ich kann nächste Runde keine Festung bauen. Doch, aber dann ist ja die Entscheidung. Also ich passe und dann werde ich wohl das hier nehmen müssen. Mein tolles Teil. Oder? Hier gibt es ja auch kein Geld oder sowas. Da gibt es Geld, aber... Ja. Und dann mache ich nächste Runde genau das oder was? Naja, brauchen wir so Ziele für die Runde. Ich bin dran. Mhm. Du bist der Letzte noch da. Nee, das funktioniert auch noch nicht. Ich spiele mir gleich gegen die Uhr, da müssen wir dann denken. Ich gebe 5. Ach, jetzt brauche ich alles in eine Stadt, das ist total sinnfrei. Aber ich gebe 3 Werkzeug und 5 Geld. Aber aus. Ich kann die Festung ja quasi nur hier bauen, wo es am allersinnlosesten ever ist, wenn ich es nächste Runde bauen will. Warum? Tausche ich hier. Weil ich das nicht hinkriege, dafür habe ich nicht genug Zeug. Ah, das kann ich gar nicht hier bauen. Ich muss ja hier bauen. Ja. Scheiße, also du hast jetzt nur eine Stadt gemacht, ne? Ja. Ah. Und die Fraktionen fangen so an, das kann ja... Wie, du hast nur eine Stadt gemacht? Ja, jetzt hat die beiden verbunden, das heißt, er braucht Schifffahrt für noch eine Stadt. Oh, stimmt. Er hat jetzt 2 potenziellen Städten eine gemacht. Dafür hat er sie jetzt schon.
Was nicht gut ist. Aber ich habe halt, ne, also die Festung kostet mich ja 5 Arbeiter. Ihr könnt Macht kriegen. Und 12 Geld. Das bringt mich ja gar nicht weiter. 2 Macht, ne? Du kannst 2 Macht kriegen für 1 Siegpunkt und Karl könnte 5 Macht kriegen für 4 Siegpunkte. Ne, 4 Macht für 3. Nimm ich. 4 Macht, weil das 3 wert ist, das Gebäude. Ja. Aber ich kann ja nur ganz oder gar nicht nehmen. Ja. Ich gewinn's doch eh nicht. Ich mache lieber Sachen und habe dann keine Punkte. Ja, das macht doch mehr Spaß. Also, naja, am Ende nicht, wenn man dann drauf guckt. Aber du und zahlst da steht 2 Punkte für 3 Macht. Hier ist ja noch einer. Achso, sorry. Ja, dann. Und dann bewege ich 3. Und jetzt habe ich den so ersten regulär in den Dreiertopf bewegt bekommen. Es hat mich auch nur alles gekostet. Was bedeutet das hier? Wenn du am Rand baust, kriegst du 3 Felder für die Werkstätten. Kann ich dir das schon mal wiedergeben? Nee, nee. Ja, das ist ja auch ein guter Kurs. Mhm. Also, kann man auch bei Minus verwenden. So viel bauen wir dann doch nicht neben dir. Also ich baue ja hier wahrscheinlich. Eigentlich müsste ich jetzt woanders ja anfangen, neu zu bauen. Ich finde auch noch andere Wege, Punkte zu verbrennen. Es gab irgendwann eine Fraktion, die konnte da irgendwie, konnte immer Punkte ausgeben, um irgendwas zu machen im Terra Mystica. Die Düsterlinge. Ah ja, genau. Die habe ich auf jeden Fall mal irgendwie gespielt. Macht für Punkte ausgeben oder so? Hier, Punkte für Geld. Genau, und das habe ich irgendwie, die habe ich dann noch. Den könnte ich ja nur platzieren, wenn ich irgendwo terraformen kann. Mhm. Wann kriegt man diese Plättchen nochmal? Wenn man. Wenn sowas hier baut. Wenn man eine Schule gemacht hat. Genau, das war's. Warum liegt der hier? Den habe ich. Hast du irgendwas einen Arbeiter bekommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das hier hat ja Vinzenz gemacht, ne? Ja. Blau wäre schon fast alt. Das ist noch ein Buch. Zum Buch. Können auch anteilig machen, ne? Wenn hier einer liegt und ich mache was für 3, kann ich 2 verbrennen, dann rüber und dann 3. Das Verbrennen ist keine Aktion. Das Verbrennen ist nur das Bewegen von einem anderen Währung weiter. Ich hatte noch nie zu diesem Zeitpunkt des Spiels so viel Macht. Hä? Und du hast das so schon so super. Ja, gut, weil du einfach ein weniger verbrannt hast für den ganzen Kram. Du hast wie oft schon verbrannt? 3, 4 Mal? 2 Mal, glaube ich. Ich glaube 3 Mal. Auf jeden Fall. Ich stecke in Analysis Paralysis fest. Glaube ich nur das hier. Also ich habe nur einen mehr als du. Mhm. Obwohl du 3 Mal oder so verbrannt hast. Ich gehe hier 3 Schritte hoch. Und nicht einmal. Beweis. Ja, hier. Okay. Dann nimmt sich das dauerhafte Einkommen. Hm. Das ist wahrscheinlich. Tatsächlich ist ja sowas auch, also je weniger du das Spiel schon optimiert hast, also weniger insgesamt du machst, desto mächtiger ist auch so ein passives Einkommen. Und zwar ein weißes Buch. Ja, mein Problem ist nur, dass ich hier nichts machen will, darum werden wir da, also dass ich da jetzt punktmäßig weg bin, ist da noch. Also er macht da vielleicht was, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich bin da einmal, du bist auf allen Leisten vom Vorgang. Das sind schon mal 2 Schritte 4 von und das einen Schritt so genau. Genau, das sind 12 Punkte gerade, wo ich momentan 2 habe. Wieso gibt es 12 Punkte? 4. Zweiter Platz gibt 4 Punkte. Ach so. Ja, gut. Ja. Da musst du schon mal 10 Punkte ran und bist ein Punkt hinter mir. Gut, das ist, wir sind auch ungefähr gleich. Das ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Pass ich. Aha. Achso, das kriege ich auch. Auf dem lag kein Geld, hatte das jemand letzte Runde? Das hatte ich. Ja, das hatte ich. Hallo Simone. Aber ich habe das jetzt genommen und ich habe festgestellt, das bringt mir ja gar nichts. Wo kriegst du sonst Geld her? Ja, aber es ist ja trotzdem nicht genug Geld. Das ist das Problem des Spiels. Kannst ja Macht ausgeben für Geld. Ja, ja, ist bestimmt richtig gut. Ja, besser als nicht auszugeben. Also ich kann das hier machen, um ein Geld zu machen? Nee. Mhm. Okay, dann passiert das. Ach da. Genau. Ich habe 3. Ich habe nichts. Buch. Ich habe 0. Einen habe ich, glaube ich. Ich hätte gerne ein braunes Buch. Braun ist bei dir gut, ne? Eigentlich ist auch egal. Dann. Wenn man eine neutrale Festung baut, kriegt die aber kein so ein extra Ding wie die reguläre Festung, ja? Und was? Also die kriegt doch so ein Spezialplättchen, das man sich da dann aussucht, wenn man es baut. Die nicht. Weil das ist das, was daneben steht, ist ihr Spezial. Genau. Einmalig 2 Macht dazu kriegen. Und 4. Für
Für die Uni hätte ich auch kein Sublett hingekriegt wahrscheinlich. Aber ich habe mir auf jeden Fall keins genommen. Das ist ja bedauerlich. Also ich prüfe das noch einmal sicherheitshalber, weil wir sind ja alle noch neu über ein Spiel. Ja, weil da hier wäre es gestanden, dann vermute ich für die Uni nicht. Oh, sind braune Bücher, sind andere Bücher, ne? Keine Kompetenz kriegst du dafür. Traurig. Dann sind alle durch. Dann machen wir die Aktion wieder ready. Kann ich noch andere Bücher genommen haben? Und dann. Stellt mal fest, es gibt noch eine andere Buchform. Gibt es Einkommen? So vier. Ja, sechs, ich krieg Arbeiter. Acht Geld. Sechs. Mhm. Oh, das könnte schon viel. Ja, könnten mehr sein. Kriegst du sechs Geld? So, Arbeiter. Achso. Geld krieg ich fünf. Sechs Arbeiter, du bist ja süß, ich krieg vier. Ich krieg drei Arbeiter, ich krieg einen Gelehrten, juhu. Da kriegst du ja sechs Arbeiter, das ist ja Wahnsinn. Ach, du hast die extra Karte dafür. Eins, zwei Macht, fünf Geld. Ein Macht bewegen. Ich kriege einen Gelehrten. Ich krieg fünf Siegpunkte. Fünf jede Runde? Ja. Okay, das ist alles, was ich getan habe für die Karte. Aber das ist halt, das ist ein Niedrig-Punkte-Spiel, das ist total sinnvoll. Diese passiven Einschritte, die sind ja mehr wert, als wenn du gegen Corinna oder sowas spielst, wenn ihr das Spiel ein paar Mal gespielt hat. Na ja gut, es kommt darauf an, in welcher Runde du sie holst, weil wir spielen noch ein bisschen. Ja, ja, nee, aber allgemein. Ein Spiel, in dem wir, weil wir das Spiel noch nicht so können, weniger Punkte machen, sind passive Punkte generiert. Ich sag nicht, dass es dir reicht, zum zu gewinnen. Ich sag bloß, dass die. Das war auch nicht auf diese Partie bezogen, das war eine allgemeine Aussage. Wer ist Startspieler? Ich, ne? Ja. Warte, habe ich mir schon alles genommen, was eine gute Punktezahl ist bei dem Spiel? Ich weiß nicht, ich habe da noch nur reingeguckt. Wahrscheinlich 100. Irgendwas über 100 mit Sicherheit. Ich bin ja dritter Spieler, also könnt ihr schon mal anfangen. Nicht schon nach. Ich habe zwei Macht, ich könnte nichts direkt machen. Was brauche ich denn gerade, um zu tun, was ich tun möchte? Ich könnte ein Buch ausgeben, um 5 Macht zu bewegen. Das ist aber auch schon eine Aktion dann, ne? Mhm. Das nicht. Und dann die neutrale Festung benötigt 3. Obwohl ich das doch, ansonsten macht es Ben. Hat er auch schon wieder Bücher? Noch nicht. Das wäre sinnvoll, meine Festung wie vorher zu bauen. Aber wie kriege ich das hin? Das braucht 6 Arbeiter, ich habe 4. Das braucht 9 Geld, ich habe 9. Für Bücher gibt es natürlich keine Arbeiter, richtig? Für Bücher gibt es keine Arbeiter mehr. Ich gebe mal ein blaues Buch aus und mache 5 Macht bewegen. Und das ist ja immer alles eine Aktion. Also dieses Spiel kennt nicht so wirklich freie Aktionen, ne? Also so Bonus. Doch, das wird auch hier. Aber die machst du ja auch rein, ist auch der nächste dran. Kaufen. Ja. Aber, also nee, die ganz freien ist nur die Macht. Also was zusätzlich gleichzeitig quasi machen, das kennt das Spiel wenig. Finde ich aber auch ganz gut. Also vermeidest du so ewig lange Kettenzüge, man denkt ja sowieso schon lang genug nach. Boah, brauche ich eigentlich keine Ahnung, habe ich auch noch. Das könnte ich auch machen. Oh, das könnte spannend werden. Mal gucken, ob das geht. So, was tun Sie? Du willst eine Schule bauen? Ja, aber es liegt natürlich wieder nicht so, wie es liegen soll. Guck mal da nicht so hin. Ja, es steht überhaupt keine Punktewertung drauf. Du musst wahrscheinlich einfach nur gewinnen. Weil beide Punkte sammeln. Was ist denn? Worüber denkst du gerade nach? Dann kann ich vielleicht über andere Dinge nachdenken, weil ich keine Lust habe, über das nachzudenken, was du mir wegnimmst. Was ich da nehme. Also ich würde gerne was aus dem gelben Bereich haben, aber gelb ist totaler Mist. Reden wir von oben oder von unten? Von unten. Ja, dann mach das zunächst. Ach stimmt, wenn du jetzt die Schule deswegen. Wie kriege ich den Arbeiter, den ich brauche? Also ich baue für. 3 und für 5 und 3 gibt es da alles bei euch gebunkert. Das ist so lange Arme. Ja. Achso, das ist so lange. Die hat er mir jetzt ja gegeben, ne? Er hat mit dir gehandelt. Ich hab's genau gesehen.
Ah klar, hier kannst du dir 3 Macht geben. Klar. Nee, warte, lohnt sich nicht. Verdammt. Kann ich nicht wenigstens den einen schieben? Ich hätte gerne einen Arbeiter und 2 Geld. Hat er extra drauf gewartet, ey. Ja, ich glaube, ich gebe, also ich weiß nicht, 2 Siegpunkte ausgeben für 1 Macht klingt irgendwie uneffektiv. Klingt nicht so gut. Ne? Ich hätte es gut gefunden. Wie komme ich jetzt in 3 Bücher diese Runde? Da sind schon mal 2. Na, Da. Achso, und ich gehe noch, auch wenn es egal ist. Ich kriege 2 gelbe Bücher. Mit Geld habe ich nicht. 8 brauchst du dafür, ne? Ja. Und hol mir auf Gelb immerhin 2 Punkte. Da fällt mir ein, ich brauche ja noch. Oh shit, ich muss noch viel mehr darüber nachdenken. Was ich tue. Hat das schon wieder jemand gemacht? Karl. Oh Gott. Sorry. Du bist gerade dran, ne? Ja. Bin ich jetzt dran? Das ist so ein Durchrechenspiel. Ja. Wenn du noch nichts gemacht hast. Ich habe noch nichts gemacht. Dann ist das jetzt dein erster Zug. Ich überlege gerade, ob ich schaffe, 2 von diesen Dingern diese Runde zu nehmen. Wobei wir eigentlich gegen Uhrzeiger sind spielen, ne? Wer hat angefangen? Hat Karl angefangen? Das ist völlig falsch. Aber müsste ich nicht anfangen? Nee, ich habe zuerst gepasst. Ich würde es angefangen, da wäre Karl dran gewesen. Genau. Bin ich. Aber ich hätte genau das gleiche gemacht. Ich auch wahrscheinlich. Aber dann bist du halt jetzt gleich wieder dran und ich brauche noch ein bisschen länger, dann passt es ja wieder. Wir haben ja nichts gemacht, was ich gegenseitig. So, aber ich muss jetzt einmal hart anfangen zu rechnen. Wie schön. Aber gut, dass ich mehr Zeit habe. Genau. Aber rechne mal. Nee, das hat nichts damit zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich muss nur gucken, ob es theoretisch geht. Also. Da fängt das Problem schon an. Das geht einfach nicht auf. Das ist das. Geld. Ich sehe keine Bücher. Auch noch. Nee, es geht alles nicht auf. Weil es in dieser Runde dadurch trotzdem nicht billiger wird. Oh, das ist auch krass, ne? Dass ich das kein Buch kostet. Könnte das machen. Ist schon gut. Aber trotzdem zu wenig. Ach, dafür brauche ich auch noch Bücher, ne? Ja, beim ersten nicht. Beim zweiten schon. Ach ja, die Überlegung davon 2 nehmen zu können, ist natürlich äußerst hinfällig, wenn man bedenken muss, dass das ja jedes Mal 5 Bücher braucht. Ich mach das so wenig. Also 5 und 6 und 5 Geld. Genau, 6 Bücher, ne? Deswegen. Aber, ne, ja, 10 Geld streng genommen, wenn ich keine Festung mache. 2. Wenn ich 2 machen würde ohne Festung. Also man will schon irgendwie vorher die Festung rauskriegen. Die Festung machen ja auch schon krasse Sachen. Für 4 und einen Gelehrten. Was tut er? Schifffahrt aufwerten. 2 Punkte. Krieg ich 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, über wie viele 1000 Ecken das gehen soll. Wenn ich das da mache, das bringt ja nichts. Das spart die Arbeit auf jeden Fall. Also ich könnte ja das machen, dann kriege ich die 2 Bücher, dann kann ich 1 extra, dann habe ich. Weil ich habe ja schon nur noch 1, 2, 3, 4. Ich habe ja nur genau die Bücher. Dann hätte ich ja trotzdem 1 zu wenig. Ich könnte das damit machen. Aber das sind 4 und 4. Also ich bräuchte das und dann das. Dann würde ich aber. Ach, warte mal. Jetzt weiß ich, was mein Denkfehler ist. Komm mal zurück. Ich brauche. Also das. Dann bräuchte ich von beiden mehr. Und dann ist das daneben. Das braucht auch noch Arbeiter. Das war das Problem. Das war das Problem. Und ich kann ja, wenn ich da was nehme, um was zu terraformen, das nicht mit so einem freien Feld kombinieren. Ne? Das muss ich wirklich über diese Arbeiter ausgeben. Wenn ein neutrales Gebäude auf dem Feld baust und... Gesundheit. Richtig? Was denn? So ein neutrales Gebäude kannst du ja nicht mit diesen Schaufeln bauen. Nee.
weil du das nicht in dem Moment mit ausgibst, sondern in einer Aktion das machst. Das heißt, da musst du die Arbeit dafür haben. Oh, das ist einfach nicht hinzukriegen. Das ist ein echtes Problem. Das sind gerade 6 Punkte, wäre ja auch was wert. Immer wenn man passt, 2 Punkte pro Gilde, ne? Nee, ich bräuchte schon das da. Dazu müsste ich aber erst. Ich könnte natürlich auch. Warte mal. Wenn ich das mache. Dann könnte ich das machen. Dann fehlt mir ja immer noch. Dann fehlt mir ja immer noch. Für 3 gibt es ja einen Gelehrten. Ich erstmal Runde 3, ne? Und Runde 3 ist richtig, ne? Ich habe ihn einfach so verbaut. Dann kann ich das diese Runde nicht machen. Ich krieg das diese Runde echt nicht hin. So sad. Ich könnte das machen und das. Dann könnte ich das da drüben machen. Was ja einfach das Buch abgeben und dann, weil ich keine Festung habe, 5 Geld kostet. Dann ist das hier noch übrig. Dann ginge allerdings das wäre noch übrig. Ist das richtig? Okay. Ist auch schon ein Planspiel. Ich gebe 4 Macht aus. Mach das. Gebe dafür auch gleich was eine Arbeit aus. Also Geld brauche ich gar nicht. Und mach das hier. Ich habe keine Ahnung, ob das aufgeht. Das war's. Dann bist du jetzt dran. No, Arbeit hast du ausgegeben dafür. Ne? Arbeit habe ich ausgegeben. Geld kriege ich wieder, weil ich geterraformt habe. Ne? Das ist ja genau die 2 Geld, die ein Haus kostet. Aber ich wäre dran gewesen. Aber nein, du. Na, Vincent. Aber hatten wir nicht gerade gesagt, dass ich länger warte, bis du gemacht hast? Und ja, du hast ja gerade was gemacht, deswegen hast du nicht länger gewartet. Hast du auch die ganze Zeit gerade nichts gemacht, während ich das alles durchgerechnet habe? Du hast ja deinen Zug durchgeplant. Ja, aber es war ja nicht mein Zug. Ich hab schon mal überlegt, so, bis nee, ich dann dran bin. Ich hätte einfach nur, deswegen geht das relativ zügig. Ach so. Und du hast gewartet, bevor du dran warst? Fehler. So, ich gebe 6 und 4 aus, um die Festung zu bauen. Und zwar muss ich die ja hier bauen. Und dann kriege ich... Und dann 2 Macht. Das Ding. Ja, aber jetzt ist wichtig. Dann wäre das noch da. Das heißt, ich bewege das jetzt nicht hoch. Weil jetzt wäre es natürlich nicht unpraktisch, aber in der richtigen Spielerreihenfolge hätte ich diese Macht noch nicht bewegt gehabt. Ich muss langsam mal punktetechnisch was machen, ne? Ben hat mehr als doppelt so viele Punkte wie ich. Es geht um den Spaß gerade. Aber ist der Spaß nicht, wenn man versucht, bei so einem Spiel möglichst das Ziel zu erreichen? Nee, wenn man ganz viele Aktionen machen kann und sich freut. Nach dem Motto, spielt ja doch gedacht, dass es in der... Ist ja nicht viel los, es ist Freitagabend, da spielen Gott sei Dank die meisten Leute selbst. Was machst du? Du gibst 3 Arbeiter aus? Ich sehe gerade das... Oh Gott, ich hab's für mich Geld. Weil du deinen Zug schon machst, was willst du jetzt dran? Da bin ich wieder dran. Ich glaube, ich muss ein... Ja, Gebäude und dann bin bauen. Ich wieder dran. Ja. Aber ich könnte es mir auch sparen. Aber dann kostet mich das endlos viele Bücher. Ah, jetzt weiß ich. Es geht leider nur andersrum. Schade. Boah, ist das gut. Da komme ich nicht hin. Ich muss jetzt auch irgendwann Schifffahrt ausbauen, ne? Weil wenn man 2 Städte hat, muss man ja ohne Schifffahrt kriegst du ja keine neue Stadt hin. Habe ich gerade gemacht. Also was soll ich noch? Wann soll ich das denn auch noch machen? Ich baue jetzt so ein Gebäude. Terra Nova ist mein Niveau. Was machst du? Und zwar... Das ist die Frage, wo baue ich das hin? Ja. Weil du 2 Schiffe hattest? Ich habe hier 1 und hier 1. Aha. Und dann kriegst du 2 Punkte. 2 Punkte, ja. Mega. Du bist. Das war's.
Ja, und dann bin ich. Und ich habe mir das jetzt lange überlegt, dass ich gerne das hier machen möchte. Dann bin jetzt ich dran. Regulär, richtig? Mhm. Okay. Ich möchte gerne 5 Bücher ausgeben. Ich möchte gerne da hinten die Kathedrale oder was das ist haben. Mhm. Plus 5 Geld. Das ist ineffizient. Und wo brauchst du jetzt hin? Da. Ah. Das ist eine 6er Stadt. Dann kriegst du sofort 7 Punkte? Dann krieg ich sofort 7 Punkte. Oh, stimmt. Nee, und plus 5, also... Hast du schon genommen? Das also ist, was ist 12, welches hier? Was, das nee, hier? 7. Ja. Ja, 12 Punkte sind das dann, ne? Also 39. Und ich könnte jetzt hier mit 2 Gebäuden eine Stadt gründen. Ja, sind schon 3, sind trotzdem nicht genug Punkte. Ist alles nicht so... Optimierer und rollen sich die Zehennägel auf, ich weiß. Passiert sonst noch was gerade? Nee, ne? Hast du die Punkte genommen? Ja. 7 und 5 sind 12. Ganz ich hätte gerne auch noch einen Schritt auf der blauen Leiste oder so gemacht, dass ich 3 Macht könnte, die nächste Runde schieben könnte, aber... Das Falsche. Da bist du dran. Die Stadt ist halt super isoliert, die bringt auch nichts, macht ich technisches. Bin dran. Mhm. Ich mache meinen Extrazug und hole mir ein Buch. Ich glaube, ein hell lavendelblaues Buch. Ich hätte gerne mehr Schmerz. Das ist wahrscheinlich das hier. Das ist nicht dunkelblau. Die etwas heller. Also ich meine, ich weiß. Bin mir sehr sicher, dass ich die Fraktion, die... Sind nicht ganz weiß. Die Fraktion, die billig ihr Schaufeln upgraden kann und wo ich bei Schaufeln Geld kriege, nicht ganz richtig spiele, wenn ich das in Runde 3 noch nicht gemacht habe. Immer auf alle Gegebenheiten. Welche Gegebenheiten? Dann bin ich wieder. Ich... Was habe ich gerade gemacht? Ich habe die Aktion gemacht. Das heißt, ich möchte jetzt gerne... Ich möchte viel machen. Die Frage ist, will ich jetzt upgraden? Ich habe auch keine Ahnung, was ich dann. Ciao, Thorsten. Also ich brauche dann 2. Falls er nicht schon lang weg ist. Ich habe einen zu wenig. Ich habe einen so ein Arbeiterding zu wenig. Hm. Wie unschön. Muss ja umgraben. Oh, warte mal. Ha! Ich kann da relativ leicht eine Stadt draus machen. Mhm. Aber ist auch schon wieder so. Naja, besser. Eine Stadt ist eine Stadt. Dann kriegst du wieder Ressourcen, die du einsetzen kannst. Aber ist ja nächste Runde ja trotzdem leicht. Na komm, ich baue mal für 2 und 1. Wo baust du denn? Dahin. Alter, diese Schifffahrerei. Das kriege ich auch noch nicht hin, ne? Boah, das braucht wie viel Geld? Dann bist du. Gar du bist ja schon auf 3 unterschiedlichen Landabschnitten. Ist ja schon gut. Ja. Sehr lustig. Ja, ich hatte ein Problem gerade. Naja, aber ich habe das Problem noch auch. Wegzukommen. Also es ist ja eine Stadt. Ich brauche trotzdem, wenn ich eine neue Stadt gründen will, brauche ich... Ja, ich brauche wahrscheinlich sogar 2 Schritte auf dem Ding. Wobei, ich kann ja... Oh, ist gerade nicht da. Du hast das. Wie schön. Aber ich passe vermutlich vor dir. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so viel zu tun. Bin ich dran? Mhm. Mache ich da jetzt diese Runde eine Stadt draus, ist die Frage. Hm. Boah, diese Expertenspiele. Hallo. Wie guten Abend. Urlaub hat mal das Bild. Mhm. Warum gibt es denn keine Stadt, die einem Seefahrtsschritte gibt? Das ist ja doof. Gibt's nicht? Ja. Gab's früher. Hm. Gibt's ja theoretisch ganz viele Plättchen. Plättchen ist noch drin. Ach, das sind nur eine Auswahl. Also die Städte, alle. Ich meinte die Festung. Ja, eine Festung wäre eine coole Sache. Gibt's ja, hab ich. Was hat denn Ben für einen coolen... Ach, Ben hat das coole Teil. Klar. Also, so cool ist es nicht, aber 2 Stadt, also Schifffahrt. Spart 2 Priester, 8 Geld, ist okay. Ich habe jetzt diese komische neutrale Ding gebaut und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr, ob es gut war, das zu tun. Das ist so, das wird so leicht, zu einer Stadt auszubauen. Welches, also, das ist ja eine Aktion irgendwie irgendwann mal. Passt gleich, oder? Lass doch mal. Was willst du? Kannst noch Macht verbrennen. Nicht passen. Wieso? Willst du unbedingt Erster sein oder was? Das auch. Ich glaub, gibt da vielleicht ein bestimmtes Teil, das er gerne hat. Terra Mystica. Age of Innovation. Weißt du welches? Das mit 2 Geld? Das gibt hier 2 mal Buch Einkommen, ne? Hm?
vermutlich, will er, obwohl der Gelehrte könnte ihm auch wichtig sein. Ist auch egal. Da kriege ich zwei Bücher. Also ich habe zwei Bücher. Billiger Ungram bringt mir auch noch nicht so viel, wenn ich keine Schifffahrt habe. Schifffahrt kostet echt viel. CC? Oh, das ist ja nichts so Unges. Ich glaube, du kannst beruhigt sein. Ich denke, ich werde nicht das Teil nehmen, das du nehmen möchtest. Ich habe einfach kein Geld nächste Runde. Du bist dran, oder? Ja. Was ist denn das? In der nächsten Runde gibt es fürs Umgraben. Genau, fürs Bullen. Wie schön. Und für Orange. Das kann auch ruhig war eigentlich weiter. Du bist ja nur. Naja, beide oder das braun. Punkte. Ja, solide. Das sind die Startdinger. Bei mir nicht. Ich sollte diesen Gelehrten mal hier für irgendwas ausgeben, aber andererseits. Warum ist das denn ja eigentlich auch nicht? Schafft kein Einkommen. Ich hab kein Geld. Null Geld. Hier die drei Arbeiter. Jetzt war ich lustig, da hatte ich hier immer alles voll mit den Gebäuden und bin trotzdem hier auf den Leisten schon ewig weit oben gewesen. Ja, es ist generell anders als letzte Runde. Letztes Mal haben ja alle auch Sterne ihre Festungen gehabt und waren auf den Leisten relativ viel los. Ist ja diese Runde gar nicht. Spricht vielleicht nicht von so gutem Spiel. Guck mal, je weniger Punkte es hat, desto mehr gibt es ja während des Spiels. Ne? Mhm. Ach, du überlegst noch mit der Stadt. Wenn ich das mache. Aber ich arbeite, habe ich ja gerade eigentlich mehr als genug. Aber die verlierst du ja auch nicht. Hier gibt's Geld. Wenn ich daraus eine Stadt habe. Das haben wir dreimal jetzt schon gespielt. Ja. Sechs Geld. Wir spielen Spiele immer mehr als einmal, um sie auf Herzen hier zu testen. Mit 10 habe ich dritte immer noch ja. 2 zu wenig. In 4 Tagen ist schon guter Schnitt. Ja. Ich kann eins hier für Geld runterbewegen, ja? Für Geld? Kann ich ihn nicht für Geld hier runterschieben? Ja, kannst du machen. In deinem Zug. Ja. Ist ja hier diese Wertigkeit. Das ist so dumm. Eine Stadt draus machen, um dann in die fertige Stadt eine Festung zu bauen, kommt mir irgendwie dämlich vor. Also ist Blödsinn. Das mache ich nicht. Jetzt natürlich vorbereiten. Da muss ich aber auch nichts wegen dieser Runde machen. Was macht denn diese Runde noch Sinn? Oh, nichts. Einfach nichts. Ach, was soll es hier kommen? Ich gebe das einfach aus. Und gehe hier hoch, krieg 2 Punkte. Fertig. Dann bist du. Dann passe ich jetzt. Mhm. Weißt du was? Ich hätte einfach passen sollen, das hätte ich genauso gut nächste Runde machen können. Ich passe, dann bist du dran. Ja, dann passen wir auch schneller aus. Also das kannst du auf jeden Fall haben, wenn du möchtest. Ja, du. Brauche ich 2 Priester? Brauche ich ein Schiffern mehr? Er hat so gewirkt, als würde er wissen, was er will. Nö. Ich wusste nicht, was da noch liegt. Vincent ist was am meisten bei den Leisten, ne? Mhm. Der weiß, wo die Punkte liegen. Naja, das sind schon 24 Punkte. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr da noch was machen werdet. Mal gucken. Ich freue mich, dann weiß immer noch nicht was, aber... irgendwas für blau kriege. Juhu. Da wäre noch ein Schritt mehr noch besser gewesen. Aber jetzt ist dann blau. Ja, danach zieht nur noch braun. Keine Ahnung, ob man das alles bauen soll. Hallo, was so schön, hast du relativ schnell viel gebaut, das ist angenehm. Ich möchte. Oh, ein Buch wäre auch nicht schlecht, ne? Na gut, da fokussiert man sich aber auch nur aufs Bauen. Ja, aber das ist ja. Das ist ja auch wieder das Angenehme. Das ist ja genau das. Ich struggle ja super mit dem Bauen, aber hauptsächlich, weil ich eigentlich meine Fraktion ja, glaube ich, mehr mit den Büchern machen möchte. Das Problem ist halt, dass es so viel gibt, was du irgendwie mit einplanen musst, dass es halt echt schon heftig ist. Jede Aktion bedingt ja 10.000 andere, sonst seid ihr wirklich ein Experte. Ich nehme mal die Geschichte. Das ist halt dann schon Arbeit, also vom Anstrengungsgrad her. Gibt ja spaßige Arbeit, das ist nicht böse gemeint. Es gibt ja Leute, die haben auch Spaß an ihrer Arbeit. Karl ist dran. Ich bin dran, also ich finde ja auch, ich habe ja gewartet, bis er gepasst hat. Und was ist das hier? Du kriegst einen Priester. Wenn man einen Priester einsetzt, kriegt man 2 Punkte. Mhm. Aber nur, wenn man auf der Leiste einsetzt. Ja, ich weiß, das habe ich schon verstanden. Das ist das Problem. Aber ein Gelehrter ist ja nicht schlecht. Also, dass ich dann 2 Gelehrte habe für diese Runde. Die gehen ja nicht weg.
Hier gibt es zwei Geld, aber auch nur ein Buch. Und das ist Brücke. Ist jetzt irgendwie auch gerade nicht so wichtig. Wobei. Aber sie ist halt umsonst. Das stimmt. Sonst kriegst du sie nur mit Macht. Okay. Dann kommt hier ein drittes Geld drauf, ne? Mhm. Oho, das wird ja langsam. Okay, zwei Gelehrte. Interessant. Und dann gibt's hier drei Macht Geld. Für mich. Dich, für uns nicht. Oh, ich sehe das Problem, das ich nicht bedacht habe. Dann habe ich immer noch super wenig Geld. Ich habe kein Geld. Also ich habe gar kein Geld. Ich habe einfach gar kein Geld. Ich kriege auch mal 5 Arbeiter, bitte. Warum hast du nicht so viel Geld? Ich habe es einfach nicht ausgegeben. Oh, hä? Wie kannst du es nicht ausgegeben haben? Ich hatte halt schon ein bisschen was. Ja. 4. Krieg einen Gelehrten. Krieg... Ich fürchte, das Geld habe ich mir gerade schon genommen. Na, denkst du an die... Die 5 Punkte habe ich mir noch nicht genommen. Ich kann noch das hier machen. Ich krieg echt nicht so, nur noch 6 Macht. 1, 2, 3, 4, 5. Lag da nicht auch ein Geld 6. drauf? Genau, das habe ich gerade da drauf. Ja. Ja, das hast du noch verteilt. Habe ich unverteilt, anstatt das mir selbst zu nehmen. Ich bin Stadtspieler. So, ne? Also gegen den Uhrzeigersinn spielen. Letzter. Mhm. Das war's schon. Diese Runde gibt's Geld verbrauchen. Wir hätten das Schifffahrtsding, Ben hat das Schifffahrtsding natürlich genommen. Was? Das hätte ich auch genommen. Das hätte mir, ehrlich gesagt, enorm geholfen. Ich habe auch ein bisschen Macht, aber zu wenig. Na, ah, das ist wieder freigeschaltet, oder? Ja. Na dann. Das gibt es jetzt für jeden Schritt ein Geld auf der Wochenleiste, ja? Also pro, das ist immer so eine Pro-Geschichte. Oder? Für jeden Schritt, den du hier hast. Genau. Spannend. Kann ich jetzt hier schon Geld runterschieben und dann das triggern? Weil das ist ja eine freie Aktion. Ja. Dann möchte ich hier ein Geld. Und dann willst du was tun mit dem Geld? Und dann möchte ich ein Buch ausgeben. Und 5 Macht verschieben. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nett. Würde ich auch gerne mal machen. Jetzt habe ich jede Menge Arbeiter, aber einfach 0 Geld. Macht das Geld. Habe ich nach dieser Runde auch nicht mehr. Das Problem ist, ich bräuchte ja hier 6, weil das nirgendwo angrenzt. Wenn ich daraus. Du kannst 3 Macht verschieben, dann hast du 3 Geld, dann hast du 6. Ja, super. Danke. Ich gucke mal gerade, ob es vielleicht noch einen effizienteren Weg gibt. Ich fürchte. Nein, aber wenn ich das mache, mache ich auch wieder nichts anderes. Dann kann ich direkt danach passen. Oder du verbrennst eine Macht, legst eine Macht rein, hast du 4, dann kannst du dir 7 holen. Das ist effizienter. Das ist richtig. Fühlt sich alles nicht so geil aus. Ich glaube, mehr als die 7 Geld generiert man gerade. Ist schwierig. Oh, wieso hat er einfach alles? Das ist einfach unverständlich. Ich glaube, weil er das mit seinen Gebäuden gut gespielt hat. Mhm. Weil, weiß ich, vielleicht hat er auch häufiger das. Hast du das 7er Geldmachtfeld ab und zu benutzt? Ja. Einmal mindestens. Ja. Beim zirkuliert das ja auch, glaube ich, schon kräftig drumherum. Wir haben ja mal extra für andere Sachen ausgegeben. Ich habe ja hier zum Beispiel die 5. Du auch. Also hier so eine Festung ist ja dafür wichtig, dass diese Macht viel zirkuliert. Stimmt, das muss man auch alles machen. Ja. Das ist halt das Problem. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich meine, so ehrlich gesagt. Das sieht schon ziemlich cool aus, weil wir erstmal mit Terra Mystica anfangen. Ja, aber man braucht nicht beides, ne? Das ist so die Geschichte. Boah, das ist so teuer. So teuer. Das muss ich ja klären, aber ich werde wahrscheinlich am Ende die wenigsten Punkte haben, weil das alles. Ach, labert auch nicht. Nicht so viel bringt. Was für Pläne? Würden wir hier so verzweifelt sitzen, wenn wir Pläne hätten? Ja. Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, was wir tun. Also ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich sehe mir nichts davon, dass ich Pläne hätte. Aber ich weiß schon, was ich tun kann. Aber ich auch. Ja, da bin ich noch nicht mal. Oh, ich ticket. Ah, ich habe mir das Buch nicht genommen. Das ist wichtig. Das ist einfach kacke. Ich muss das machen. Ich verbrenne ein so ein Ding. Schieb die 4 rüber.
Und nehmen wir 7 Geld, was anderes bleibt mir glaube ich nicht übrig. Dann reicht ja trotzdem für nichts. Nein, dann nimmst du mein Geld. Du hast mehr als genug Geld. Dann hol ich mir mal für 3 Macht 2 Arbeiter. Bitte einmal. Das hattest du eh von anderen vor. Ich hätte lieber das Geld genommen. Hm. Du siehst, mein Geld ist aus. Ich glaube, ihr habt auch euch wieder falsch rumbewegt. Oder? Kraus Ben. Eigentlich wäre ich erst dran. Du wärst erst dran gewesen. Hätte keinen Unterschied. Ja, doch, hätte. Wenn du das, willst du das Geld haben? Ist mir scheißegal. Kannst du das Geld nehmen. Nö, ich mach das lieber so. Ja, dann. Jetzt habe ich hier diesen Stapel Arbeit und dann bringt nichts. In dieser Runde ist Umgraben gut, ne? Wie schön. Gibt den Gelehrten. Oh, Umgraben ist gut. Mhm. Gibt 2 Siegpunkte. Ich gebe den Gelehrten und 4 Geld ab, um hier noch die Schifffahrt zu erhöhen und krieg 2 Bücher. Ben? Ich gebe mal 5 Geld. 5 Geld, was hast du vor? Und mach doch bei dir ein paar kleine Nebenhäufchen. Ich kann mir einen Stapel machen. Um das hier zu steigern und dafür 6 Punkte zu bekommen. Oh, und jetzt wird ordentlich gebuddelt. Gebuddelt. Hat er das vorbereitet? Er hat sich schon vorbereitet, das stimmt. Aber wir sind die, die Pläne haben und er macht ganz wenig Punkte. So schön, wenn alle Punkte machen. Mhm. Und dann wird es am Ende schön knapp. Ich gebe mal 1-1-1 aus. Oh. Dann. Es gibt ja auch kein sinnvolles Plättchen, das. Das hier hoch und dann bekomme ich 2 Bücher. Obwohl, ich kann mehr von dem nehmen, oder? Nee, das hier ist nur einmal. Du bist dran. Das hier ist nur einmal. Ja. Na gut zu wissen, da habe ich das Kalfall. Ich überlege inzwischen, welche 2 Bücher ich nehme. Ich habe kein Geld mehr für die Bücher. Ja, theoretisch schon. Hm? Theoretisch schon. Theoretisch schon, aber es ist teuer, das stimmt. Die Fraktion finde ich schon cool. Also mehr Bücher nehmen finde ich auf jeden Fall. Das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich möchte hier graben. Für 2 Punkte. Erstmal mache ich mir hier 2 Geld. Mhm. Da gerät da. Was seht ihr meine Bücher? Kannst du auch 3-mal graben für 6 Punkte? Genau, für graben 6 Punkte, also kriegst du 1-2 Punkte, falls du nur einmal hilfst. Ich habe ja. Er hat nicht gegraben, ich habe nur aufgegradet. Ja, und die 2 gebe ich dann aus. Du musst die eine Bücher nicht verzählt. Das brauche ich ja nicht. Und bitte vor mir das hier. Ja. Das wäre von meinem Feld. Ist auch irgendwie ist das hier alles nicht mehr so, wie es sein sollte. Jetzt ist richtig. Und das kann er. Ja gut, das willst du dann diese Runde vielleicht nicht machen. Das ist aber dein, böse gewesen. Wieso dein Feld? Weil das mein Feld ist. Da hätte ich als nächstes hingebaut. Dann gebe ich mal 3 Bücher aus. Um 3-mal zu terraformen. Also kannst du 3 unterschiedliche terraformen. Mhm. Oh ja, okay, das ist natürlich nice. Wie 3 unterschiedliche terraformen. Okay, das habe ich auch nicht. Muss man das nicht für einen. Nein. Das kann man aufteilen? Ja. Dann möchte ich einmal dahin. Also ich lese mal nach, aber was war das? Ja, kann gut sein. Nein, das ist ja einfach sicher. Schaufel. Das sofort eigentlich zum Umbauen einen Baum mit 2 kostenlosen Spaten. Nee, es ist 2, 3. Wenn du 3 Bücher über die Wissenschaft abgibst, hast du sofort eine Aktion Umwandeln und Baum mit 3 kostenlosen Spaten. Umbauen und Bauen ist, glaube ich, wo man will, wenn es benachbart ist. Nee, man darf das nur auf einem einzigen Landschaftsfeld machen. Mhm. Siehst du? Dann ist das doch nicht so mächtig. Na, vielleicht macht er was anderes. Gut, dass man nochmal nachgeschaut hat. Also es wirkt ja auch schon extrem mächtig. Ja gut, wenn du es kommst, also kannst du ja planen, wenn du halt hier sehr viel bewegen hast, ist halt sehr mächtig. Ansonsten ist es auch schwierig. Das ist selbst, wenn nicht. Also selbst wenn nicht, kannst du ja noch aufstocken ums normale Graben, das du hast. Da kannst du ja trotzdem auf 3 verschiedenen Feldern relativ billig bauen. Das ist schon sehr flexibel dann.
Und dass du jetzt auch weiter hinten im Spiel vielleicht ein, zwei Schritte Bewegung hast, ist jetzt ja auch nicht so unwahrscheinlich, nehme ich mal. Ändere ich jetzt mal die ganzen Pläne. Pläne sind gut. Danach bin ich dran, ne? 1, 2, 3. Ja, danach bist du dran. Ich überlege gerade, was ich mache. Was war mein Plan? Das mache ich. Obwohl, naja. Das machen. Naja, ich baue das mal dahin. Und dann brauche ich ja nicht mehr umwandeln, also spare ich den ein und gebe dann zwei Geld und einen aus, um da so ein Haus hinzubauen und nochmal zwei Punkte dafür zu bekommen. Du kriegst zwei Punkte fürs Haus bauen? Mhm. Wenn es am Wasser ist. Was ja quasi bei vielen so ziemlich jedes Feld ist. Dann bist du. Dann bin ich dran. Ich gebe zwei Arbeiter aus für einmal umgraben. Warte mal. Nee, doch, ich muss das auf jeden Fall so machen. Dann mache ich das hier. Dann kriege ich ja zwei Geld und gebe zwei Geld aus. Dann kommt da dieses Haus hin. Dafür gebe ich auch einen Arbeiter aus. Und dann ist das eine Stadt. Und ich kriege nee, zwei Punkte habe ich ja schon genommen gehabt. Und das bringt natürlich nichts. Wie schön. Lohnt hier dann umzuwandeln. Ich gucke in Ruhe, ich bin ja fertig. Ich kann sonst nichts weiter machen. Wie es uns geht, wie unsere Woche war. Sehr anstrengend. Nicht so anstrengend wie das gerade noch. Ja, das ist echt hart. Die ganze Woche auf ein 700-Zeilen-Skript gestarrt. Wofür manche Leute wahrscheinlich eine Stunde brauchen, um zu lösen, was das Problem ist. Und ich habe es nicht hingekriegt. Hm. Das kommt davon, wenn man nicht programmieren kann. Oder keine Programmiersprache lesen kann. Kann ich gar nicht bauen, so ein Scheiß. Das ist zu teuer. Das? Tja, dann muss ich auch noch fragen. Ursprünglich im Plan bleiben. Okay, ich soll auch das machen. Spannend. Dann baue ich einmal für zwei Geld und Terraform einmal, also zwei von denen. Da so ein Ding sehen. Dann krieg ich dafür 2, 3, 4 Punkte. Ja. Oh, jetzt zieht er alle davon. Was? Für 2 Punkte vor dir? Ich schieb mir der Reihmacht hier rein für 3 Geld. Mhm. Gib 2 von denen aus für 2 Geld. Das ist 5 Geld. Was, nein, dann gebe ich 5 Bücher ab. Dann gibt es 3 von denen aus für 2 Geld. Mhm. Ach, diese Umtauschgeschichte drei, da unten. 3 für 3 und hier 2, dass ich 5 Geld habe. Also. Dann gebe ich 5 Bücher ab. Für das hier. Oh. Da baut er einfach noch so ein Ding. Ich baue eine neutrale Schule. Wohin? Da, wo ich es bauen kann, weil ich das nächste. Ach, ich könnte auch woanders telefonieren, gell? Also ich sehe das. Also du willst das hier hinbauen, meinst ja, du? Ich will es hier hinbauen. Du hättest die 2 Arbeiter noch, um. Das ist zu weit weg. Boah, das okay, ist zu weit weg. Ich hätte 2 Reichweite. Aber dann, die Plättchen passen alle nicht. Passt schon hin. Cool, dann kriege ich aber jetzt einmalig, noch das darf mir jetzt nehmen. Ja, also wie bei jeder anderen Schule auch, genau. Das ist quasi nur eine Erinnerung, ne? Und du musst das dafür nicht das extra Buch ausgeben. Und ich krieg halt kein Einkommen dafür. Das stimmt. Hm. Aber. Ich brauche noch ungefähr 3 von den scheiß Dingen. Das gemacht, brauche ich mir jetzt einfach das nehmen, aber ich kann es nicht. Obwohl, ich glaube, dass Profis gerade echt die Hände im Kopf zusammenschlagen. Das noch nicht gebaut, hier nichts gemacht. Karl, wir sind hier gerade die Profis. Das hat doch sonst keiner gespielt. Teile Musikerspieler. Wir setzen schon was wir tun. Wir setzen den Marsch ab. Ich könnte das vielleicht nehmen. Müsste ich nur. Du kannst einmal terraformen. Ich kann einmal terraformen. Das ist Wüste, aber oder Wüste oder. Nee. Doch, das hier. Ja. Da komme ich hin. Oh, bitte, nehme ich. Doch nicht mein Feld. Ja, das kannst du nicht zweimal in einer Runde machen. Dass du auch Nachbar bist zu mir, hätte ich auch noch bei meiner Wahl. Aber ich brauche das, weil ich das Geld brauche fürs Einkommen. Greif zu. Ich find's gut. Ich fürchte, ich brauche das.
Dann kriege ich einen Turm und terraform das. Dafür gibt es ja auch nur Siegpunkte, oder? Das terraform ist zwei Punkte, ja. Falsch. Das ist. Oh, pardon. Du bist ja die andere Farbe. Wie viel kriegst du dafür? Zwei. Weil du geterraformt hast. Ja. Ja, und du kannst zwei Macht für einen Punkt bekommen. Zwischen uns beiden? Sind, ja, wie sind eine zwei? Macht für null. Ein. Also eine, sorry, das ist nicht dein Gebäude. Da hätte ich es echt nicht mal hinbauen können. Ist das nicht schon eine Stadt? Das ist ja, schon das ist schon eine Stadt. Das ist schon eine Stadt. Eigentlich war es nicht los. Ich fand's okay. Dann bist du durch? Nee. Das ist ein bisschen ich wie Bundesliga, das hier ist interessant. Ich krieg noch zwei braune Bücher. Und ich kriege auch noch ein drittes braunes Buch für meine Fähigkeit. Das ist schon spitz. So sinnlos war das vielleicht nicht. Damit ich gebe ein Geld aus, zwei Arbeiter und noch ein Geld, um hier zu terraformen, dafür zwei Punkte zu bekommen und da so ein Haus hinzubauen und dafür nochmal zwei Punkte zu bekommen. Weil es trotzdem zur Stadt dazu? Nee, das ist trotzdem keine Stadt. Ne? Aber um hier das alles zu verbinden nachher, muss ich das Feld haben, deswegen, weil mir das Feld. Ach, sowas gibt es ja auch noch. Oh Gott. Ja, aber das sind ja auch nur sechs Punkte Unterschied. Die Leisten sind deutlich krassere Punktunterschiede. Mhm. Stimmt. Auch wenn nicht, die letzten Partien das immer auf diese sechs Punkte ankamen, aber ja, also, holst du sie da, verlierst du sie da, das kannst du halt auch selten optimal spielen. Wir sind dir da ja auch noch nicht so davon gezogen. Bin ich jetzt dran oder nicht? Nach Grau ist Braun. Ich gebe das hier aus, gehe hier einen Schritt vor, dafür bekomme ich zwei Bücher, das war's. Dann darfst du. Ich hole mir auf jeden Fall noch mein Buch. Bitte ein. Der Karl. Hier. Such dir was Hübsches aus. Geht aufs Haus. Ach, ich bleib bei diesen hellen. Das ist ja auch toll. Was machst du? Passen? Das klingt so hoffnungsvoll. Bleibt. Nee. Ich gebe einen aus, um zu terraformen. Habt ihr auch schon? Ihr habt es. Und zwar. Einfach für die zwei Punkte noch. Ja. Kannst du ja irgendwo was vorbereiten. Kannst du auch nur einen Zwischenschritt machen, ne? Kannst du auch für mich was vorbereiten. Ja, ja, das tue ich ja, wenn du neben mir ein bisschen, halt übernehmen. Also, du solltest halt in Wald irgendwas terraformen. Das ist ja dann am wenigsten störend für dich. Naja, also weil jetzt ein Gebirge terraforme, ist ja gleich Vinzenz dran. Das war unsere Bretter, wenn wir nebeneinander auch dran sind. Du kannst ja auch Wald terraformen, aber musst du nicht. Dann passt auch, dann baust du voll mehr auf das Gebäude, das ich hier vorbereite. Ich will eigentlich nur die zwei Punkte haben. Für einen Arbeiter ist das, glaube ich, schon ein ganz guter Kurs. Überall dahin, das war mein, da hätte ich oben hinbauen müssen. Ich muss aber bedenken, dass ich gerade auch gar kein Werkzeug habe, um zu bauen. Nö, du passt ja vielleicht gleich und bist ja nicht so ein Stadtspieler. Das kann gut sein. Richtig. Das kann sehr gut sein. Darum möchte ich gerne weit von dir wegbauen. Oh, ich habe immer noch kein Stadtplättchen genommen, ne? Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Oder habe ich ein Stadtplättchen genommen? Du wolltest darüber nachdenken. Stimmt. Ich habe ja eine Stadtplättchen genommen. Hast du damit auch, die immer da reingelegt? Hast du deins auch da reingelegt? Nee. Meins liegt hier. Ich hab das tatsächlich noch nicht gemacht, ne? Kann man das gleiche nochmal nehmen? Nein. Scheinbar nicht. Aber es ändert ja nichts. Bringt nichts. Ich mach mal hier einen Wald. Ich bin dran. Ich habe dann mal die Stadt gebaut. Ich hab, also wenn irgendjemand zuguckt und sagt, ich habe mir irgendwas von der Stadt schon genommen und einfach nichts von den Sachen gemacht, bitte Bescheid sagen, aber ich glaube nicht. Kriegst du sechs Punkte? Bin ich? 43. Hier kriegt man nicht eins auf jeden, sondern hier kriegt eins man auf einer beliebigen. Eins auf eine beliebige. Für Städte gibt es am Ende kein extra irgendwas, ne? Hm. Ich hätte gerne noch. Ich hätte gerne noch zwei Bücher. Ah. Ich
kriege auch wieder nur einen Gelehrten, ne? Boah, das ist nicht gut, glaube ich, oder? Hm. Es gibt mir wieder. Also ich muss ja im Prinzip noch irgendwie hier hinbauen, weil sonst das alles nicht als verbunden gilt, ne? Auch lustig. Das gibt einen auf allen oder einen beliebigen? Einen beliebigen. Weil ich eh nicht das so schlecht. Ich habe eh nicht das größte Zusammenhängegebiet, ist ja eigentlich scheißegal. Ich passe. Mhm. Aha. Dann ist Ben dran. Ich passe auch. Mit schweren Herzens das abgeben. Dafür, dass ich wenigstens mache, warum passt ja eigentlich? Achso, ich bin, wenn ich erst. Stimmt. Man muss ja eine Aktion weniger machen, um nach vorne zu rutschen, logischerweise. Noch ein paar Priester bräuchten. Also, ich passe ja auch immer noch nicht. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Spannend. Ich. Warte, ich. Mach das nicht. Das bauen. Ich möchte doch lieber noch. Obwohl. Nee, ich mach das so. Ah, das ist das, was du vorher hattest? Das hat er gerade. Das hatte ich vorher, deswegen kriegst du jetzt. Achso, warte. Also ich gebe 2 Geld und einen Arbeiter aus. Ich baue das hier hin, dann kannst du. Er hat gepasst, ne? Kriegt er keine Macht mehr. Doch. Ach, verdammt. Wenn er möchte. Die möchte er, die gibt's ja umsonst. Natürlich will er die. Dann bin ich weiter dran, ne? Das ist bestimmt ein Zeichen dafür, dass es bei mir richtig gut läuft, wenn ich viele Aktionen als hier machen kann. Mhm. Ja. Oder wir haben irgendwas an der letzten Runde gewinnt man damit in der Regel. Oder wir haben irgendwas bei der Spielereihenfolge. Ich habe schon zweimal erlebt. Saubüdelt. Nö, du hast halt einfach mehr Ressourcen. Du hast Augsburg, ja noch die Stadt gewählt. Die Stadt mit einem. Ist das Augsburg? Mit einem Feiertag mehr? Ja, die haben das Friedensfest. Das Friedensfest, das ist jetzt auch demnächst. Das ist im August. Naja, in meinem Alter ist das demnächst. Ich hätte ja gern so eine Festung. Ich könnte. Das sind 2, 3, das sind zu wenig. Das war schon befriedigend. Ich gebe mal 2 Arbeiter und Droit Geld aus und. Ach das, dann kriegt man nochmal eine Macht. Nämlich. Jetzt füttert euch. Ja, aber was soll ich denn machen? Passen. Das kostet. Ja, 3 gibt's. Will ich aber nicht. So. Warum habe ich eigentlich eine Brücke? Was will ich mit der? Brücken kann ich ja nur bauen, wo ich angrenzend schon was habe, oder? Also, du musst halt da irgendwo sein. Kannst nicht hier eine Brücke hinbauen. Meine ich. Genau. Ich glaube, ich kann damit nichts mehr machen. Ich nehme das mal mit in die nächste Runde. Dann passe ich. Das kommt zurück. Da ist, nachdem ich was genommen habe. Hab da ja tolle Sachen da gelassen. Ja. Ich hab das nehmen sollen. Das ist ja klar. Kannst du gerne noch machen. Nee, das hab ich schon. Ja, ich wollte dir auch die 3 Geld haben. Irgendwas hat mich dazu verlockt. 3 Geld, ne? Das ist auch nice. Das tue ich nicht. Was über Architekten ist 4 gönnt man den Leuten an. Ich nehme einfach das. Ich das sollte nicht mehr so viel darüber nachdenken. Ja, da kommt da über ein Geld drauf, bitte. Dann gibt es für jeden Schritt auf Gelb einen Punkt. Das kriegt, heißt, glaube ich, jeder eins. Du kriegst 2. Sind das Punkte oder Geld? Nee. Jeder kriegt ein Geld. Ein Geld, aber du kriegst 2. Genau. Und wir kriegen beide 1. Warum 2? Weil du auf 2 bist. Das ist braun. Achso, braun 2, dann kriegt jeder nur 1. Gut. Das war auch schon die Wertung. Beim nächsten Mal gibt es hier fürs Upgraden Punkte. Gut, dass ich das letzte Runde alles gemacht habe. Und dann gibt es das normale Einkommen. Ich hätte gerne nochmal 2 Geld. Ich hätte bitte gerne ein. Oh, ich nehme es ja. Ein weißes Buch. Warte, ich bei mir. Sehr gut. Dann möchte ich gerne 4 Geld. Ich sehe nicht, wo hier noch Bücher herkommen sollen. Ich bräuchte noch mal irgendwo ja 2 Bücher. Ich habe keine Ahnung. Tempel upgraden. Also Gilden upgraden. Hast du 2 Bücher? Stimmt, da gibt es Bücher. Relativ easy. Stimmt, aber dann habe ich wieder keine Ahnung. Verschiebe 2 Macht. Ich krieg 5 Siegpunkte. Was bedeutet das eigentlich? Einmal irgendwo in ein Gildenhaus einsetzen, ne? Nehme ich mal an. Ja, du musstest das schon. Hier.
Ja. Bedeutet einmal irgendwo hinsetzen. Irgendwo. Aber es muss schon, du darfst nicht vorumwandeln. Also es muss ein passendes Feld sein. Okay. Okay, also ich habe das genommen, ich krieg den, ich krieg 4 Geld. Und ich krieg 2 Macht schieben. Das war's. Eieieiei. Gut. Dann geht's wohl los. Achso, ich krieg noch 6 Macht. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich krieg noch 5 Werkzeuge. Wahnsinn. Wir haben so einen krassen Unterschied an Machtaktionen. Hab ich sonst noch was vergessen? Was ist die Spielerreihenfolge? Das hab ich. Du hattest zuerst gepasst, ne? Dann ich, dann du. Also bleibt alles. Hat ich zuerst gepasst? Nein. Nein, ich hab zuerst gepasst. Wie schade. Oh Gott, was hab ich mir diese Brückenaktion gedacht? Was schreibt denn der Chat so? Das können wir also. Stadtfest sind doch mein Highlight. Meint ihr, Brettspiele sind generell Leute, die nur zu Hause bleiben und nicht gerne in manchen Massen sind? Nicht generell. Also es kann sein, dass es eine Tendenz dazu gibt. Also muss ja jemand sein, der gerne zu Hause ist. Aber ich glaube nicht, dass sich das zu stark verallgemeinern lässt. Sind Leute, die gerne auch was drin machen, aber es ist ja trotzdem gleichzeitig eine gesellige Aktivität. Also ich bin auch gerne unter Menschen. Aber, also früher, ne? Das ist aus einer Alters. Aber sie wollten nicht, dass er gerne unter ihnen ist, deswegen ist er beim Brettspielen gelandet. Genau. Nein. Widerspricht das nicht in Drang, Grundsang des geselligen Brettspiels? Ach, ich sollte zu Ende lesen. Wieso wollten jetzt auf einmal so viele von diesen... Also ich sag's mal so, es eignet sich für Leute, die nicht so gerne Menschen und Massen sind, mehr als andere Hobbys. Und Leute, die das nicht stört, haben eine breitere Auswahl, wo ihre Interessen landen könnten. Vielleicht sowas. Aber wenn man wirklich introvertiert ist, nicht so viel mit Leuten zu tun haben will, machen heute doch Computerspiele auch einen starken Konkurrenz aus. Das kann man ja damit noch weniger oder einfach alleine machen. Das ist dann am entspanntesten tatsächlich, wenn man introvertiert ist. Bin ich dran? Ben ist dran. Ben ist dran, was hast du gemacht? Ich habe die Aktion getötet. Ich gebe mal 3 Macht aus für 7 Geld. Next! Karl. Mhm. Oh, das lohnt sich doch alles. Ah, dann brauchen wir nur 3. Das sorgt auch dafür, dass man nur 3 statt braucht. Wie spannend. Also da, wo du das gebaut hast. Ja, ja, also in den beiden Städten, die das machen. Das ist ja für 2 Städte gleich. Schon ein krasses Teil. Ich bin so doof. Ich hätte das nein. Doch, ich hätte das da. Du bist doch nicht doof, Ben. Das sagt keiner. Ah, mein Gelehrten habe ich vergessen. Den habe ich noch. Unschön. Yay. Nee. Ich hatte Party- und Homie-Phasen. Ich hatte lange Zeit nur Party-Phasen und jetzt Homie-Phasen. Hallo Steffen. Oh, Karl wollte Homie. Ich habe gesagt, Terraforming Mars oder Age of Innovation. Ja, ich wusste auch, dass mir das nicht so super viel Spaß macht, aber ich muss es ja trotzdem einmal gespielt haben, weil darüber einfach geredet wird dieses Jahr. Aber so vorhin auf dem Niveau keiner Spiele. Expertenspiele, ja. Du bist da ein Experte. Ich gehe gleich. Aber ich fühle mich darum gestärkt, dass viele sagen, so Terra Nova braucht keiner, das ist einfach Schwachsinn. Terra Nova ist für eine andere Zielgruppe und dafür ist es gut. Ja. Das wollte ich auch nochmal überprüfen, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, dass die Diskrepanz dazwischen so groß ist, dass du es wirklich unterschiedlichen Leuten entsprechend empfehlen kannst. Und es ist so. Genau, das ist die einzige Diskussion, Terra Mystica mit Erweiterung oder das. Genau. Kann man sich überlegen. Ich bin dran, ne? Oder Gaia-Projekt. Ja. Ich mach Dinger mit. Wahrscheinlich, auch wenn ich es noch nie gespielt habe. Upgraden bringt Punkte diese Runde. Hm, wie gut, dass ich nur einen Arbeiter habe. Wir haben alle nur einen Arbeiter, ne? Gelehrten, meinst du? Was auch immer. Gelehrte arbeiten auch. Die sind nicht faul. Nee, werden. Gibt's auch gut ausgebildet hier? Wir haben da nichts, was Gelehrte gibt, ne? Nein. Nee. Nee, das also indirekt, wenn du dir das nimmst, kriegst du nächste Runde einen Gelehrten. Also diese Runde sind wir. Stimmt, das kriegst Gelehrte. Du, weil du dann hier Gelehrte kriegst. Ach so. Stimmt ja. Ja, nächste attraktiv. Runde ist irgendwie, also das ist ein bisschen gemein, ne, die Kombi.
Das ist so, die verhöhnen dich. Nö, ist halt Cashback, ne? Das tun sie. Also ich würde, denke ich, das tun. Das ist klar. Also. Dann machen wir das als erstes. Terraform kostet ja. Nee, ich mach das hier. Komm. Ich gebe den Gelehrten ein Geld und ein Werkzeug aus, um das hier dahin zu steigern und dafür auf 55 Punkte zu ziehen. Dann ist orange. Lauerkopf. Dran, so ein Blödsinn, ey. Wie hast du so viele Punkte gemacht? Krass. Ja, ich bin auch nur auf die 6. Ich bin noch hochgegangen. Terraform. Das kannst du ja auch noch machen. Das habe ich mir gerade überlegt. Das habt ihr mich durcheinander gebracht. Das tut mir sehr leid. Ich schicke einen Gelehrten dahin, wo er hingehört. Vielleicht. Die sind frei. Kommt ja nicht so hin. Boah, die sind ja noch frei. Ich hab keine Mord. Und Geld gibt's diese Runde nicht. Das muss man auch nicht bezahlen, ne? Diese Dinge muss man aber nicht bezahlen, richtig? Welche Dinge? Nee. Hast du damit bezahlt, dass du die Festung bauen konntest? Das ist interessant. Wäre aber ein Argument dafür gewesen. Darf es eigentlich nicht benachbart stehen oder kann es auch benachbart stehen? Was? Das da. Das muss ja benachbart stehen. Nee, das ist doch extra so, deswegen habe ich ja gefragt. Das sieht irgendwo auf dem Spielplan. Aber dürfte es auch benachbart sein? Ja, wenn irgendwo auf dem Spielplan. Also du könntest damit einfach irgendwie hier aufklappen. Was ist das denn für ein Stapel? Denn vor? Ich weiß auch nicht. Also Terraform und was bauen das ist jetzt? Das, oder? Nein! Krieg eine Macht. Da geht er auf mein Feld. Dann könnte ich... Dann hole ich mir für 3 Macht 2 Arbeiter. Schon wieder beide in einer Partie bekommen. Dass die extra Punkte kriegen, mir kommt das mit dem weniger Macht ausgeben eigentlich sehr gut vor. Spannend. Ja, gut. Ihr wollt ja nicht. Also, dass man da beides kriegt, das ist wie, ihr wollt ja nicht. Ich meine, du kriegst ja am Anfang diese Startsiegpunkte. Das ist auch wichtig so. Ja, wirkt so. Okay, das Spiel ist das klassische Deamoxid. Ja. Das ist ein Expertenspiel, das ist total heftig. Dann ist Karte. Ja, klar. Das ist das. Schön. Ich komme nur auf 2 Millionen. Ich könnte mir versuchen, das noch zu bauen, aber das klappt ja nicht. Ich bräuchte da vorher noch irgendwo anders Zeug, weiß ich nicht. Aber ich dachte gerade, ich hätte viel Arbeiter gehabt, habe ich doch nicht. Richtig gut. Das ist echt übel. Muss das diese Runde nicht mal bauen. Dann das, dann kommt das. Ach, für die Leistungsrunde braucht er keine Chance. Dann habe ich noch das. Dann könnte ich. Ja. Ich möchte gerne Terraform mit einem Arbeiter. Das war's, einfach nur Terraform. 2 Macht. Oder möchtest du noch was bauen? Möchte ich nichts bauen. Da bin ich drin. Jetzt habe ich mir neue 3 Macht gesammelt. Jetzt kann ich sie ausgeben. Will ich die 2 Macht haben? Und habe wieder einen Gelehrten. Für einen Punkt. Gleich 6. Naja. 1 Macht ist es nur. Ja, die nehme ich.
Wo gibt es eine Macht? Weil du gebaut hast. Er hat ja Terraform. Ich habe nur Terraform. Achso, sorry, dann. Das will ich ja gar nichts. Das ist ja noch einfacher. So, jetzt möchte ich gerne. Stapel deuten schon an, dass ihr das mehr Ressourcen anzieht. Und dann baue ich hier die Geschichte, womit ich deine Stadt gegründet habe. Das Lustige ist, er gründet ja jetzt seine erste Stadt. Er hat das alles extra gehabt, ohne den Bonus durch die Städte. Ja gut, die Städte geben ja noch einmalig was. Aber ja, was heißt nur? Genau, er hat das ja alles gemacht, ohne die Punkte und alles durch die Städte, die wir schon gemacht haben. True. Dann brauche ich die Geschichte. Ich denke, er wird nachher. Ich glaube, er peilt drei Städte gerade an, oder? Ja. Drei? Ja. Ich freue mich auf zwei, aber. Oh, ich glaube, das ist. Das kriege ich jetzt an Punkten vier, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Vielleicht schaffe ich ja noch eine zweite. Mal gucken. Bin ich dran? Karl, ja. Ich gebe 4 Arbeit, also Werkzeug und 6 Geld aus, um sehr früh im Spiel meine Festung zu bauen. Mhm. Und dann nehme ich das hier. Ah, hallo Stefan. Und setze das dahin. Ich weiß nicht, ob du dafür auch Macht kriegst. Freust du dich schon auf Age of Innovation? Und dann kommt das hier raus. Ja, das macht Gewinn für andere aus. Oh, jetzt sind es aber schon. Da steht da, jetzt habt ihr alle eure Festung gebaut. Er steht halt auch überall. Das war's? Das über was ben, das ist ja eine hast du dir Aktion, eigentlich ne? Dein Plättchen hier genommen? Nee, ja, da kriege ich auch ein Plättchen für. Wofür kriegt er ein Plättchen? Für seine Uni. Die Uni gibt auch ein Plättchen? Ja, steht doch drauf. Ist ja auch hier eingefasst. Ah, gut zu wissen. Jetzt die Frage, ist das. Das sind ja zwei einzelne Sparen, das ist keine Bauernaktion. Nee. Oh, so ein Scheiß. Obwohl. Oh, noch eine Stadt kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Ich kriege eine Stadt hin, aber ich habe nichts dafür. Also will ich die Geschichte oder will ich über die Geschichte? Das ist eigentlich ziemlich fett. Hm. Und hier, ich durfte da sofort umwandeln, ne? Was meinst du? Welchen Turm baue? Wie umwandeln? Also ich irgendwie. Ja, du musst Terraform, wenn du ihn platzieren willst. 2, 4, 6, 7, 8. Für einen Arbeit, das ist auch nicht schlecht. Das wäre braun, ne? Ich glaube, ich mach das. Ich hole mir den. Ich glaube, ich werde Starspieler werden. Ihr habt ja beide noch jede Menge Ressourcen. Ich habe noch keine Aktion mit Ressourcen gemacht diese Runde. Siehst du? Leg das Ding hier hin und dann bekomme ich dafür außerdem noch 2 Bücher. Ich habe mir die 3 Punkte nicht gegeben, als ich hier vorgegangen bin, ne? Oder? Doch. Habe ich mir 9 gegeben? Mhm. Glaube schon. Das war der eine Schritt, den wir da gefragt haben, oh, wie hast du so viele Schritte gemacht? Dann bin ich nicht von. Kann sein. Bin ich nicht von 49 auf 55 gegangen, also 6 Schritte? Ja. Ja. Aber es sind ja 9 diese Runde. Die 3 hast du nicht. Achso, das kann sein. Das meinte ich. Und schon sah noch dichter. Ich bin fertig, du bist dran. Ja. Ich bin bei Braun, bin ich bei 1, ne? Das heißt, ich komme auf die 3 nicht, weil hiermit kriege ich nur einen Schritt weiter. Wie großartig. Oh, ist das ätzend. Beim letzten gibt es das nicht. Kann ich noch irgendwo anders hier einen Schritt generieren? Nein. Wenn du einen Gelehrten hättest. Oder du schaffst es noch, eine Schule in eine Uni abzugraden? Nein. Ja, in dem Spiel kann man echt nie was machen. Mehrere Schulen wären bestimmt gut. Ich würde ja sehr, sehr gerne meine neutrale Schule abbilden, aber das darf man ja nicht. Nein, das würde ich mal. Ich will nicht jetzt. Keine Drittmittelprojekte. Ich brauche was Bestimmtes eigentlich.
Ich gebe 2 Arbeiter aus. Ja, die Card von Stefan Burg, die finde ich auch sehr unterhaltsam. Aber es ist unterhaltsam, lehrreich. Mhm. Also die haben auch eine nette Tischatmosphäre. Merkt man halt, dass es ein guter Freundeskreis ist, die sich alle gut kennen. Ne, also es kostet mich kein Geld, das zu bauen, weil ich gleichzeitig 2 Geld wiederkriege, was das Haus auch kostet. Deswegen habe ich einfach nur 2 Arbeiter abgegeben. 1 plus 1. Mhm. Und dann war das die ganze Aktion. Dann darfst du... Hätte ich 5 Geld gehabt, mir hätten die Arbeiter fehlen mehr für eine Schule bauen. Ich gebe 3 Bücher ab. Und gräb's 3-mal. Und grab 3-fach. Und zahl dann 2 und 1. Und möchte das hier unterbefahren. Das? Mhm. Was kommt drauf? Dann das neutrales Gebäude, das Ben gehört. Ben kann 2 Macht bekommen. Ja, mhm. Ein Punkt. Boah, das ist schon nicht schlecht, ne? Leider hat sich da nichts Besseres angeboten. Ich benutze dieses... Achso, du hast ja nur die Macht genommen, nicht schon was gemacht. Das ändert eins. Dann... wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt auch super niedrig, das einfach nur hin. Was schreiben wir, Leute? Ich bin ja ein großer Fan von Heavy Cardboard und deren Teach and Playthroughs. Kriegst du die Regeln perfekt? Das Spiel gezeigt und fast alle denken laut mit bei ihren Zügen. Also, wenn du mich nicht sagen hörst, während ich über meinen Zug nachdenke, dann ist das laut mitgedacht. Also, ne, schalt dann bei mir ein, wenn wir irgendwas so ein Koop-Abenteuer-Dungeon-Crawler-Ding oder so spielen, dann denke ich auch laut, sage ich auch laut, was ich mache. Da fällt es dann aber auch leichter, den Zug zu machen. Also kommt es nicht Dungeon-Crawler an, aber... Ich glaube, ich möchte... Hast du schon gepasst, ne? Nein. Der macht doch noch mindestens 2 Aktionen. Ich glaube auch. Komm, ich mache hier Terraform. Ich habe ja allein hier schon nur 2 kostenlose. Und Baum. Diese kostenlose Brücke könnte ich sehr gut gebrauchen, aber werde ich einfach nicht kriegen, weil ich vor dir passen muss. Ich habe gebaut, weil ich sie diesmal kostenlos habe. Ja. Ich hatte letzte Runde ein paar mehr Aktionen und habe dafür diese Runde viel weniger. Muss ich Städte gründen oder kann ich? Ich glaub, darf. Nicht. Weil ich könnte ja hier über den Fluss mit meiner Fähigkeit eine Stadt gründen. Wohl die Frage ist, ob ich das möchte. Wie, du darfst. Darfst du es dann jederzeit irgendwann mal machen, wenn du Lust hast? Nein, bitte, jetzt oder gar nicht wahrscheinlich. Wie trackst du die denn dann? Ich leg das Stadtplätzchen dahin. Ja, aber... Andersrum wahrscheinlich. Was? Dass du dann sagst, okay, die sind verbunden? Nee, ich leg das Stadtplätzchen dahin. Irgendwo dazwischen, ne? Ja, hier, okay. Auf das Feld, mit dem ich das verbinde. Ist das ja sicher, dass das die Stadt ist. Okay. Ach, du meinst seine Spezialfähigkeit. Ich dachte, es ging darum. Aber ist das... Ich glaube nicht, dass man in diesem Spiel darauf verzichtet, eine Stadt zu gründen, wenn man das kann. Ja, wenn man darauf spekuliert, aus beiden jeweils separate Städte noch zu machen. In der letzten Runde. Ist ja gut möglich, wenn da hat er ja schon 4 und hier 3. Das könnte ja noch gehen mit seinen Ressourcen. Er gradet ja diese Runde wahrscheinlich auch noch. Die Frage wäre, wenn man darauf verzichten könnte, eine Stadt zu gründen, wenn es ginge, allgemein, kann man das dann jederzeit nachholen? Es bleibt dir überlassen, ob und wann du diese Eigenschaften in deinem Zug einsetzt. Und wenn du auf diese Art und Weise eine Stadt gründest, legst du den Stadtmarker auf das entsprechende Schlussfeld. Ich dürfte es also jederzeit machen. Aber bei normalen Städten nicht. Bei normalen Städten gilt voll, genau. Also Stadt. Weil sonst wartest du ja, bis du weißt, was du genau brauchst und machst es in dem Moment. Ich bin glücklich. Boah, noch eine Stadt gründen wird mir ja Punkte geben. Die Geschichte geben, ne? Und nice and stuff. Oh, das mache ich. Ich gründe eine Stadt. Ist auch gut. Es ist alles perfekt unpassend. Ich krieg die Brücke nicht. Das Teil, nächste Runde würde einen Punkt wenigstens geben. Ah, schon so, 4, 5, 6, 7. Also ich gründe hier eine Stadt und zwar die hier für 1, 2, 3, 4, 5 Punkte und 2 Bücher. Ist das eine Aktion?
Ah, du hast ja gerade das Gebäude gebaut. Ich habe das Gebäude gebaut, genau. Da kannst du noch die Division was kaufen. Vielleicht da. Weiß und weiß. Oh Gott, dann kriegst du ja echt die 16 Punkte. Mal gucken, dann bist du dran. Das wäre das, was ich eventuell auch nochmal versucht hätte zu bauen, aber ich werde ja in 10 kalten Wintern nicht rechtzeitig noch 2 Bücher kriegen. 16 Punkte ist schon ganz schön viel. Ja. Das ist schon ganz schön. Ja, ich habe noch 5 Geld. Ich gehe einen Schritt bei irgendwas vor. Spendungswurf auf irgendeiner Leiste erst, oder? Da ist es knapp. Das ist der letzte Schritt, den ich auf den Leisten mache. Das ist echt vollkommen egal, oder? Darf man da nur einmal dann einsetzen? Wie? Also solange du freie Plätze kannst. Was passiert eigentlich, wenn man hier geteilt ist? Wenn dann werden die steht. Plätze geteilt. Ja, quasi für also den zweiten und dritten dann jeweils 3. Dann setze ich mich bei Blau vor. Bei Gelb, wenn ich mit Ben gleich ziehe, zieht er sowieso noch einen weiter weg. Wofür? Ach, das Blau. Was hast du gemacht? Das da. Ah, dann musst du einen Marker drauflegen. Oder so. Dann bist du. Mhm. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich wollte erstmal das machen. Und eine Brücke bauen, denke ich mal. Baut aber auch keiner irgendwie so neben mir, ne? Sag mal, hab ich. Das war vorher alles schon da, ne? Das war alles da, ja. Das da? Gebaut, da das war ein. Genau, da hättest du Macht bekommen können. Wie viel? 3. 3 für 2 Punkte. Klar, weil die Punkte wichtig sind. Da kommen wir ran. Dann gebe ich ein Geld aus und 2 Arbeiter. Terraform hier. Kriegt er sogar noch seine 18 Siegpunkte. Und baue das Ding da hin. Gibt das. Ach, oder das doch, nimmt. Das nimmt er. Achso. Weil er die hellblauen Bücher extra genommen hat, aber ja. Naja, Option. Hat er auch ja, ich meine, das ist doch auch wurscht. Also, dass er gewinnt, steht ja eh fest. Das ist dann auch egal, mit wie vielen Punkten. Also, lass uns doch uns noch bemühen. Genau. Du bist dran. Nicht ihn einzuholen. Ich muss passen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe nichts. Letzte Runde auch nicht so interessant. Ja. Das gehört Scott in der letzten Runde, wenn man Tracks hochgeht und man Controller platziert. Dann bist du. Ich möchte meinen Gelehrten in die technische Uni schicken. Das ist nicht schlecht. Ich möchte 5 Bücher ausgeben und mir die Geschichte holen und dafür 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Punkte. Nice. Ist jetzt schon fast so weit wie beim letzten Spiel, obwohl er was bei 110 war. Also. Von meinem Spiel hier so. Also bei einem Spiel war ich ja hier, bei einem Spiel war ich da. Ja, ich glaube so um den Range, ich glaube gerade 121. Na, und gegen Flo war ich auch irgendwo hier oben in der Ecke, bin ich immer. Ich glaube Flo. 4-5 Punkte mehr als ich. Das war nicht so. Dafür, dass ich halt gedacht habe, dass das hier anders funktioniert, lief das noch recht gut. Und ich dachte schon, das wird eine absolute Katastrophenpartie. Aber es ging auch in der letzten Runde, habe ich die ganzen Punkte gemacht. Vorher dachte ich auch so, Du hast gepasst. Ich bin dran. Mhm. Dann möchte ich mir auf jeden Fall noch mein Buch holen. Wenn die Übersetzung schrecklich ist, Firestone. Was liegt auf dem Tisch? Die Übersetzung von Firestone. Welches? Das ist von. Von Delesky. Von dem hat tatsächlich Barkan das Vorgängerspiel von Firestone. Habe ich Anele gebeten, mir aus den USA mitzubringen. Für 7 Punkte. Also Spiele sind ja, also Brettspiele sind ja eigentlich weniger anfällig zu veralten als zum Beispiel PC-Sachen, weil da ist ja auch die Technikverbesserung für die Präsentation ein Unterschied, während das ja analog bleibt analog. Aber klar, aber auch hier ist ja die Präsentation natürlich heutzutage professioneller. Sowas mache ich immer nicht. Dann bist du. Das ist
vielleicht auch mal tun soll. Aber Mechaniken altern tatsächlich, glaube ich, nicht so automatisch wie das. Ne? Die Limitierung bei Computerspielen hat ja dafür gesorgt, dass neue Sachen spielen ist halt auch. Wobei Computerspiele auch echt stagnieren, was das angeht, was du in ihnen tust. Also viel. Einige Genres zumindest. Das ist jetzt eine Möchtest du Macht haben? Zwei Macht für einen Punkt, ne? Und ich krieg gleich sechs. Nein, Platz sechs. Also. Ja. Oh. Das ist bei dir, glaube ich, kein Risiko. Ich glaube, das. Die 100, das bleibt sich gleich. Dann da noch nicht. Bei Spielen ändert sich ja viel am Grafikdesign natürlich auch, ne? Die Ikonografie genau. Und so. Dann aber Mechaniken. Ich meine, altern auch durch Iterationen, aber per se sind die teilweise fester. Das war ich könnte jetzt nochmal bauen. Ich meine, wie alt ist das erste Terra Mystica und so weiter? Also Spiele veralten auf jeden Fall nicht innerhalb von 2-3 Jahren. Sie werden manchmal nur durch Iterationen vielleicht ersetzt. Also ich verbrenne eine Macht für ein Geld und dann gebe ich zwei... Ne, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja auch einfach das als Geld ausgeben. Drei Geld. Und... Ne, muss ich doch machen. Weil ich brauche das jetzt zum Terraform. Vier Geld. Ne, also zwei... Also ein, ne, das Geld richtig und das Geld, die zwei Arbeiter, um einmal hier zu terraformen. Ah, kann ich gar nicht. Ich habe ja keinen. Vergiss alles, was ich getan habe. Ja, jetzt hast du mein Terra Nova Problem. Mhm. Das wird den hart treffen. Wie viel Geld hätte ich da noch eins, ne? Ja. Keiner weiß es. Boah, das die Kacke. Dann werde ich, glaube ich, passen. Als erster? Zweite. Ich habe schon gepasst. Könntest du natürlich noch was aufwerten? Aufwerten? Was denn? Also mit dem Geld? Bräuchte ich ja also. Mindestens... Oh, ich könnte... Oh, stimmt. Dann müsste ich zwei Geld verbrennen. Das hat noch keiner genommen? Doch. Er hat es falsch gelegt. Aber will ich das verbrennen? Ich brauche ja noch zwei Geld dafür. Aber ich will, da habe ich ja schon eine Stadt gegründet. Nee. Nee, ich passe. Everfields. Oh, das ist so schwer zu sagen. Das Spiel ist halt schon irgendwie ein Erlebnis. Das ist was ganz Spezielles. Das soll auch sehr spannend sein. Auch weiter hinten raus. Flo hat das von uns am weitesten gespielt. Stellt die Frage am besten nochmal, wenn Flo dabei ist. Der kann dir am besten was zu sagen. Ich persönlich fand es auch sehr interessant, sehr reizvoll, bin aber seit 2 oder 3 Jahren nicht dazu gekommen, das zu spielen. Du brauchst halt einen Tisch und du solltest es idealerweise aufgebaut lassen und mit den Regeln ist schwierig, weil selbst die gehören dazu, dass die Regeln nach und nach neue Regeln dazukommen, also echt immer weiter. Nicht im Sinne von, es wird immer komplizierter, sondern selbst dieses, das mit den Regeln, ist das, auch selbst das ist mystisch. Das ist auch ein Spiel, das soll die emotionale Intelligenz ansprechen, haben sie in der Werbung damals irgendwas gesagt. Weiß nicht, inwiefern es genau das tut, aber es bietet viel Mysteriöses und die Träume sind auf jeden Fall auch sehr abwechslungsreich, also quasi die Mission. Es gibt einfach jeden Schritt einen Siegpunkt. Mhm. Der Wahnsinn. Das ist schon ganz nett, ne? Mhm. Darf ich die Geschichte haben? Dann habe ich noch mehr Arbeiter und kein Geld. Aber Geld kriege ich da auch nirgendwo. Der Witz ist, dass meine Sachen alle nicht verbunden sind miteinander. Aber ist auch wurscht, oder? Ben hat auch mit riesigem Abstand das größte Gebiet, oder? Wenn er da alle seine Sachen behält, dann sollte er das größte zusammenhängende Gebiet mit Abstand haben. Ja. Wir verlieren tut er ja nichts mehr. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Das wird ja eher nur mehr. Und du hast das zweitgrößte, nehme ich mal an. Bei dir ist ja alles miteinander verbunden. Ich habe 9 Länge. Länge? 1, 2, 3, 4, Gebiete, die verbunden 5, 6, 7, 8, 9, 1, alles, was du gebaut hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich müsste hier noch was machen, um hier verbunden zu sein. Das ist ein Kackfeld. Aber damit wirst du ein zweiter. Ja, das macht was? 6 Punkte Unterschied? Ja. Mhm. Ich frage, was mache ich dafür dann nicht? Dann bist du noch ganz allein. Aber ich glaube, ich kann nichts mehr Sinnvolles machen. Wuhu! Einkommen! Hat jemand einen braunen 3? Oder kann man Bücher für das Witziges verbrennen? Bücher kann man nur für Geld. Das hat, guck mal, Geld hier, von wegen, der hat keine Pläne.
Jetzt kriegt er zwei davon und kann in der letzten Runde da reinballern. Das heißt, er macht Punkte da die. Okay, dann ist wirklich scheißegal, ob ich mein Gebiet verbinde oder nicht. Ob ich jetzt 6 Punkte mehr hinten liege oder nicht, ist auch wurscht. Dann werde ich wahrscheinlich passen. 4x8, da greift er richtig Punkte ab. Da gibt es nur einmal. Schön wieder richtig rum. Einmal einen Schritt auf einer Leiste. Also er hat die 32 Punkte für die Leisten sicher. Nicht schlecht. Oh, gucken wir mal. Ben hat doch auch noch große Pläne. Ben hat doch schon das ganze Spiel über erzählt, dass er auf den Leisten nichts machen wird. Willst du mir etwa erzählen, dass das nicht gestimmt hat? Eine Leiste? Ich glaube, das ist ein fiese Map. Das ist ja bitter. Ich nehme das hier. Und brauche noch Geld. Wie viel Geld kriege ich? 3. Was gibt es noch fürs Hausbauen? Gibt es noch mal extra Punkte? Geil. Unangenehm alles. Überlegst du gerade, ob du passt oder nicht? Bei mir noch nicht, aber nope. Sollte soll jetzt nächste Woche verschickt werden, zumindest an die. Hast du gerade gesagt, es sollte morgen ankommen? Ja. Also hoffe ich, du wolltest es losschicken. Wenn es morgen ankommen sollte. Morgen ist kein Montag, Markus. Ja, aber morgen ist das Konzert von Annika. Achso. Das geht an, auf jeden Fall nicht. Aber ich bin schon ganz krank, ne? Nee. Aber dann könnte ich das Sonntag auf jeden Fall machen. Tagsüber. Dann würde ich würde das als ich würde ein Unboxing-Video einfach dann auch dazu drehen. Ja, aber das kann also, ich. Also, wenn ich das da kann ich das ja auch schon machen. Das stimmt, du kannst das auch schneller machen. Da, aber Vampire ist jetzt auch, steht in der Spieleburg rum. Nochmal Vampire? Ach, das ist jetzt draußen. Das ist, regulär, das ist jetzt genau. Kaufbar und deswegen wäre das wichtig, dazu ein Video zu machen. Ja. Das wird nicht gut. Also, auf Samstag oder Sonntag, also einfach Rangers. Kaufen ist am Wochenende, wobei online kann man ja immer die ganze Zeit kaufen. Insofern okay. Ist das auch egal. Das ist ja dann die Reihenfolge. Genau, dann gibt es erstmal die Geschichte, da kriegst du 2 Priester. Wir kriegen nichts. Dann wird das umgedreht. Letzte Runde gibt es das Häuserbauen, Punkte und fürs Leisten hochgehen Punkte. Dann kriegen wir Einkommen. Ich krieg 2 Gelehrte, weil ich das voll krass vorbereitet habe. Ich krieg gar nichts. Ich krieg einen Priester. Ich hab hier eine Macht, ich krieg 2 Gelehrte. Ich krieg 7. So. Werkzeuge. Lasst uns das doch einfach mal schnell hinter uns bringen. 1, 2, 3. Du hast jetzt letzter gepasst, ne? Ich bin rot. Hat doch irgendwo, ach, stimmt, irgendwo irgendwas gemacht, wo ich Macht hätte bekommen können eigentlich? Nee, ne? Das heißt, ich habe jetzt genau nicht genug Macht. Ich habe genau genug Macht. Na gut. Dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geld hätte ich. Du hast auch mehr Geld als ich. Ich krieg noch 5 Punkte. 4, 6, 2, 4, 6. Ich mach jetzt noch eine ganze Arbeit, dann brauchen wir noch gar nicht mehr. Was soll denn die machen? Arbeit auf den Leisten hochgehen. Mit Arbeit, also mit den Werkzeugen meine ich natürlich. Dafür, dass ich Nitera Mystica gespielt habe, habt ihr es trotzdem ganz schnell dafür gesorgt, dass ich das falsch drin habe. Ich bemühe mich echt über Werkzeuge und ihr seid schuld. Ich brauche noch ein Buch. Okay. Und ne, weil ich dafür ein Buch kriege, wobei mir das eine Buch nutzt auch nichts. Das wird alles frei, nehme ich mal. Ja. Oh, ich bin Startspieler. Ich kann ja jetzt alles machen. Ich kann mir zum Beispiel den Gelehrten dafür 3 Macht holen. Nö, das passierten Affen. Wenn ich das mache, gründe ich eine Stadt weniger. Ja, dann würde ich das nicht machen. Nee, weil dann ich mache nämlich, also ich gebe die 3 aus. Um mir den Gelehrten zu holen. Nicht um mir den Gelehrten zu holen, Blödsinn. Um die Brücke zu bauen. Weil ich dann hier die Brücke baue. Und das war's. Mehr passiert ja da nicht. Wenn du keine Stadt gründest, dann? Das ist ja keine Stadt, das sind nur 6 Punkte. Ich habe mir 7 Geld geholt. Hattest du so viel Macht? Ich habe die alle in der Schale. Hattest? Hatte. Ich habe sogar eine Macht nicht verschieben können, weil ich da kein Geld für kriege, was ich jetzt gelernt habe. Ben Clark, was machst du erst als GP? Sieht es 98% nach GP aus. Du kannst dir online die Regeln runterladen und dann immer gucken. Immer wenn du so einen Strich siehst, dann siehst du die Änderung wie hier. Hier. Ist das so gemacht? Das finde ich gut. Hier. Und da. Und da. Und da.
die halt anders sind als beim normalen. Ne, hier, Terra Mystica. Was habt ihr mir denn gelassen? Es hat halt noch die Ressource Bücher, es hat einen anderen Plan, es hat gerade Gebäude, es hat wild kombinierbare Fraktionen, was ganz gut ist, weil die waren ja schon sehr unterschiedlich beim alten Terra Mystica. Die Leisten funktionieren ein bisschen anders, auch nicht so wie bei Gaia-Projekt. Gib ein Buch aus. Es gibt Technologien neu. Kannst du auch ein Buch ausgeben? Moment. Ich gebe dir 2 aus für ein Geld, für 2 Geld. Dann gebe ich ein Buch aus. Na. Achso, ich habe also, die Dinger da lohnen sich auch alle nicht mehr so richtig. Ne? Da gibt es eins, das gibt 5 Punkte und dann war es das. Ja, fürs Passen Punkte kriegen, 8 Punkte haben wir nicht haben. Wenn man viel gebraucht hat. Ja, bla bla. Und hier noch so ein Ding für Stadtgründung oder so? Das ist bestimmt super. Ja, steht übrigens nie schlecht. Das ist bestimmt super. Das hätte ich gerne früher gehabt. Aber ich habe mich anders entschieden. Aber dann kann ich ja meine Bücher eigentlich verbrennen. Ich meine, das lohnt sich ja wirklich nicht mehr. Das ist halt die Frage, was du brauchst. Kannst du auch hierfür ausgeben. Ja, aber was will ich denn noch umgraben? Das bringt auch nichts. Wenn du hier eine Stadt gründen willst, dann... Das sind doch einfach nur momentan 4 Punkte. Das ist ja auch nicht so schlecht. Das ist kein Punkt. Was ist 4 Punkte? Das hier. Vier Punkte für 2 Bücher ist mit Sicherheit... Ja, besser als 2 Münzen. Ja, viel besser, weil 2 Münzen sind 2 fünfte Punkt. Ich würde lieber noch, also es ist auch nicht sinnvoll, jetzt die Dinger da zu bauen. Es wäre sinnvoller, diese komischen Schulen zu bauen. Boah, eine 4. Stadt wäre gut. Da hätte man mehr Sachen schaffen müssen. Die heute war ja, Spieltan ist ja jetzt nicht zwingend ein Vorteil. Und das kann ich abschreiben. Was habe ich denn jetzt hier liegen? Auch nicht wenig. Wie Priester drauf? Die leisten Punkte zu alle. Ich hoffe doch wirklich, schau mal, wo ich bin. Naja, irgendwo müssen die Punkte herkommen. Aber wir sind auch nicht so viel, Maximum. Und das Spielgefühl? Also du fühlst dich so... Lies mal Instagram-Post, da habe ich es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Es fühlt sich nach einem wohligen Terra Mystica an, nur halt mit mehr. Das ist, also ich würde niemandem empfehlen, sich noch das alte Terra Mystica zu holen. Wobei, ich habe halt die Schifffahrtserweiterung nicht so oft gespielt. Es kann sein, dass es einfach mit den Schiffen auf dem gleichen, und das ja auch, ne, diese Schiffe, Häfen sind halt ja auch mehr. Aber das mit den Fraktionen, dass man die kombinieren kann, ist schon sehr nett. Das ist das. Da gibt es hier Arbeiter. Da gibt es Arbeiter. Und ich habe mich aber auch bei Terra Nova, das ist auch nicht gelangweilt, da hat man auch schon gut nachzudenken, wenn man da viele Punkte machen will. Ja, Terra Nova war auch so ein okayes Kennerspiel. Ja. Also, solide. Vor allem, wenn man so ein Spiel will, wo man halt nicht krass interaktiv gegeneinander spielt, nur das auf dem Board, dann ist Terra Nova schon eine okay Wahl. Wird wahrscheinlich auch nicht so teuer gewesen sein. 40 ist ja Kosmos, ne? Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 40 und 50. Von der Weißen Burg hast du noch nichts gehört, oder? Nee, so auch die Via, da ist der Kontakt generell nicht so gut. Aber Kosmos bringt es ja auch raus. Ja, aber vielleicht auch ein Kosmos Press Event, aber das dauert noch. Kann man da mehrfach das gleiche Plättchen? Nein. Nein. Haben wir auch gelernt, nicht mehrfach die gleiche Stadt, nicht mehrfach das gleiche Land. Ja. Scheiße. Haben wir schon diese Stadt gegründet? Nein. Ich könnte natürlich auch... 6 Punkte sind so eine Differenz. Wie steht die Gründe? Ach, du hast schon ja, ein wahrscheinlich. Es ist wie Great Western Trail. Argentinien. Macht ja auch was anders oder fühlt sich genauso an? 4 Punkte. Gute Wahl. Ben ist dran, oder? Mhm. Okay, ich hätte es ja auch schon vorher mal planen können, aber. Also, ich brauche da. 2 Arbeiter und 2 Geld. Das war alles teuer. Dann brauche ich 3 Arbeiter, 4 Arbeiter. Und gibt es eigentlich nochmal Einkommen? Nee, ne? Nein.
Und dann brauche ich zwei davon. Und kann man sich auch nichts mehr leisten. Der niedrigste gibt Punkte, ne? Ja. Ja. Also ein. Sehr gut. Das ist nicht so ein wunderbares Plättchen. Und das gibt beim Einsetzen, da liegen echt nicht so viele interessante Plättchen noch. Ah, es gibt schon noch ein paar. Ein interessantes gibt es. Und die letzte Runde ist das ja auch ganz okay, sind einfach 5 Siegpunkte. Das bist du, ne? Ach, scheiße. Das bin nicht ich. Wer ist denn das? Ich? Ach, du. Wieso, ach, scheiße. Ich bin keine Gefahr. Ist er immer noch in seinem zweiten Zug? Mhm. Okay, ich hatte kurz, als ich übersprungen worden bin. Weil ich gefühlt gerade eine Viertelstunde nachgedacht habe. Mhm. Wenn ihr Spielerfehler machen solltet, also ihr könnt doch bescheißen, ich würde das nicht merken. Was? Also ich mag Brass Birmingham sehr, ich spiele das aber, glaube ich, nur zu zweit mit Annika. Weil wir einfach uns, wir würden beide nicht so spielen, dass wir uns irgendwie hart so, ah, da kann ich das hinbauen, dann ist er blockiert und dann ist das alles ruiniert, was er vorhat, sondern wir spielen das bisschen sanfter nebeneinander her. Das kann man kacke finden, aber auch so geht das Spiel, ja. Und ich glaube, wenn ich Brass Birmingham irgendwie mit Flo mal spielen würde, so hätte ich halt danach keine Lust mehr auf das Spiel und das lasse ich lieber. Das ist nichts gegen Flo, aber Flo würde das halt genau so spielen, wie es mir den Spaß am Spiel vermiesen würde, weil ich das übersehen würde, dann würde irgendwas passieren und dann hätte ich schlechte Laune. Ist halt realistischerweise so. Muss man ja einfach einschätzen können. Ich würde mit Flo auch nie Wasserkraft spielen. Also ich würde mit niemandem je von Wasserkraft spielen, aber... Also es ist wie ein guter Teil der Bevölkerung in ihrem normalen Leben. Man macht sich nicht so viel Gedanken, es passiert irgendwann und dann ist man sauer. Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, willst du den... Das ist ja immer die Frage, ist es für dich, fühlt es sich jetzt Arbeit an, den Gedanken, den Denkaufwand zu investieren oder nicht? Ich bin ja gleichzeitig derjenige, der sagt, unter einer gewissen Grenze ist auch schwierig, dann von einem Spiel im Sinne von Brettspielen zu reden, aber... Ich mach das. Ich bin ein Freund der Mitte. 3 und hol mir 2 Arbeiter. Dann bist du dran, ne? Willst du das auch machen? Vielleicht. Das mache ich aus Trotz. Den letzten gebe 3 Arbeiter aus und 5 Geld und mach hier, komm Ben, willst du ein paar Machtpunkte haben? Oh, die haben letztes Mal gefehlt. Wie viel krieg ich denn? Boah, 6 Stück. 6 wird mir 5. Dann kann ich jetzt hier... Oh, ich kann auch Machtpunkte kriegen. Du kannst auch 2 machen. 2 für 1. Und ich kann jetzt hier ein Plättchen nehmen, ne? Dann nehme ich das hier. Dann kriege ich 3 Schritte auf Blau, bitte. Braun auf Blau. 3 Schritte fortsetzen. Dann kriege ich 3 Machtbewegungen. Ja. Spannend. Und das gibt dir Siegpunkte. Schade, dass er sich die Dings genommen hat. Was gibt mir Siegpunkte? Genau, das habe ich ja... Nee, das ist nur, wenn ich Arbeiter einsetze. Ja, aber beide. Das heißt, du willst noch Arbeiter einsetzen. Aber die 2 hast du dir schon genommen. Ah nein, das hast du nicht gemacht. Nee, das Ding ich habe nur... Mache ich. Was haben wir? 5, ne? Für 6 macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hast du gemacht? Hast du ihn gebaut? Deswegen hast du dir gerade die Punkte genommen. Genau. Ich weiß noch, ich Macht dafür bekommen. Aber also, wir sind offensichtlich alle auf verschiedene Arten überfordert. Bin ich dran? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe. Dann mache ich 2. Doch, ich habe mir den 2. Mir fehlt 1 Arbeiter und das ist ein Problem. Kram mache ich schon wieder nicht, Entschuldigung. Aber vielleicht kommt es noch. Ja, ich glaube, ja, mal gucken, vielleicht geht das noch. Oh nein, mir fehlen einfach die Gebäude. Das ist ja angekommen, wie doof. Nein. Na komm, dann mache ich hier mein Upgrade. Ich kann Macht bekommen. Für 2 und 3. Ich nehme mal die Macht für einen Siegpunkt. Keine Ahnung. Und dafür kriege ich nicht mal Punkte. Da krieg ich doch. Wo hast du gerade das gemacht? Da krieg ich gar nichts. Hat das was mit dir zu nein. tun? Nein. Dafür kriegst du keinen Sieg. Wo hatte ich denn im Kopf, dass noch so ein Arbeiter herkommt? Irgendwas hatte ich im Kopf. Ich
hatte im Kopf, dass ich davon noch einen kriegen kann. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ah ja, ich erinnere mich. Stadtgründung oder so? Yes. Bin ich schon wieder dran? Bist du dran? Nein, jetzt bin ich mal dran. Was heißt mal? Du bist fast genauso oft dran gewesen wie wir in dieser Runde. Habe ich mir den Gedanken gemacht. Spirit Island Horizon. Do it. Mir reicht das normale Spirit Island tatsächlich komplett. Da bin ich gar nicht scharf auf mehr. Soll ich mal Karl helfen? Tu das. Gerne. Ist ja eigentlich nett, ja. Ich bin keine Gefahr. Aber dieses Feld, eine Feld lächelt mich noch an. Das wird echt. Also. Zum Glück überrundet er uns halt nicht, ne? Ich glaube, oh Gott, nein, das macht er nicht. Das wird hoffentlich nicht passieren. Das machst du nicht. Habe ich nicht vor. Aber wenn es aus Versehen passiert, ist okay, ne? Also mit, selbst wenn es mit Leisten und Dings, würde ich ja nur 50. Wir ziehen jetzt eine goldene Regel ein. In jedem Spiel, in dem du mich überrundest, spiele ich garantiert nie wieder mit dir. Und falls es trotzdem zu oft passiert, auch keine angrenzenden. Keine angrenzenden? Ähnliche. Also, es wird Gott sei Dank nicht so oft passieren. Also, spiel bitte schlecht. Guck mal, er spielt mit Flo, weil mit Flo spielt auch nicht mehr Wasserkraft. Mir fehlt ein Cube. Naja, aber das Problem ist halt, dass Wasserkraft ist ein sehr gutes Spiel, aber, also ich meine, viele Leute sind mehr frusttolerant als ich für solche Sachen, aber die Zielgruppe ist trotzdem eingegrenzt für ein Spiel, das mehrere Stunden dauert und in dem du... Aha. Oh, wie süß. Was tut noch vor? Da wollte ich sowieso nicht. Ich krieg 2 Siegpunkte. Das ist doch voll gut. Ah. So, jetzt kann ich ich kann jetzt 2 nehmen für einen Siegpunkt, ja? Ja. Was kannst du nehmen? 2 für einen? Nein, ich habe ja 2 angrenzende Häuser. Achso, ja. Aber. Hast du? Was mache ich denn? Nein, warte doch mal. Hast du gerade schon gehört? Ja, aber was soll ich mit 2 Dingern hier? Kannst du 2 Geld machen. Oder noch was verbrennen und dazulegen, aber was ist da noch offen? Das. Kram. Theoretisch könntest du sogar mit deinem dritten, wenn du verbrennst, ja auch was von denen machen. Oder sogar noch einen Gelehrten holen, wenn du noch einen hast. Ich habe 3 Siegpunkte bekommen. In dieser Runde gibt es fürs Hochstieben allein auch Siegpunkte. Ja. Oh, da kommt ja gut ran. Und ich habe 3 mich hochbewegt bei Blau. Das sind 3 Punkte. Dann kriege ich dafür 3. 3. Du hast ja auch Arbeiter. Oh, du hast nicht Arbeiter. Oh, das startet ja auch wohl Jagd. Was machen wir? Möchtest du jetzt die 2 Punkte, den einen Punkt ausgeben? Für die 2 Macht, die du gerade schon drüber geschoben hast? Ja, wenn ich drüber nach. Ich. 2 Geld geben die. Ja, oder halt nur die Geschichte. Aber was mache ich mit 2 Geld? Was mache ich mit 2 Geld noch? Nee. Also zur Not verbrenne ich halt noch was von dem Zeug, falls mir noch was einfällt, aber... Okay, dann bin ich auch... Wann bist du hier vorgegangen? Diese Eben gerade. Was hast du dafür schon genommen? Die 3 Punkte jetzt nachträglich. Okay, also hast du dir auch nicht die genommen und nicht die genommen? Nein. Nein, die nicht. Das gibt es ja nur beim Einsetzen der Figuren. Und ich habe mich durch das Vorbewegen, durch das Nehmen dieses Plättchens bewegt. Genau. Bin ich jetzt dran? Gerade warst du dran, dann bist jetzt du dran. Setz den mal bitte bei Gelb ein. Für 3 Schritte. Und dann kriege ich dafür 3 Punkte, 7 Punkte. Also bin ich bei 70. Und eine Macht. Ja. Und eine Macht, na, hätte ich mal. Musst du jetzt mit diesen Leisten anfangen? Die 5 Macht geben, ja, noch trauriger aus am Ende. 5 Macht geben noch so einen Typen, ne? Mhm. Ja. Hm, den man nochmal einsetzen kann. Spannend. Jetzt wird es noch langsam interessant. Das läuft mir nicht weg. Und ich spiele auch so neben euch her. Ich glaube, ich mache Dinge, die. Wir machen alle Dinge, die wir, wo wir uns nicht mehr wirklich gegenseitig dann finden. Verbrenne ich mal 2 Macht und generiere jetzt eine Macht und schiebe 3 Macht rüber, um das zu machen. Und dann baue ich die Geschichte hier hin und kriege dafür immer 2 Punkte. Ich fühle mich sabotiert, nicht? Nee, 4 sogar. Und ich könnte dafür eine Macht kriegen. Ich kriege dafür eine Macht. Ja. Schön. Wir fangen mit Karl das jetzt weg, fangt ihr damit an. Was? Aber da bin ich ja super weit von dir weg, insofern. Ja, aber die 3 Schritte sind ja trotzdem 3. 3 ist ein Punkt mehr als ein 2-Schritte-Feld. Also jetzt kann ich 2 Sieg.
Ich krieg 2 Macht. Also ich hätte tatsächlich wahrscheinlich wirklich alles tun müssen, um den noch zu kriegen, weil der ja allein so auch 4 mehr wert ist. Ja, mit der Combo, die du gerade hast. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so hingekriegt hätte, wenn ich das dafür als erstes gemacht hätte. Weiß ich nicht. Ich musste halt die Brücke ganz dringend bauen. Weil wenn irgendwer von euch aus irgendeinem Grund eine Brücke gebaut hätte, wäre ich halt am Arsch gewesen. Aber gut, bei meinem Board steht hättest du gesehen, ich hätte auf jeden Fall keinen Board. Ich möchte gerne... Ich muss das noch bezahlen. Oh, das aber das war dein einziger Gelehrter? Nee. Ich habe noch 3. Die liegen noch außerhalb. Die hast du auch noch? Du hast alle Gelehrte quasi? Ja. Wie hast du das denn gemacht? In der letzten Runde habe ich jetzt als 2 bekommen. Boah, das war auch echt und ich habe mir damit den 3 den 4. Diese verdammten. Ja. Oh, dann wird es aber wirklich schwierig da. Ja, lass mir halt die Punkte. Nee. Gib auf. Also, die beiden hast du halt quasi safe, ne? Woher, ich kann dich dazu zwingen, dass du das sicher machen musst. Ich baue noch eine Stadt, dann hole ich mir da auch noch 4. Lass mich. Ich hab Pläne. Ein Plan. Die Frage ist, wo? Wo wollen wir das machen? Gibst du gelb auf, dann brauche ich da nichts mehr machen. Tja. Das gibt das. Das muss ich auf jeden Fall nehmen. Also, pass auf, wir machen das mal so. Ich gehe mal dahin. Dann gehe ich hier 2 Schritte vor. Da muss man dann kriege ich dafür 4, 6 Punkte, ne? Ja. 76. Hey, ich bin auf der gleichen Linie wie Ben. Cool. Ja, du holst es noch gut auf. Ich bin dran. Ja. Dann gebe ich 2 und 3 aus. Ich hätte den anderen nehmen müssen, um das zu machen. Oh, dann kriege ich schon wieder einen. Cool. Füttert der Karl auch noch? Oh nein, es fehlt mir. Oh, so ein Scheiß. Das klappt hinten und vorne nicht. In der letzten Runde verschenkt. Diese letzte Runde fühlt sich gut an. Naja, und mein. Ich glaube aber, dein Vorsprung ist groß genug. Mal gucken, wenn Karl hier noch so 2, 3 Mal so Dinger macht. Kann Karl so Dinge machen. Das Problem ist, ich krieg halt noch einen Gelehrten zum Einsetzen, ne? Das war's. Ach, sind schon wieder 7 Punkte? Hier nee, sind nur 6 Punkte. Sind keine 7 Punkte, sind alle 3er-Felder belegt. Maximal 6. Also ich mache nochmal 6 Punkte über den Gelehrten. Plus 8 für eine Stadt. Plus vielleicht noch ein bisschen extra. Mach ich das jetzt? Das sind auch noch 6 Punkte. Na egal. Ja, ich muss was machen. Ich zahle mal 6 Geld. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich wusste doch gerade noch. Ach, ich hatte es aufgegeben. Ich vergesse immer wieder. Ich denke, hä, wollte ich nicht das noch machen? Aber das geht ja gar nicht mehr. Ach ja, ich habe es bewusst aufgegeben, weil ich hoffe, dass das andere mehr Punkte gibt. Mhm. Aber das war wirklich nicht hilfreich. Aber ich habe dafür einen Arbeiter zu wenig. Ah, 9 ist auch zu wenig. Ich baue eine Festung. Dann schiebe ich das schon wieder. Ben in die Schuhe. War kein nicht anders. Das solltest du nicht tun, der führt eh. Bau das lieber so, dass ich was davon habe. Dann müsste ich es da einbauen. Mach das. Das dauert noch ein bisschen. Mach ich. Dann habe ich, glaube ich, eine Stadt. Ah, nee. Ha! Ich habe noch 2 Gelehrte. Ich sollte dir gar nicht verraten, ne? Das beeinflusst deine Taktik. Ja. Aber ich habe noch 2 Gelehrte. 7. 7? Ich baue eine Stadt. Ach so. Dann hau rein. Soll ich dir 7 Punkte geben, meinst du? Nein. Lass mich kurz überlegen. Ob das. Ich möchte das jetzt nicht durchrechnen. Ich krieg das bestimmt alles hin. Dann nimmt er die, wo überall auf den Leisten einen Schritt vorgeht. Dann sind es nämlich 11 Punkte. Und ich krieg 5 Macht. Das stimmt, das sind 11 Punkte dadurch. 11 Punkte? Also kriegst du jetzt 11, ja? Hätte ich das vorher machen müssen, dann kann ich mir den einen noch nehmen. Nee, das kannst du jetzt, das ist ja noch dein Zug. Du meinst vorher noch ein Geld machen oder was? Ja. In deinem Zug. Ist ja in meinem Zug. Dann bin ich dran. Jetzt krieg ich 5 Macht. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich jetzt ja noch Geld ausgeben. Mhm. Wofür hast du die 5 Macht bekommen? Für die Schritte, die ich hier tue. Die haben alle so gut gepasst, dass du. Hier. Oh. Mhm. Die Siegpunkte hast du mir gegeben. Die 4, oder? Ich hab dir jetzt 11 Punkte gegeben. 11 passt, genau. Boah, da ist er wieder. Und er macht da mehr Punkte. Ich werde es nicht verhindern können, dritter zu werden. Schade, schade, schade. 10 Punkte. Wofür war das jetzt? Kriegst 2 Macht. Nee, ist ja ein Einkommen. Achso, ja, nee, sorry.
Okay, dann ist es. Ich krieg nicht mehr Punkte als du. Du kriegst da mehr Punkte als ich. Dann bist du? Ich nehme hier nur mein Geld. Schade, schade, schade. Ich gebe hier zwei Arbeiter und vielleicht das hier aus und baue. Ben, möchtest du gern zwei Macht für einen Siegpunkt haben? Hallo. Was denn? Zwei Macht für einen Siegpunkt. Ja. Und dann nehme ich dieses Plättchen und möchte bitte bei Braun 3 vorgesetzt werden. Zwei Macht. Und 3 Siegpunkte, oder? Und 3 Siegpunkte. Mhm. Weil für's ich 3 Schritte gegangen Achso. bin. Du bist das, ne? 1, 3. Das reicht ein bisschen nach vorne. Keine Arbeit habe ich. Ich gebe mal die Geschichten hier aus und baue das Häuschen hier hin und nehme dafür 4 Punkte. Das ist echt nur eine Stadt bauen, oder? Dann schaffe ich aber nicht, mir fehlen die Häuser. Nee, jetzt schon wieder. Ich habe schon wieder den Gedankenfehler gehabt. Ich denke immer noch daran, hier was hinbauen hätte halt alles verbunden. Aber ich habe es halt. Jedes Mal muss ich mir wieder bewusst in Erinnerung rufen, dass ich das bewusst abgeschenkt habe, weil ich hiermit wahrscheinlich mehr Punkte mache, ja. als wenn ich hier die 6 Punkte, weil ich vielleicht Zweiter geworden ja, das, wäre. Das ist. Halt den einen, der da oben liegt, verfügbar. Ja. Aber du hast doch noch Macht, die du verbrennen kannst für irgendwas. Jetzt brauche ich Häuser. Ich bin dran, oder? Ja. Achso, aber dann hol dir doch ein Haus per Upgrade noch wieder. Ja, aber dann fehlt mir das, ich muss mal gucken. Vielleicht klappt das ja noch. Das Problem ist, du hast kein Haus, doch, hier. Nee, ja, das geht schon, aber dann, wenn ich hier auf 4 komme, was ich ja muss, dann muss ich auch auf 7 Macht kommen und ja, das wird schwierig, weil den Kram bekomme ich also nicht mehr. Also ich könnte gemein sein und dir das einfach wegterraformen. Das bringt dir halt nichts und... Aber ich habe 3 Bücher übrig. Ich kann es eh nicht bauen. Ja. Na, aber die Frage, na, das kriegst du schon irgendwie. Wie denn? Ich brauch da ja mindestens. So, ne. Das wird nicht klappen. 3 und. Ich glaube, ich helfe jetzt nochmal. Du brauchst 3 Arbeiter und 5 Geld. Dann hast du es. Also das 4. Gebäude. Die Punkte hast du noch nicht. Möchtest du Macht haben? Wieso hilft mir das? Hilft mir nicht. Ich glaube nicht, dass mir die noch was bringt. Nö, ich verzichte. Gut. Ich habe hier 5. Dann bist du? Ich bin? Na, spannend. Ich möchte mir gerne einen Gelehrten holen über Macht verbrauchen. Das ist ja eine Zusatzaktion. Dann möchte ich den Gelehrten einsetzen und zwar bei Braun. Und dann möchte ich gerne 2 Felder vorgesetzt werden. Kann man keinen mehr einsetzen. Hm. Ja. Das ist eine Stadt, du musst einen Schlüssel drehen. Hier macht man das jetzt oder was? Mhm. Nicht, also, ja. Und dann habe ich ja einen IN eingesetzt, das sind 4 Punkte und bin 2 Schritte gegangen, also kriege ich nochmal 6 Punkte. Also gehe ich auf 85. Solide. Ich hätte gerne mehrere solche Runden gehabt, aber ja. Das wird auf jeden Fall enden, weil ich mache ja die 18 Punkte, mache ich auch nur 6 mehr als der 2 platziert und hier kriege ich ja deutlich weniger Punkte. Das wird schon auch. Es würde für das Spiel sprechen, wenn das noch eng wird. Allerdings weiß ich nicht, eigentlich hat es mit dem Spiel nicht so viel zu tun, weil ich wirklich blind durch die Runden stolpere und jetzt am Ende einfach, also sobald das hier lag, habe ich gesehen, dass es gut ist. Ja, aber es geht ja darum, da du 7 Runden sind relativ lang, dass 6. du dir so zwischendrin so Synergien zusammenbaust. Du kannst das ja nicht von erst bis zur letzten Runde, das geht ja überhaupt nicht, weil ich gar nicht ja, weiß, mein Problem ist, ich kenne halt Leute wie Corinna. Auch die plant das ja nicht von erst bis zur letzten Runde, ich kann sie gar nicht. Also ja, ich weiß, dass hier noch ein Plättchen liegt, was auch ist. Du musst immer hier rund gucken, was du geht. Du schon ein bisschen auf die Mitspielerin aufpassen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auf jeden Fall sehr weit ist. Du erinnerst dich an unser, was war denn das, Teotihuacan? Boah, das werde ich echt nicht vergessen. Das war schwindelig, dabei zu gucken, wie sie es durchoptimiert hat. Das hat aber weniger Interaktion. Das hat weniger Interaktion, das ist richtig, aber es war trotzdem... Ja, das waren so Sachen, da hätte ich nicht mal überrissen, dass das so viele Punkte gibt. Die kamen einem gar nicht so vor. Das war so Set-Sammel, der langweilige Teil halt. Das ist übrigens das Schlimme bei normalen Euros. Es sind häufig langweilig, auf mich persönlich langweilig wirkende Aktionen, die effizienten sind. Könnt ihr euch nochmal Macht holen? Wo hast du was gemacht? Ja. Ach, klappt 2 das? Und du auch 2. Also klappt das doch vielleicht. Ich habe vergessen, dass ich das Haus ja auch noch abreden kann und mir das wieder 2 ja, aber das war das, was ich dir vorgerechnet hatte. Das habe ich auch nicht gesehen. Aber die Sache ist die, ich müsste eigentlich, ich kann ja, die 3 Bücher sind übrig. Ich könnte das jetzt einfach so terraformen, dass dich das stört, dann kriegst du es, glaube ich, nicht mehr hin. Das müsste ich eigentlich machen, aber ich habe da echt einfach keine Lust zu. Weil das ich so, möchte die 2 Macht haben. Also man müsste eigentlich, aber es wäre ein Arschloch-Move und weiß ich nicht.
Wenn es 2 Punkte Differenz am Ende sind, dann ist es halt so. Ich habe hier festgehalten, dass mir dessen bewusst wäre. Bin ich wieder dran? Bist du fertig? Hast du was gehört? Nein, das war nicht. Jetzt bin ich dran. Ach, du hast dir nur die Macht genommen und Punkte aufgegeben oder sowas? Nee. Ben war gerade dran. Genau. Ich habe mir nur die Macht genommen. Genau. Danach bist du, danach bist du. Nee. Nach mir bist du und dann bist du und dann bin ich wieder. Korrekt. Er hat halt irgendwie über das Feld gegriffen, deswegen dachte ich, er hätte seinen Zug gemacht. Jetzt muss ich den doch nicht aufgeben, das ist ja schön. Ich gebe 3 ab für einen Cube. Zwei ab für 2 Geld, dann habe ich 4. Aber ist egal, ich habe hier 2 Arbeiterkarl, hier ein Geld und hier 3 Cubes, was ist Terraform? Buch ab. Stimmt, du kannst auch das andere Geld. Feld nehmen, 2 Abstand, ja. Und für 5 und 3 wechsle ich das. Hätte noch eine Menge Macht machen können, aber weiß ich nicht. Ob ich nochmal auf. Da kriegst du jetzt auch wieder. Ja, aber immer nur 2, ne? 2 für 1 Punkt, dann wäre ich jetzt bei 4 für 2 Punkte, dann wären wieder. Das reicht halt nicht. Es sind halt zu wenig. Die müssten noch bis hier rumkommen. Also ich komme nicht nochmal auf 5 für einen Gelehrten. Dann darf ich mir jetzt ein Plättchen nehmen. Das bringt mir 4 Siegpunkte, aber noch 3 Schritte auf Braun, also 7 Siegpunkte und den Vorsprung gegenüber Karl. Ja, aber ist ja gut, dafür nimmst du es halt nicht auf einer anderen Leiste. Ist okay für mich. Dafür muss ich ja. Dafür kriegst du noch einen Arbeiter dann übrigens, ne? Nee, es ist Einkommen. Das ist echt ein nettes Einkommen, oben an dieser scheiß Leiste. So. Hier ist ein Einkommen. Man kann schon draufspielen. Aber selbst. Also für Otto Normalmenschen wie ich ist das. Ja, du kannst ja auch als Sofortbonus auftreten. Ich habe super schnell manche oben gehabt. Aber bis ganz oben auch nicht. Weil das ist ja der Trick, du brauchst ja hier irgendwie Städte, für ganz oben zu kommen. Das ist schon so, dass du halt letzte Runde noch den einen bekommst. Das kann für dich sein. Also das bringt mir nichts. Das bringt mir. Ich komme halt auch nur auf 3 Städte. Nichts. Das bringt mir nichts. Einkommen bringt mir auch nichts mehr. Das bringt mir nichts. Das vielleicht. Das ist zu spät. Das bringt mir nichts. Dafür ist es voll im Einsatz. Ne? Entweder das. Also, ich finde das hier super und die Kombination. Das hier ist halt auch das, was das Spiel so ein bisschen. Ne? Aber ich bin noch. Aber die können ja gut zueinander passen oder nicht, wie sie zufällig hingelegt sind. Ja, aber darum sucht man sich. Du guckst ja, was liegt aus, das passt gut zusammen. Wo kriegst du Vorteile auf irgendwelchen Leisten für? Aber ist dann nicht. Deswegen gibt es ja die 7er Auswahl. Das wird wahrscheinlich auch nicht perfekt sein, aber. Der Start, also wenn alle was wissen, was sie tun. Mystica kannst du halt gar nichts machen. Da gibt es dann diese Punkteanpassungsgeschichten, ne? Genau. Aber es ist ja auch so dann, wenn hier Leute sitzen, die wissen, was sie tun, wenn du dann Startspieler bist und siehst, da liegt die fette OP-Kombination. Ja, und deswegen kriegst du das ja nicht als Erster. Kriegt der Letzte zuerst. Ne, dann meine ich halt so rum. Aber ne, dann ist halt in der ersten Runde letzter Spieler, was das Setzen. Aber beim Setzen gibt es ja auch nochmal einen Ausgleichsmechanismus. Dafür setzt du beide gleichzeitig ein. Das kann ja trotzdem wichtig sein. Es gibt doch nirgendwo irgendwie aus irgendeinem Grund, ich den Chat nicht mehr eingeloggt. Ja, die, also ich fand das eigentlich echt ziemlich mächtig, aber okay. Den hier. Ich habe aber auch, also das kann ich in der Tiefe nicht beurteilen. Jetzt 5 Siegpunkte. Überblicke ich das Spiel gar nicht genug. Und ich gehe auf Gelb 1 hoch, krieg einen Siegpunkt. Boah, dann zieht er. Krieg 2 Bücher. Er hat halt immer noch die 3 Arbeiter, ne? Ich krepel da rum, aber ich krieg ja keinen einzigen. 2 Geld und ein Worker. Du bist echt am Ende trotzdem bei allen vorne, ne? Ich habe das alles umsonst gemacht. Und dann krieg ich noch ein Buch, weil das ja meine Fähigkeit. Das ist schon nett. Ich wollte eigentlich ganz ohne Bücher spielen, aber ich habe es irgendwie bekommen. Konnte da gar nichts dafür. Also 4 Bücher gibt es ja quasi. Okay, hier habe ich das noch drauf gespielt. Ich sehe, ob das ist noch da. Ich kann es mir holen. Easy. Dann bist was lag denn da? Ich weiß gar nicht, was da lag. Du dran. Karl ist dran. Ja. Ja, ich weiß, nee, das wird nichts bringen. Ich baue das dahin. Das ist als Aktion, habt ihr gesagt. Das ist eine Aktion, ja. Steht auch nirgendwo drauf. Dann wird das eine Stadt. Dann nehme ich das hier. Krieg dafür 8 Siegpunkte, bitte. Noch irgendwas Cooles? Das war's ja. Ist da nichts sonst noch drauf? Den Gelehrten nehmen, das habe ich schon gemacht. Achso. Ja. Dann. Das ist echt. Ah, ich hätte mich wahrscheinlich eher konzentrieren sollen. Ich hätte da nicht vorlaufen sollen auf Braun. Ich bin so blöd, ich hätte natürlich das nehmen sollen. Oh, jetzt kannst du keine Schritte mehr machen, das Feld ist voll. Ja, dann, ja. Oh, dann, komm, ah, doch, doch, du kannst immer. Gib mir bitte wenigstens eine Leiste. Doch, du kannst einen abgeben, um einen Schritt zu gehen. Wie einen abgeben? Du kannst immer einen abgeben für einen Schritt.
Oh. Dann sind wir ja gleichgestellt. Das weiß ich nicht, ob sich das mehr lohnt. Achso, du kannst ihn vorzeigen. Genau. Ja, abgeben. Ah, stimmt, aber sag mal, stimmt, das haben wir nicht. Was kannst du? Achso, so hier, ich hatte einen, packe ich weg. Gibt's und dann. Einen Schritt. Ah ja, okay. Das steht auch nirgendwo noch irgendwie dran, ne? Hm. Nee. Also ich gebe mal 2 und 1 aus, um den hier zu bauen, damit eine Stadt zu gründen. Das dauert jetzt ein bisschen, ihr könnt mal weitermachen, wenn ihr wollt. Nach Ben bist du dran. Dann würde ich noch so eins bekommen. Ich bin da eh überall ganz hinten. Also du kannst mit meinem letzten Arbeiter, da ist ja momentan alles weit offen, alles gibt 2 Schritte, das heißt, wir streiten uns auch um nichts. Weil. Aber Ben hat das ja recht behalten. Bei den Leisten ist er tatsächlich hin. Bis auf eine. Also, du bist auch nicht überall letzter. So, noch nicht. Ja, nee. Was halt scheiße ist, ich komme. Warum soll ich denn mit dir gleichziehen für den zweiten Platz? Doch, ich komme noch an die Rote hin. An was willst du noch ankommen? Also hier bist du ja auch mehr als ich, ne? An Punkten. Also ja, insofern. Definitiv nicht mehr als Ben. Nee. Da hat er sogar seine 3. Also ich könnte mir jetzt das holen, würde ich noch das bauen können. Bringt mir das was. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal zu dich da rankomme, aber das ja, sobald es eine Simple Engine gibt, kann ich damit arbeiten. Du bist ja gleich dran an mir. Das ist auch eine Simple Engine. Und du hast wahrscheinlich das zweitgrößte Gebiet. Oh, ich würde das noch nicht abschminken. Naja, nee. Gebiete habe ich das. Die sind ja nicht mit dran. Das hätte ich dann dazu hätte ich hier ranbauen müssen. Stimmt, da hast du ihn weg. Dann hätte ich aber weniger da gemacht. Und ich dachte, ich mache da wahrscheinlich mehr Punkte. Wenn ich einen Arbeiter mehr einsetze, sind das irgendwie 4 Punkte. Das ist eine Differenz von 6. Aber dafür kostet es ja jeden anders vielleicht Punkte. Ich hatte auch in dem Moment noch nicht überrissen, dass du wirklich alle Gelehrte, wie auch immer du das gemacht hast, hattest. Deswegen. Das hätte ich auch eine Runde vorher machen müssen. Das wäre besser gewesen, hätte ich jetzt natürlich auch. Hätte ich alle Arbeiter tatsächlich raushauen können. Aber dann hätte ich halt letzte Runde andere Sachen schon. Priesterding sind einfach 11 Punkte, ne? Besser geht's, glaube ich, nicht. Welches Priesterding? Das hier? Ne, das. Ja, und dann kannst du auch noch irgendwo. Ja, nö. Also 4 vielleicht, kannst aber. Kannst du safe machen? Ja, safe ist ja nichts, aber. Bei aber ich glaube, mehr als 11 Punkte wären es nicht, weil das sind nur 6 Punkte und das hier. Bauen. Das hier sind auch 11 Punkte. Warum? Weil das überall einen Schritt gibt und die Schritte geben alle einen Punkt. Ich komme mal für den blauen Priester. Das wären sogar noch mehr Punkte. Weil ich dann hier in die hier kriege ich ja noch keine Punkte. Das heißt, es wären sogar 13 Punkte. Und gerade. Ich gehe, wieso kriegst du da. Weil ich auf 0 bin. Da und wenn du auf 1 bist, kriegst du aber den Drittplatzierten. Genau. Selbst im Dreierspiel. Also, glaube ich. Sehr klar, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst in der Wertung sein. Ganz unschieden reicht nicht für die Punkte. Das heißt, ich müsste bei Hellblau noch vorgehen, um diese 2 Punkte zu kriegen. Mhm. Kannst du das mal nachgucken, bevor wir die einsetzen? Das wäre sowas, was. Du weißt wenigstens, wo du gucken musst. Nee, ich muss gerade überlegen. Wo steht das denn? Bei. Was war die Frage? Achso, bei der Schlusswertung. Leisten. Schlusswertung. Müsste vor der Erklärung der ganzen Sache. Spielende und Wertung. Da würde ich das bekommen. Auf Stufe 0 bekommt ihr keine Punkte, auch nicht, wenn ihr nur zu zweit oder dritt spielt. Genau. Also muss ich jetzt überlegen, ob ich da noch vorgehe, einfach nur um, weil ich da 2 Punkte mehr kriege. Du hast gerade vorgelesen, bekommt ihr keine Punkte. Wenn man auf 0 steht. Achso. Was ich ja tue bei Hellblau. Wie schön. Das ist ein Scheiß. Ich will jetzt keine Punkte per se, ne? Nee. Das sind aber du bekommst ja sogar. Du brauchst da nichts einsetzen. Das ist ja geteilt. Wären dann 3 Punkte, wenn du halt 2 Schritte gehst. Dann bist du auch gleich mit ihm. Teilt ihr euch ja den zweiten und dritten. Dann sind es 3 Punkte. Aber er kann ja auch noch. Aber da hat ja noch einen Gelehrten da rumstehen. Würde dafür einen ausgeben. Wo soll er ihn sonst ausgeben? Den anderen nutzt es nicht. Ja, doch, bei dem anderen schaltet es dann frei, mehr drauf. Stimmt, dafür wieder einen ausgeben. Das ist ja nur, dass es wieder ausgleicht. Aber er kriegt ja jetzt einen zweiten. Wenn er jetzt die Stadt gründet. Dann müsste sich jetzt mal entscheiden. Dann. Muss er sich entscheiden. Genau. Das ist. Glaube ich, egal. Mich nervt, dass ich hier diese 3 Bücher zu liegen habe, mit denen ich nichts machen kann. Du kannst dir Geld holen, aber das brauchst du nicht mehr, ne? Ja, da habe ich 3 Geld von 5. Na komm, ich nehme den. Das ist, glaube ich, super schlecht. Ich nehme den einfach und kriege dafür 8 Punkte. Nächstes Mal, ja. Ich habe ja auch noch ein Geld. Und den Gelehrten. Und krieg einen Gelehrten. Es ist lustig, dass du auch deine Gelehrten wegschmeißt, wenn du sie benutzt. Siehst du, das ist jetzt das Problem. Jetzt hat er auch noch 2 Gelehrte.
Aber eigentlich würde ich gerne einen der Gelehrten noch was anderes ausgeben. Und da kostet er mich halt auch Punkte. Ich hole mir ein Buch. Aber was heißt, wir kriegen 3 Punkte? Wenn wir geteilten zweiten Platz machen, kriegen wir doch beide auch nur 2 Punkte. Nicht 3. Ja, es werden doch die Plätze zusammengeteilt. Also würde es wahrscheinlich 3. Ach so, man rechnet 2 und 4 zusammen und dann gibt ihr 3? Was nicht? So hast du es, glaube ich. Ich habe einfach eingelernt zu wenig. Ich bräuchte noch. Ja, da ist nichts gemacht. Teilen sich die Punkte der entsprechenden Ränge. Also zweite, dritte dann zusammen. Ja. Das wäre doch irgendwann albern, hier die ganzen, ne, also wenn ich jetzt die ganzen Machtpunkte genommen hätte, um das da hochzukriegen, um noch einen Gelehrten zu nehmen, um irgendwo da noch 3 Punkte zu machen, hätte dafür aber 5, 6, 7 Macht verbrannt. Das wäre auch Blödsinn. Werde ich wahrscheinlich sowieso zu viel gemacht haben. Aber wobei, so sieht es ja momentan halbwegs vernünftig benutzt aus. Da bist du dran. Schon wieder? Ich habe doch gerade. Er gerade irgendwie, er hatte doch die Stadt gegründet, ne? War ja, das jetzt so? Da sind wir einmal schon durch. Also. Dann bin ich noch dran. Ich habe ewig nichts gemacht. Ach so, ich habe gerade. Ach so. Du hast ganz schnell das gemacht. Das hier gemacht. Ich verstehe. Das hätte ich auch gerne nochmal. Aber da gab es leider keine interessanten Felder mehr. 1, 2, 3. Ich habe echt nur 3. Ich wollte 4 Stück. Na gut. Welches macht jetzt am meisten Sinn? Da ist ja gar nichts mehr frei. Ich habe alles abgegrast. Ich kann dich da unter Zugzwang setzen. Hier. Kannst du noch eine Lizierung oder sowas bauen? Nee, ne? Was? Kannst du noch so eine Schule bauen? Nee, ich habe keine Werkzeuge mehr. Ich kann da eigentlich nichts mehr gegen tun. Ich habe auch kaum Geld. Ich darf verzichte. Der weil erste ich Bücher, Platz die ich für irgendwas einsetzen kann. Sind 8. Dann kannst du beide einsetzen, wenn du das willst. Kannst du das machen? Warum solltest du es auch nicht tun? Da könnte ich dich unter Zugzwang setzen. Bitte nicht unter Zugzwang. Aber dann machst du das und hast noch den anderen übrig. Punkt, weil eigentlich nicht mehr ist. Da könnte allerdings noch, weil. Ne, dann noch 3 Schritte. Aber ich will den einen noch rausbewegen für Punkte, was am meisten bringt. Ach, was soll der Geiz? Komm, setz den mal bei Blau ein. Das ist bestimmt die falscheste Entscheidung von allen. Blau? Mhm. Oh, du fies. So, dann kriege ich 4, 6 Punkte. Und 2 Macht. Also 99. Und 2 Macht. Ja, wer zuerst passt in der letzten Runde, kriegt noch mal was extra. Nix. Schön. Dann bin ich, ne? Durch Terraform noch mal. Hier, für 3 Bücher. Wenn das ginge. Ja, geht ja. So, frei. Und ich schicke den mal hier hin und gehe da 1, 2 Schritte vor und kriege eine Macht. Das ist die Frage. Das musst du jetzt mich. Also du musst auf Gelb auf jeden Fall einsetzen, sonst ist Ben auf Gelb Erster. Hat er noch einen Arbeiter? Ja. Ich will da erstmal blau setzen. Schon, du kannst immer noch auf Gelb setzen. Dann muss ich aber einen Schlüssel drehen. Das ist so krass, ich krieg nicht mehr Punkte für Leisten als du, oder? Also jedenfalls nur ein bisschen, weil du bist. Wir teilen das ungefähr gleich auf. Du bist auf mehreren Leisten dann ja vor mir gleich. Du hast ja auch. Du bist auf 2 von 4 Leisten vor mir. So viel dazu. Dann. Also offensichtlich habe ich das echt nicht gut gemacht. Bist du? Und ich krieg noch 2 Macht. Ich war auf blau. Achso, hab ich mir gerade Punkte dafür genommen? Wofür? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich bin. Nee, hab ich nicht. Was? Echt? Hast du schon gehört? 2. So. Ja, ich muss ja Macht verbrennen, geht ja noch in der eigenen Runde, ne? Mhm. Dann verbrenne ich jetzt wohl 2 Macht, um dich hier hinzubewegen, um mir 2 Geld zu nehmen. Mhm. Ich möchte gerne 3 Bücher. Oh Gott, das tut bestimmt Leuten beim Zuschauen weh. Also mir tut es auch weh. Und dann als offizielle letzte Aktion passe ich. Ne, kriegst du nicht mehr. Das nimmt man nicht mehr. Kriegst du noch weg. Wo liegt das dann da noch? Dann beim Passen kriege ich nochmal 6 Punkte. Für 3 Städte, ne? Für 3 Städte. Ja, und da mache ich leider nicht wirklich mehr Punkte als du. Hm. Dann bin ich, ne? Dann. Ach, dann fehlt mir der ja.
hast was genau nicht. Ich habe 5 Macht da unten übrig, das ist auch nicht optimiert. Naja. Was hätte ich denn mit den Büchern noch machen können? Sind die wirklich nur dafür da? Ja. Und für diese Extraktion halt. Diese Extraktion. Und das sind andere je nach Spiel, ne? Ja, leider. Es gab eine, die hatte ich letztes Mal sehr, sehr gern genutzt. Das war die, dass man für 2 Bücher quasi ohne das hier zu machen eine Gilde upgraden konnte. Das fand ich richtig gut. Das hätte ich auch genommen. Ja. Eigentlich war das so ursprünglich, deswegen war ich so entsetzt, dass das nicht das Plättchen war, weil ich hier die Gilde gesehen hatte. Aber das war für Punkte. Weil deswegen habe ich eigentlich ursprünglich diese Fraktion genommen, die viele Bücher gibt, weil ich das eigentlich cool fand. Aber dann konnte man gar nicht drauf spielen. Um den Plan nochmal drum rumrennen für das 200er Ding, boah, nee. Das geht aber schon sportlich. Ich bin ja mit über 100 schon zufrieden. Und das wird ja ein Kampf, dass ich da drüber komme. Hä? Nee, über 100 kommst du auf jeden Fall. Wenn ich hier noch was trinke. Du wirst ja auf 2, also du kriegst noch mindestens 16 Punkte und du stehst bei 86. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du schon über 100. Das hoffe ich doch. Du bist hier Zweiter in dieser Wertung. Beziehungsweise es gibt ja den Dritten, gibt es dann nicht, wenn wir zu dritt spielen? Doch. Doch, klar. Also dann kriegst du hier ja auch mindestens 6 Punkte. Also du bist auf jeden Fall über 100. Also du kriegst da auch 12. Also du kriegst da 12 Punkte, ich krieg die 6, aber. Cool. Ich muss ja 2 verbrennen, ne? So ein Scheiß. Na egal, ich verbrenne 2 Macht, mach mir ein, kipp 2 hier rüber, mach mir 2 Geld und gib dann den hier aus. Was tust du? Und den hier. Er baut noch was. Ja, 4 Punkte. Ich kann nicht. Ach, du hast so ein Scheiß. Das war das, was mich jetzt verwirrt. Naja, mich auch. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe 2 Geld und einen Dingclub. Du kannst ja erst upgraden und dann, naja, das wird vielleicht langsam wirklich ein Ding. So, nee. Ja. Es tut mir leid, aber das kann ich dir nicht sagen. Ah nee, du hast ja erstmal 2 Geld gemacht, genau. Mit der Macht. Geld, das heißt, du hattest kein Geld. Ich hatte einfach nur die beiden. Oh, das sind aber hier echt wenig. Das hier ist der entscheidende Punkt. Spieler, ich hatte einfach. Sind das 2 oder 3? Auf jeden Fall, das hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte. Wahrscheinlich hätte ich ihn mit den Büchern dazu zwingen sollen, dass er was ausgeben muss, um das Wüstending zu. Hättest du nicht, hätte ich einfach da. Ja, dann wärst du ja, hättest du jetzt aber keine Überlegung, wie du noch was damit machst, weil die Sachen wären ja schon weg. Das stimmt. Das heißt, die Punkte, die du jetzt machst, eigentlich meine. Noch irgendwas mit Geld am Ende machen? Irgendwas Sinnvolles? Na, ich gebe einfach. Ich sehe gerade, ich gehe hier aus, mich da Vokal und kriege nochmal 2 Macht. Du bist drauf. Und krieg da 2 Leisten von mir. 2 Aber Punkte. Du hast dafür darauf verzichtet. Aber ich bin hier nicht. Das ist. Das war jetzt halt die Frage, die ich mir gestellt habe, was du eher machst. Kommt ja das Gleiche raus. Oder? Muss ich da noch du kannst da gar nicht mehr gehen, weil das schon zu ist. Auf einen Schritt kann ich immer gehen, welchen Priester auch. Das stimmt. Das ist, also dann machst du 2 Punkte und da machst du, weil du davor gezogen bist. Du hast aber jetzt keinen Priester mehr. 4 nee. Statt 2. Und verbrennen könnte auch schwierig werden, du hast schon gepasst. Es ist auf jeden Fall die sinnvollere Entscheidung, weil es in Relation zu mir mehr Punkte macht und es macht, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, insgesamt 1 Punkt mehr durch den einen Schritt mehr. Dann muss ich auf jeden Fall jetzt diesen Priester einsetzen. Genau. Das ist okay für mich. Das ist der falsche. Nee. Gesetz ist gesetzt. So spielen wir hier nicht. 2 hier und 2 Macht. Oh, ich hätte so gern mehr Priester gehabt in der letzten Runde. Das hätte man ja wissen können, dass das geht, ne? Hätte man das in der vorletzten Runde freigebaut, dann hätte man da richtig. Wobei, so viel mehr Priester passen gar nicht mehr hin. Aber es wäre trotzdem noch 2, 4, 6, 8. Stell dir mal vor, das hat man, kann man bis zu 5 Leuten spielen können. 10, 12, 14, 60. Ich hätte 16 Punkte mehr machen können. Aber da hätte ich ja irgendwo anders Punkte nicht gemacht, das ist immer. Ich glaube, ich kann nicht mehr so viel Sinnvolles tun. Ich könnte hier noch 2. Du kannst so, dass du 5 Geld quasi hast. Für 1, dann hätte ich 3 Geld. Und das bringt mir nichts, weil. Es kommt genau hin, ist doch perfekt. Ich könnte noch ein Gildenhaus upgraden, aber das bringt mir gar nichts.
Also nehme ich einfach den Punkt dafür, oder? Es gibt einen Punkt. Die sind ja auch 5-2 Geld und dann ist 5 Geld ein Punkt. Ich habe auch genau 5 Geld. Optimiere halt. Ja, eine Gilde-Upgrade bringt ja auch diese Runde nichts. Also auf eine Gilde-Upgrade. Ich glaube, dann muss ich leider passen. Dann aktiviere ich diese Aktion hier. Zieht er noch gleich. Ich habe keinen Schlüssel verbrauchen müssen. Also ich bin bei keiner Leiste vorne, ich bin bei zwei Leisten letzter. Und der bist du geteilt vorne. Ah, nee, ich bin bei keiner Leiste vorne. Ah, schade. Dann kann ich jetzt noch irgendwas machen. Ich habe ja hier noch Ressourcen. Wie viel war ich denn da? Wir machen über die Leisten ungefähr gleich viele Punkte. Das macht keinen Unterschied mehr. Hier machst du mehr Punkte. Damit ist das Thema durch. Ja, aber trotzdem noch. Ich komme nicht mehr näher ran. Nee, aber du bist ja jetzt nicht so weit weg, wie es am Anfang aussah. Ja. Ein bisschen Glück gehabt am Ende. Ich gebe noch 3 Bücher ab. Brauchst nochmal ein Haus für 2 Punkte. Mhm. Kann man machen. Hier wird rot. Weil du hier über den. Das ist eine Brücke. Also das kostet Wegezoll. Ich glaube nicht, dass das. Ja, so. Dafür darfst du dir jetzt 2 Macht nehmen für einen Siegpunkt. Möchtest du nicht? Vielleicht nicht. Okay. Das sind 2 Siegpunkte. Yay. Und du machst da echt deutlich mehr Punkte. Soll ich durchgehen? Es wird. Kriegst du irgendwas von passen? Nee, ne? Er kriegt jetzt, glaube ich, die meisten Punkte am Ende bei der Abwehr. Da hätte ich auch noch einen Siegpunkt bekommen. Das wird spannend. Vielleicht reicht, glaube ich, nicht, um die Diskussion zu überbrücken. Ich glaube, ein Geld. Für? Achso. Wenn du alles verbrennst? Ja, den verbrennen habe ich die drin. Mhm, ja. Sind 4. Ach, der fehlt mir. Hast du noch ein Geld irgendwo liegen oder was? Das wären jetzt ja 3 Geld. Worum geht's gerade? Das Buch ist das 4. Geld. Ich könnte auch mal ein Häuschen bauen. Ich hätte nämlich die 3 für einen Cube ausgeben können. Und wo nimmst du die 2 Geld her? Das ist das Problem, ich habe nur 1. Ja. Soll ich was leihen? Nein. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich machen kann. Das wird schon für den 2. Platz mindestens reichen. Mal gucken. Ich weiß, ich habe noch kein Gefühl dafür, wie viel das am Ende gibt. Du kriegst jetzt am Ende, glaube ich, die meisten Punkte. Ich weiß bloß nicht, wie groß der Abstand ist, was du da mehr an Punkten kriegst, weil da kriegst du echt einen Riesenbatzen. Könntest du dann dicht auf die Pelle rücken? Bin ich mal gespannt. Dann rechne doch mal. Ja, dann wandle ich halt. Oder ist das noch irgendwas sonst wert? Nein. Also muss ich nur ein Geld umwandeln, was ein Punkt wert? Nee, 5 Geld. Ein. Du kommst dann auf. Schaffe ich es nicht mehr. 4. Ich habe ja nur 4. Wenn der Punkt es ist, dann. Okay, fertig? Schade, ich hätte keine. Fürs Passen kriegst du sonst nichts mehr? Nein. Nee. Ich denke nicht. Dann, also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du hast 1, 2, 3, 4, 5. Und 4. Also es sind 7, aber ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die neutralen sind auch deine. Nee, 4. Ja, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, stimmt. Und du hast? 11. 11. Dann kriege ich den ersten Platz mit 18 Punkten. Sind. Davon 3. Und ich kriege noch 6, ne? Davon 11. Genau, dann das war halt mein Überlegen. Ich hätte auch hier versuchen können, also ich hätte da ein Haus bauen können, dann hätte ich hier 6 Punkte mehr bekommen, aber ich hätte wahrscheinlich mindestens einen Gelehrten weniger bekommen, ja, und die Gelehrten waren auch irgendwie, das ist irgendwie ungefähr das Gleiche. Ich krieg genau 30. Plus, das kann da ja, also ich habe es jetzt nicht geschafft, die sinnvoll einzusetzen. 30? Aber gut, dass ich auch noch was kriege. Habt ihr schon ausgerechnet? Ich kriege hier 4, ne? 4, nichts, 6, 10. Ja, okay, da bin ich. Achso, aber auch nicht so. Weil ab und Karl kriegt hier, ne? 2, 4, das sind 6. 6 und 10. 10. Habe ich jetzt weniger als du sogar bekommen? Ich habe 10 bekommen, ne? Siehst du? Also ich hab da nicht einen Punkt mehr gemacht, hast du. Doch, du hast hier die ganzen Priestergeschichten, so hast du schon. Ich meine jetzt in der Abrechnung, ich habe über die Abrechnung geredet. Genau. Ja. Ist es so ausgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin halt mit Abstand letzter. Ja, aber also mit der Partie hättest du. Also der prozentuale Abstand ist jetzt nicht so krass. Das ist kein Euro-Game, wo du sagst, okay, du wurdest zerstört von den anderen. Ja, also schon 20 und Punkte oder schon mehr Punkte gemacht als in der letzten Partie. Und dann wärst du in jeder anderen Partie Zweiter geworden.
Ich glaube, in der letzten Partie hatte ich genauso viele Punkte wie du jetzt. War ja auch deine erste. Ja, also ist doch ein solider Score für die erste Partie. Dass du da einen Wissensvorsprung hast. Ja, jetzt ist Ben der amtierende Champion. Voll nice. Ja, ich bleib bei Terranova. Das ist das Terranova-Problem. Das sind irgendwann alle Sachen auf dem Gebäude und dann auf dem Ja, das ist eindeutig das Terranova-Problem. Ja, Terranova ist es ja auch immer so, dass du alles gebaut hast. Also super, für alle Terra Mystica-Fans kann man, glaube ich, da eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Da könnt ihr, habt ihr ein bisschen was anderes, kriegt das wohlige Gefühl, habt ein bisschen was anderes, damit das Nachdenken sich mal ein bisschen anders anfühlt. Für alle, denen das normale Terra Mystica auch schon grenzwertig zu viel war oder so, oder ansonsten Expertenspiele, dann lieber zu Kennerspielen greifen. Das ist wirklich einfach ein Expertenspiel. Da raucht einem der Kopf, es sind 1000 Millionen Sachen, die zusammengreifen. Ja, aber darauf fühlt man sowas, ja. Beim letzten Mal schon gemeint, es konkurriert halt, keine Ahnung, von der Verzahntheit. Obwohl. Ich vergleiche es gerne mit Marrakesch und ich würde halt das viel lieber spielen als Marrakesch. Ja, aber es ist auch schon über Marrakesch schon deutlich. Es passiert halt mehr, du siehst mehr von dem, was du tust. Das ist doch der Unterschied. Ja? Also du hast hier ja viel stärker das Gefühl, etwas zu tun. Wobei dich dann, wenn du irgendwann das Spiel richtest, also eigentlich bremst dich das ja aus, weil das eigentlich ja nicht das ist. Aber es fühlt sich auch noch ganz nett an, weil du halt wirklich da was tust auf dem Plan. Ja, ich finde halt die Steigerungskurve ist ganz nett bei dem Spiel, dass du halt am Anfang schon das Gefühl, dass du einen Ressourcenmangel hast, aber das ist nie so, dass du was wirklich... Am Anfang? Ja, aber am Ende kannst du ja trotzdem relativ viel machen. Genau. Und du hast nie so diesen ganz furchtbaren Gefühl, dass sich der Mangel extrem durchzieht. Weil dass du am Ende sagst, oh, ich habe jetzt endlich meine 4 Gelehrten. Wo ich ja in der letzten Runde, ich habe ja nichts mehr gebaut. Cool. Ich hatte halt einfach bloß irgendwie 3-4 Gelehrte. Das ist ja das, was ich gemacht habe. Ich habe da 4 Gelehrte eingesetzt, das war meine Runde. Ja, aber hat ja auch gute Punkte gebracht. Ich bin froh, dass das noch geklappt hat. Das war ja so easy. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach. Also es wäre auf jeden Fall. Jetzt ist auch klar, nachdem man sieht, wie wenig Punkte ich da gemacht habe, ich hätte auf jeden Fall das bauen müssen und hier das mit den Plätzen umtauschen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ich hatte das halt nicht durchkalkuliert, aber ich hätte es ja wissen können, dass ich mit meinen Schritten da nicht vorankomme auf den Leisten ausreichend. Ja, aber hast du dir punktgleich gewesen? Ja, aber hast du dir das durchgerechnet? Nee, das wäre mehr gewesen. Mit dem Boni von den Plättchen hast du ja schon mehr gemacht. Es geht ja nicht darum, gar keine Schritte da zu machen. Es wäre nur ein Unterschied von einem gewesen. Also ein Unterschied von 6 Punkten. Die Gelehrten einsetzen hat in der Regel 6 Punkte ja gebracht. Mhm. Plus halt die relative Platzierung, wobei der braune in gelb, den hätte ich genauso gut nicht setzen können. Ja. Ja. Und dann hätte ich stattdessen hier hingebaut oder da, also hier wahrscheinlich. Das wäre egal gewesen. Ich hätte ja 3 Bücher gehabt, ich hätte irgendwas hier umrahmen können, wäre kein Problem gewesen. Und dann hätte ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dann hätte ich 12 gehabt, du bist bei 11. Mhm. Dementsprechend wäre das sinnvoller gewesen, aber ich hatte halt keine Lust, das in dem Moment irgendwie durchzuplanen. Und das hätte halt den entscheidenden Unterschied gemacht. Dann wäre ich aber, ne, wäre ich auch nur irgendwie hier. Und du halt da oder ja, so. Ich fand es ganz gut, bei mir war es dieses komplette Gegenteil von der letzten Partie, weil jetzt hatte ich hier und du nichts gebaut nicht. Und doch, ich habe ja die Sachen noch über, ich hätte die auf jeden Fall bauen können. Aber wenn ich da hingebaut hätte, dann wäre hier unterbrochen gewesen. Dann hätte ich hier gebaut. Das hätte auch wahrscheinlich geklappt. Das waren ja auch Gebiete, die ich hätte umbauen können. Aber das war schon ganz gut. Und wie gesagt, letzte Partie habe ich ja irgendwie nichts. Ich habe ja auch 4 Runden geführt und nur 2 Aktionen gemacht. Und hinten raus auch gute Punkte gemacht, wie auch immer. Und diesmal kann ich eigentlich die ganze Zeit über was tun. Sehr gut. Jetzt habe ich das einmal gespielt, dann kann ich das abhaken. Das war das Ziel. Ich glaube, das ist schön. Jetzt noch 5 Partien, wenn man jede Partie so 20 Punkte mehr macht. Ja, dann bin ich bei 200. Ja. Noch 3 Stück. Nee. Das ist. Ich habe genau das, was ich wollte. Das wäre auf jeden Fall. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich sehe, was die Unterschiede sind. Wer drüber geredet wird, weiß ich, worüber geredet wird. Das sogar passt. Eine der ersten, die es gespielt haben. Ja, und es gibt ganz viele Leute, die sich denken, boah, der spielt das nur so aus arbeitserkenntlichen Gründen und ich, der daran mega viel Spaß hätte, muss warten. Das tut mir sehr leid. Ja, interessant. Das fühlt sich zu absolut nach Terra Mystica an. Ja, aber wer wofür nicht? Ja. Terra Mystica, steht Terra Mystica drauf. Wir hatten ja die Überlegung, für Albert gefühlt, wenn es dann was ganz anderes gewesen wäre. Wir hatten ja überlegt, die Überlegung ist ja, was war es, auch bei Great Western Trail hätte es auch als Erweiterung gereicht. Hätte es auch als Erweiterung gereicht. Nein. Also wenn du das hier so viel was du neu machen musst, das wäre vom Preis so teuer gewesen, dass du gleich ein neues Spiel ausmachen kannst. Das ganz neue Element sind halt die Bücher und dann das, was dazu gehört. Das ist neu. Das ist neu. Die neutralen Gebäude sind neu. Dass es kombinierbar ist, ja. Ja, das ist ja so ein bisschen. Wahrscheinlich wäre es sogar für mich besser gewesen, hätte ich das nicht ganz so zu Ende gespielt und wäre noch hier eins hochgegangen.
Kann auch sein. Hätte Ben noch mehr Punkte gemacht. Ich sehe den Unterschied nicht. Ist ja am Ende auch ein Relationsspiel. Ja, das ist vielleicht rentiert. Dass du Zweiter und ich Erster geworden wärst bei Blau? Mhm. Dann hättest du da 4 Punkte weniger bekommen. Und dafür da 6. Hättest du 2 Punkte mehr gemacht. Aber dafür hätte ich 4 Punkte mehr gemacht. Das heißt, in Relation wärst du nicht, also du wärst im Vergleich zu mir schlechter als jetzt. Ja, ich glaube, es geht auch um den Score. Na, das ist doch eigentlich, sind ja auch Relationsspiele, weil die Score hier ist ja auch letzten Endes davon abhängig, wie die anderen gespielt haben. Ah, und man muss sagen, man kriegt ja noch 2, also es hat sich aufgerechnet wahrscheinlich. Die Runde. Ja, gut. Aber man weiß ja auch, woran es gelegen hat. Zum Beispiel, ich habe in den Runden hier zu wenig Punkte. Achso, du willst das auch gleich. Ja, ich mach, du kannst ja, kann ich jetzt gleich ein Video zu machen, wo ich sage, was so die Unterschiede sind. Oh ja, also wenn du noch suchst, wo mein Marker war, einfach an dem 100er Orientieren. Kein Problem. Ich kann ihn auch am 2er umdrehen, wenn es vielleicht besser ist. Aber dann wird es nicht so übertrieben aussehen, ne? Okay, also auch mit den 3 Spielbrettern und allem. Ich räume das gerade ein bisschen um, aber okay. Weil das muss sich auch irgendwo hinlegen, wo es besser hier wahrscheinlich, sichtbar ist, aber das bietet sich jetzt einfach an. Also 3 Partien kann ich auf jeden Fall genug dazu sagen. Ja, vor allen Dingen die Unterschiede. Du hast genau, ja mit dem Spielsystem noch mehr. Ja, und geil. Ich frage mich immer noch, was jetzt ist Gaia Projekt ist nochmal das komplexere Spiel trotzdem? Ja, aber das, was du da mit den Leisten extra hast, ist das nicht auch irgendwie das? Weil das fehlt doch dafür bei Gaia Project, oder? Allein Planeten und musst dann ja irgendwie kolonisieren, andere Sektoren fliegen und wie weit du fliegen kannst, machst du halt über so eine Leiste. Gleichzeitig machst du über so eine Leiste aber auch noch 5 andere Sachen und du willst irgendwie alles machen und musst dich auch da entscheiden und es geht natürlich auch nichts und du kommst nicht voran und erst in Runde 5, 6 fängt das dann hoffentlich ein wenig mal an zu snowboarden. Danke, Prost Schokolade. Oh, willst du auch noch das letzte Teil? Wir können das teilen. Warte, Ben kann noch eins haben. Ich hatte schon noch. Aber, jetzt mal abgesehen davon, dass mir Gaia Project wahrscheinlich dann auch, also, sorry, zu viel wäre, aber das sind halt Leisten, die ich interessant finde, weil da gehst du halt hoch, was ja Auswirkungen hat auf das, was du tust und nicht nur mehr Punkte. Ja, weil, wie ist denn dieses Spiel, wo man... Den Komplexitätslevel nochmal deutlich. Das kompetitive Legacy-Spiel, wo du so Sachen auf den Plan baust. Charterstone. Oder Rise of Crusaders. Da war eines der effizientesten Dinger, diese komische Punkteleiste, wo du am weitesten vorne stehen musstest, was so einer der ödesten Züge überhaupt in irgendeinem Spiel ist. Meine Aktion ist, auf dieser Leiste vorzugehen, um Punkte zu machen. So. Ist einfach absolut uninteressant, aber am effizientesten. Ja. Charterstone ist voll nett. Ich habe den Fehler gemacht, bei Charterstone als erster spezialisierter Arbeiter, also ein Gebäude für spezialisierte Arbeiter zu bauen. Das Ergebnis war, alle haben diese spezialisierten Arbeiter einmal gekauft, super. Haben dann bei sich angekreuzt Arbeiter behalten. Und dann war es das. Dann haben halt alle die Golems behalten. Ja, und das Gebäude war also nutzlos. Die waren so gemein. Du baust das wieder. Die haben mir geschrieben, wir schicken dir das gerne zur Rezension zu und einen von 3 Gearlocks darfst du dir aussuchen. Das war das härteste Wort. Ich glaube, das heißt 3 Stunden, welchen Gearlock ich jetzt haben will. Hast du nicht Corinna angerufen und dir Beratung geholt? Nee. Wahrscheinlich kennt ihr das auch gar nicht. Ist das ein Stream, der online bleibt oder ist das einer, der wegkommt? Der bleibt online. Dann sollten wir den vielleicht an der Stelle, bevor wir jetzt zu viel noch hinten dranhängen. Kann man ja schneiden am Ende. Ja, danke, dass ihr da wart. Da ist der Chat weg. Ja, Sven, mir hat genau ein Geld gefehlt. Das war bitter. Die hätten das einfach Second Edition nennen sollen, wie bei Eclipse. Ja. Das Gute ist, heute bei der Arbeit kam ich mir wesentlich intelligenter vor. Hätte man wahrscheinlich sogar Second Edition. Oder so wie Marco Polo, Marco Polo 2 und dann einen Untertitel. Ja, aber Great Western Trail ist ja auch so gemacht. Great Western Trail. Also hier hätte man auch ein bisschen Age of Innovation machen sollen. Ich finde, Age of Innovation ist kein guter Titel. Weil damit verbindest du erstmal nichts. Ich meine, gut, ein Megaia-Projekt auch nicht, aber es ist ja ein Terra Mystica-Spiel. Dann nennst du auch Terra Mystica. Terra Incognita. Also so, sie haben es ja jetzt genannt, Age of Innovation, ein Terra Mystica-Spiel. Aber andersrum wäre schon besser gewesen. Das ist Age of Innovation, ein Terra Mystica-Spiel. Ja. Also, AOI ETMS. Da, AOI. Ist auch keine. Eujetms. Ja, aber es wird sich ja trotzdem genau an die Zielgruppe, die es haben will, verkaufen. Das ja, aber gute Spiele brauchen immer einen guten Titel. Terra Mystica war ein super Titel. Terra Mystica, einfach umtauschen. Terra Mystica, Age of Innovation. Fertig. Ja. So wie Great Western Fantasy. Können Sie das noch ändern? Können Sie das Sticker auf das Spiel drüber kleben? Die Verteilung von Procreon 3. Aber man muss auch sagen, ist ja wirklich alles, ist ja auch das Artwork, ist alles komplett neu gemacht. Genau, das hier sieht deutlich hübscher aus.
auch ein bisschen besser, die ehrlich gesagt. Die sehen hübscher aus, wenn ich mich erinnern kann. Ja, die waren auch früher nicht Double-Dinger. Ne? Die waren nicht Double-Layered, genau. Das waren ja auch noch Zeiten, damals wäre das ja noch unerhört gewesen. Ja. Heute, finde ich, gehört es langsam bei den Preisen auch zum guten Ton. Ich finde, wenn man so drauf schaut, ist ja, es hat schon so einen ganz netten Vibe, weil halt auch diese Teile so schön groß und griffig sind. Es schlägt ja das Eurogamer-Herz höher. Aber es ist halt auch so ein Spiel, wo du sagen kannst dann nach einer Partie, also du bist Corinna, grüße Corinna, dass du denkst so, ne, also das so, das ineffizient. Zum Beispiel, ne, das Ding ist speziell dafür da, dass du eine Zweierstadt bauen kannst. Steht in einer Viererstadt zum Beispiel. Genau, das wird ja natürlich eigentlich nur sowas alles hier bauen. Das habe ich in der letzten Partie gemacht. Jetzt verliere ich die beiden Geschichten. Und aber das ist ja schön, dass man auch sowas sieht. Zum Beispiel war es auch vom Anfang von mir super dämlich. Wahrscheinlich hat mich das Spiel gekostet, dass ich hier so gebaut habe am Anfang. Du wolltest schnell eine Stadt haben oder so, ne? Ja, klar, hätte man aber... Es war von den Teilen her nicht offen, weil ich hätte mir noch ein bisschen drumherum die Plättchen anschauen müssen, dass ich noch gut irgendwie einen dritten Sprung schaffe mit einem relativ einfachen... Ja, aber das Problem ist, das Teil wäre ja sonst wahrscheinlich schon irgendwie verloren gewesen. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, hier lang zu bauen. Das ist das schlechtestmögliche Feld für dich. Gerade am Anfang schlecht, das hätte schon lange verloren rumgestanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ben da hinbaut, na gut, für den ist das auch relativ schlecht. Ich hätte hier noch überlegen gehabt, hier halt die andere Stadt, halt hier die Stadt hinzubauen, halt hier versuchen eine Stadt hinzubauen, hier dann übers Wasser irgendwie dahin zu bauen. Aber es wäre, glaube ich, das gleiche rausgekommen. Vielleicht nicht, weil ich hier schon mehr vorbereitet hatte. Dafür sind hier die Umwandlungsschritte. Also der hier geht noch, das wäre nur einer, aber hier hätte ich dann schon deutlich mehr Umwandlungsschritte. Also das ist eigentlich eins der mächtigsten Plättchen mit, ne? Dieses Wasserweg-Ding, weil Haus an Wasser bauen tust du ja ständig. Weil es gibt noch eine Fraktion, die die Fähigkeit hat. Mhm. Und dann machst du halt vier. Das dann kombiniert und dann vielleicht so solche Geschichten zwei, drei Mal hier. Das war die Fraktion, die ich beim letzten Mal gespielt habe. Ja, das ist dann schon... Das ist ja, insofern ist es ein bisschen wie Legenden von Andor, oder? Also das Spiel vermittelt dir ganz oberflächlich, rein vom Thema her, du willst irgendwie möglichst bauen, große Städte errichten und so weiter, ne, vom Thema her. Schlimmer. Aber auch hier ist es so, du willst nicht das Vordergründige machen, sondern du guckst halt, was da Punkte gibt und arbeitest danach. Und wenn das bedeutet, dann hast du halt eine Stadt weniger gebaut, aber dafür die drei Bonussachen ausgelöst und dadurch die drei Punkte mehr gemacht, dann ist das so. Das ist ja so ein Dreiklang. Du guckst ja, was kann deine Fraktion, was kann dein Board so ein bisschen, aber mehr die Fraktion, ne, wofür gibt es hier Punkte? Und wofür gibt es da die Bonnie? Weil die willst du eigentlich auch schon irgendwie mitnehmen. Ja, und ja nicht nur dafür, sondern wirklich schon gestaffelt. Plus, was liegt da aus? Plus, was sind da für Gebäude? Plus, was haben die anderen? Das hast du jetzt immer gesehen, also die Punkte, die man dann hier mitnimmt, sind so die 10 Punkte, die so ungefähr einen Swing zwischen dann den Plätzen ausmachen. Ja, das sind ja haben wir mehr als 10 Punkte. Und die Punkte hier sind halt auch nicht zu unterschätzen. Also da am Ende nochmal 32 Punkte machen. Wir haben ja allein hier schon 10 Punkte. Ja, allein, dass ich so dumm war und in der Runde mir das da geholt habe und statt zu warten eine Runde später sind ja auch rein. Ich habe ständig Unsinn gemacht. Ich habe hier in der ersten Runde habe ich ja schon sowas geupgradet. Das hätte ich einfach in die nächste Runde verschieben können und dann hätte ich einfach 3 Punkte mehr gehabt. Ja, vor allem das kostet ja in der Regel auch Arbeiter. Ja, also genau, das, was du nicht ausgibst, du hältst es ja. Also das Gebäude, um eine Runde später zu bauen. Letztes Mal lag das hier, ich habe gleich in der ersten Runde abgegradet, habe hier dann so ein bisschen Geld bekommen, ja auch weniger als hier. Und habt aber keine Stimmt, Arbeiter du hast da mehr Ressourcen bekommen, ne, für deine ersten Sachen. Genau, wobei ich glaube, in einer Runde habe ich das mal vergessen, aber es ist nicht wichtig. Wahrscheinlich. Dadurch kannst du am Anfang auf jeden Fall mehr machen. Hier für 2, das ist schon. Genau, das sind 3 Geld mehr, genau, ne, die du machst. Muss man nur denken, ich mindestens einmal vergessen, ich glaube, die andere Mal habe ich es mir genommen. Aber, und natürlich würde mich sehr wundern, wenn wir nicht. Die Festung hier war auch ganz gut, die Schifffahrt war wichtig für die 18 Punkte, wenn die ich gebraucht habe. Sonst wäre das da auch nochmal, wenn Vince da 3 weit, also das war schon nicht unser. Das hätte mir leider auch nichts mehr gebracht, ne? Also ich hatte auch überlegt. Also das Problem war halt hier, was halt, ne? Das war zu. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie versuchen müssen, darüber zu bauen, aber diese Felder waren alle schlechter zum Bauen. Genau, wenn irgendwie natürlich irgendwie Spielfehler aufgefallen sind, Flüchtigkeitsfehler, das ist einfach so bei dem Spiel leider. Könnt ihr gerne anmerken, aber es ist auch eher interessant für Leute, die es gucken, zum Regeln lernen vielleicht. Weil wir am Anfang jetzt so Regeln erklärt haben. Ja, haben wir gar nicht so. Nö. Aber das ist ja auch der Vorteil dann von dem Spiel, als Terra Mystica 2, dass man da einfach relativ schnell drin ist, wenn man das schon kennt. Weil sie schon hoffen werden, das auch an Leute zu verkaufen, die keine Terra Mystica haben. Ja, die werden ja auch, also ich würde halt Leuten immer empfehlen, holt euch nicht Terra Mystica, weil das ist einfach das noch komplexere Spiel, aber man will nicht beide haben, dann will ich schon eigentlich gleich das mehr haben und wenn ich weniger will, hole ich mehr. Das Spiel ist eigentlich gut für Terra Nova, weil es noch eher einen Grund gibt, sich Terra Nova zu holen, weil bei Terra Mystica haben noch gesagt, ja, es ist schon ein bisschen mehr, aber da fuchst man sich schon rein. Also das Interessante ist ja bei Terra Nova auch, also das wird auch schnell, das Problem bei Terra Nova ist, für Leute, die Terra Mystica gerne spielen, also die Spielgruppe sind, die sowas wie Terra Mystica spielt, denen kommt Terra Nova halt wirklich wie ein Familienspiel vor. Boah, das glaube ich nicht, aber
Frag doch mal Flo. Nee, ich sag, denen kommt das so vor. Ich meine nicht, dass die sagen, das ist ein Familienspiel, aber wenn die sowas spielen wie Terra Mystica oder Gaia Project oder eben das hier und dann Terra Nova im Vergleich, dann fühlt es sich für sie, okay, gerade weil sie die Mechaniken ja schon so drauf haben, so sah ich dann, dass, glaube ich, schon dieses, fühlt sich für ein Familienspiel an. Es ist ja weniger verzahnt, ne? Aber es ist kein Familienspiel. Genau, trotzdem noch schon verzahnt. Du musst auch da, um gut zu spielen, mehr Punkte zum als die anderen. Es ist eins, das, glaube ich, relativ spiel so ausgespielt ist, wie es und ist. Und es ist, glaube ich, auch, aber also hier kannst du durchaus auch sagen, das ist so, ne, der Scherz von, ne, Aufbau und dann gehst du sagen, wer gewinnt. Dafür doch schon noch zu viele Variablen und ich glaube, dass das andere noch deutlich kompetitiver ist, weil da können wahrscheinlich erfahrene Spieler immer gut viele Punkte machen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da natürlich die Terra Nova-Partie ein bisschen enger werden noch als bei sowas hier. Naja, der Punkt wird halt sein, ne, wer hier wann was kriegt. Bei Spielern, wenn wir jetzt vom theoretischen so gut wie perfekten Spieler ausgehen, entscheidet sich darüber, wer wie viel Macht an welchen Stellen kriegt. Ne, wenn man ausgeht. Und dadurch entscheidet sich sicherlich dann die Reihenfolge für diese Geschichten. Und das kannst du natürlich vorher nicht wissen, weil Spieler da ja aufgrund der Entscheidung von anderen wiederum, genau, entscheiden, wie sie bauen. Aber ich glaube schon, dass man viel theoretisch richtig durchrechnen könnte. Matt in 3 Zügen. Ja, aber es gibt auch so viele Variablen und Optionen, dass du halt auch nicht zwingend die besten Zug findest, weil das ja auch noch meistens... Ist ja ein Theoriescherz. In der Praxis natürlich nicht. 2-3 Geschichten, du ja nicht alles in einer Aktion machen kannst und die anderen Leute ja auch noch andere Sachen. In der Praxis gibt es vielleicht 4 Leute auf dem Planeten, die das wirklich tatsächlich könnten, aber in der Theorie ist es halt ein lustiges Spiel, um zu sagen, dass es halt kein Zufallselement gibt. Ja. Ja, was so viele Leute haben. Gut, das war's von uns und dem neuen Age of Innovation. Ich will jetzt gleich ein kurzes Übersichtsvideo dazu machen, euch zeigen, was alles neu an dem Spiel ist. Können wir da auch noch die Anleitung dann nehmen, dass mich auch alles schön markiert. Und dann sehen wir uns morgen nicht zu dem Video. Ich werde noch gleich ein Video drehen über die Flops und Highlights aus dem letzten Monat. Macht es gut, bis bald und tschüss.